Feierabend habe. Ein herzliches Grüß Gott hier aus dem Bad Znauntal, aus genauer gesagt Kappel, wo heute der Drei-Stern-Qualifier starten wird in Kürze. Und ich darf neben mir den dreifachen Vize-Weltmeister und ewigen Kabinenfreund Flo Orli begrüßen. Hi Flo. Servus Chris, ja auch Chris Garderer neben mir, ein Urgestein. Auch er selbst schon auf der Quellspitze Contest gefahren. Endlich geht's wieder los. Keine Freeride-Contest in Österreich für 1,5 Jahre in Summe. Und heute sind wir da. Drei-Stern-World-Qualifier auf der Quellspitze in Kappel. Endlich wieder ein Contest. Wir sind richtig gespannt und deswegen stimmen wir uns ein mit den ersten Eindrücken der letzten Jahre in und um Kappel. Meine Damen und Herren, aufstehen. Es geht los mit den ersten Eindrücken. Wirklich tolle Bilder, die wir hier sehen, der letzten Jahre in Kappel. Also es ist ja wirklich umsonst nicht Kaplaska genannt. Dort geht es richtig ab. Es ist ein Drei-Stern-Contest, Flo. Ich glaube, wir können schon fast nicht mehr ruhig sitzen da in unserer Kabine. Aber bevor es losgeht, vielleicht schauen wir mal ganz kurz, wie schaut das Face aus? Die Quellspitze, diese, wie soll ich sagen, sagenumwobene Drei-Stern-Face-Action. Ja, es ist nicht nur Drei-Stern-Face-Action auf der Quellspitze. Hier, die World Tour war ja schon mehrfach hier zu Besuch. Also es wird nicht viel besser bei den Faces auf der Welt für Freeride-Contest. Über 500 Höhenmeter sind es vom Gipfel bis zum Ziel hinunter. Das Besondere an der Quellspitze ist diese Versatilität im Gelände. Da ist alles drin. Flache, steile Stücke, Ostexposition, Westexposition. Also egal, ob du mehr ein Freestyle-orientierter oder mehr ein extrem orientierter Fahrer bist, du findest alles auf diesem Berg. Meine Damen und Herren, wir schauen uns jetzt ganz kurz das Face an, wo es heute für die Juniors und die World Tour Qualifier den 3- und 2-Stern-Start losgeht. Vielleicht hat die Regie für uns eine Einspielung vom Face, dass wir da mal genauer drauf schauen, was die Quellspitze zu bieten hat. Wir warten auf das Video, den Einspieler von der Quellspitze. Oben geht's los auf 2700 Metern, hinunter 500 Meter Vertical Drop sozusagen. Und die Exposition ist Ost-Südost-Flo. Du hast das schon angesprochen. Sie steht da drin als Ost-Südost, aber wir haben in Wirklichkeit natürlich, wie man es hier bei diesen tollen Drohnenaufnahmen sieht, ganz verschiedene Aspekte. Das macht es für die Fahrer so spannend, vor allem jetzt, wo wir so eine Altschneedecke haben, rauszukommen, wo ist der Schnee schon aufgeweicht von der Sonne, wo finde ich einen Pulver, wo sind alte Spuren drin, wo sind die Landungen weich. Also da können wirklich die Fahrer ihre ganze Erfahrung in die Waagschale werfen. Und deswegen schauen wir uns jetzt auch den ersten Vorläufer an. Vielleicht können wir da, vielleicht auch du, Florian, uns da schon ein paar Infos zu den Konditionen des Schnees ergeben. Wenn wir den Vorläufer sehen, wie gesagt, 60 Grad Steilheit, meine Damen und Herren, das bedeutet, es ist wirklich, wirklich steil und man muss den Speed sehr, sehr gut regulieren können.
Naja, zum Glück hat es nicht von oben bis unten 60 Grad, sonst wäre das mehr oder weniger unfahrbar. Es hat steilere Stücke, flachere Stücke. Ich bin jetzt sehr gespannt auf den Vorläufer, weil wir müssen sie auch kurz entschuldigen bei unseren Zuschauern, die schon um 10 Uhr extra früh aufgestanden sind, dass wir eine Stunde verschoben haben. Das hat der Chief of Security, Markus Kogler, mit seiner fast 20-jährigen Erfahrung als Contest Director entschieden, um der Sonne die Chance zu geben, den Schnee ein bisschen aufzuweichen. Weil es war die letzten Tage schon sehr starke Sonnenstrahlung. In der Nacht strahlt es ab, der Schnee friert wieder und heute früh war es recht sehr hart. Und wir hoffen, dass er recht gehabt hat und die Sonne den Schnee jetzt ein bisschen aufweichen konnte. Genau, wir haben aber auch ein sehr internationales Starterface. Ich habe mir es kurz angeschaut. Insgesamt 11 Nationen gehen hier heute an den Start und deswegen vielleicht auch ganz kurz auf Englisch. Very, very welcome to all visitors in front of the screens. We are here in the Paznaun Valley, directly in Kappel at the 3-Star Qualifier Event. And we are waiting for the first forerunner to drop in, that we can see how conditions are looking and how he is feeling on the face. Exactly. Very well welcome to all 11 nations we have here. Bonjour à France. Ciao tutti in Italia. We have people from Switzerland, from France, from Austria, Spain, Letland, Germany, Great Britain, Norway, Czech Republic, Slovakia. So we have a lot of people here from different countries. And that makes it international. International and interesting. Ja, yeah, die Regie hat gerade gesagt, 10 Sekunden, 10 seconds until the first forerunner. We are ready to watch. We can't wait for the first pictures from the Kellspitze live. Genau, und wir schauen uns das Ganze an direkt aus einer umgebauten Pistenraupe. Und wir sehen jetzt direkt hinauf auf den Start. Das ist der erste Vorläufer, meine Damen und Herren. Das ist noch nicht Start Nummer 1. Und dieser Vorläufer hat aber auch für die Rider und Riderinnen eine ganz, ganz wichtige Funktion. Flo, was bringt das für einen Rider, wenn der dort oben nur mal den Vorläufer sehen kann? Ja, also die ganze Freeride-Szene wird ja immer professioneller und professioneller. Und nicht nur können die Fahrer, die jetzt oben am Start stehen, schon erkennen, wie der Schnee ist, anhand dem, wie der erste Fahrer fährt, sondern die haben natürlich ihre Freunde, ihre Coaches, die herunterstehen im Gelände in der Nähe, da wo wir sind, bei den Punkterichtern, und auch Freunde zu Hause, auf die im Livestream mitschauen. Und die rufen natürlich dann sofort oben an und geben ihnen Tipps. Ja, der Schnee schaut da besser aus, da schaut so aus, dieser Felsen hat eine harte, weiche Landung. Also das ist ein ständiger Informationsfluss von außen zu den Fahrern hinauf. Das muss man aber als Fahrer auch verarbeiten können. Weil du planst hier deine Linie top to bottom durch und dann kriegst du plötzlich die Info, der Fels hat eine schlechte Landung, dann musst du sofort auf Plan B umschwenken. Meine Damen und Herren, das sind wirklich tolle Bilder, die wir da geliefert kriegen. Strahlend blauer Sonnenscheintag hier in Kappel. Und ich bin mir jetzt unsicher, wir sehen da jetzt einen Snowboarder. Ist das schon Teil eines Vorläufers? Genau, leider gerade nicht zu sehen. Der ist da in dieser, in dem Couloir untergetaucht. Wir sehen aber, dort staubt der Schnee recht. Das heißt, wirklich gute Bedingungen in den schattigen Teilen. Und jetzt kommt er in ein bisschen einen sonnigeren Teil, Flo. Ja, ich bin jetzt mal positiv überrascht, weil auch da, wo diese alte Spuren sind, er ist jetzt schon ziemlich weit herunter Richtung Ziel eigentlich. Ich glaube, die Drohne hat da oben ein bisschen verpasst gehabt. Ist der Schnee für mich viel besser als gedacht, weil die ersten Turns, die wir im Morgengrauen hier gemacht, um 8.30 Uhr, da hat es euch nur gerattert. Und das ist jetzt definitiv ein ganz so weicher Snowpack. Schaut euch das an. Genau, man sieht auch jetzt im unteren Bereich, meine Damen und Herren, das sind die Querspuren. Natürlich Kappel als Freeride-Gebiet sehr, sehr, sehr beliebt. Und schon bei den letzten Schneefällen sind natürlich die Leute ausgerückt und wollten da ihre Linien in den Schnee zaubern. Und das wird für den Rider ein ganz, ganz interessanter Punkt im unteren Teil des Faces, dort, wo du sehr viele Querspuren hast, die teilweise auch angefroren sind. Das heißt, dort heißt es Speed rausnehmen, Sicherheit wieder aufbauen, weil es nicht mehr weit bis zum Ziel. Und da ist natürlich jeder Sturz fatal. Genau, das bringt uns gleich zu den Kriterien. Grundsätzlich geht es ja beim Freeride Contest sehr einfach darum, eine möglichst gute Show zu machen. Es gibt nur zwei Tore, oben ein Starttor, unten ein Zieltor. Die Grundregel ist einfach, wer die tollste Show macht, die spektakulärste in diesem Tag, der gewinnt. Aber damit das quantifizierbar ist, gibt es natürlich 5 Kriterien, Chris. Hast du sie parat? Ich habe die 5 Kriterien parat. Jetzt war ja doch seit 1,5 Jahren kein Contest mehr hier in Österreich. Es geht um Fluidity, das heißt, wie flüssig ist der Fahrer seine Line hinuntergefahren. Es gibt die Kategorie Air and Style, das heißt, wie viele Sprünge werden eingebaut, welche Tricks werden gezeigt. Und
natürlich auch, ob die Landungen dann in Ordnung sind. Wir haben jetzt da den Funk nach oben, der Forerunner, wie wir es im Bild sehen, gibt die ganzen Informationen durch. Und wir machen weiter mit Punkt 3, da geht es um die Kreativität. Flo, Creativity, ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Genau, diese Linie, die du von oben nach unten fährst, ist frei wählbar. Wie gesagt, es gibt keine Tore wie beim Ski-Alpin-Rennen, sondern du kannst deine Abfahrt an deine Stärken und Schwächen anpassen. Manche Fahrer sind gut im Tricks machen, die suchen vielleicht sich kleinere Sprünge, dafür machen sie tolle 360er, Vorwärts-, Rückwärts-Saltos. Andere sind mehr die Extremtypen, die suchen sich vielleicht die ganz großen Felsen. Ja, andere sind vielleicht extrem schnelle Fahrer und suchen sich dafür ganz kleine Sprünge. Es ist eigentlich egal, es muss nur am Schluss die Show stimmen und die beste Show gewinnt. Genau, nach der Kreativität geht es um Speed and Safety. Die Judges unten schauen sich natürlich an, wie steht der oder diejenige am Ski, schaut es sicher aus, ist die Line auch sicher gefahren und wie schnell fährt sie von oben nach unten. Und je sicherer und schneller, desto mehr Punkte gibt es in dieser Kategorie. Genau, da hat sich das Judging in den letzten 10, 15 Jahren extrem gewandelt, weil in den frühen Jahren des Freeride Contest fahren, wo ich auch noch dabei war, so ab 1995, 2000, da hat oft auch der gewonnen, der wirklich der Verrückteste war. Also wenn du einen 20 Meter Fels hinuntergesprungen bist, dann hast du es überlebt, ohne Verletzungen, dann warst du wahrscheinlich der Sieger. Heute wärst du wahrscheinlich Letzter, weil einen 20 Meter Sprung wirst du wahrscheinlich nicht schön stehen können, sondern wirst mit deinem Körper irgendwo im Schnee liegen und dann weiterfahren. Das gibt sofort 20 bis 30 Punkte Abzug von den 100 Punkten, die du erreichen kannst, und damit hast du keine Chance auf den Sieg. Und jetzt schauen wir nochmal nach oben, die Bilder werden uns geliefert. Wir sehen da einen weiteren Vorläufer und man hat jetzt gesehen, gerade in diesem verspurten Terrain, wo teilweise noch ältere Lawinen hinuntergekommen sind, da hast du große Brocken, da ist es eisig und da muss man ganz, 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 ganz viel aufpassen. Aber was mich sehr freut, da wo, sobald er aus diesen alten Lawinenspuren heraus ist, hat er einen super weichen Schnee. Also da bin ich überzeugt, dass wir heute richtig tolle Action sehen werden. Und es wird sich auch die Spreu vom Weizen trennen bei den Fahrern, allein schon bei der Linienwahl, weil die wirklich smart genug sind, dass sie von den alten Spuren und den harten Schneeflächen wegbleiben. Die können schneller fahren, das schaut flüssiger aus, schaut spektakulärer aus, die haben weiche Landungen. Genau, also vielleicht nochmal ein ganz kurzes Recap für alle Damen und Herren, die hier zuschauen und vielleicht sagen, ich habe jetzt keine Ahnung, worum es direkt in so einem Freeride-Contest geht. Wir haben gesagt, es sind 5 Kriterien: Flüssigkeit, Airline-Style, Kreativität, Speed and Safety und dann natürlich die Overall Impression. Und wer bewertet das Ganze, Florian? Es ist fast das 50. Kriterium, sage ich, die Wahl der Linie. Und diese ganzen Punkte gehen in einen Score hinein, der heißt Overall Impression. Und wir haben extra 2 Judging-Panels. 3 Judging Panels, die Snowboarder beurteilen und 3, die Skifahrer beurteilen. Die geben jeder einen Score zwischen 0 und 100. Der wird einfach gemittelt und das ist dann unser Ranking, also Punktezahl. Wenn also ein Fahrer einen perfekten Run macht, bekommt er von jedem Judge 100 Punkte und am Schluss stehen 100 Punkte drauf. Ein schlechter Run wäre bei 10 Punkten. Und so ist auch für einen Nicht-Freeride-Experten eigentlich total einfach und transparent, wirklich mitzudenken und überlegen, welcher Run ist für mich heute Tagessieger und welcher ist weiter hinten. Genau. Der Start oben mit 50 Punkten und dann werden entweder Punkte dazugerechnet oder für jede schlechte Landung, für irgendwelche Fehler, für einen Sturz natürlich abgezogen. Der Traumrun wäre mit 100 Punkten im Ziel und das erwarten wir uns natürlich heute, dass wir da ein paar richtig, richtig, richtig gute und hohe Punkteplatzierungen sehen. Also so wie jetzt den Schnee einschätzt nach diesen 2 Vorläufern, bin ich echt positiv überrascht und freue mich voll, dass wir eine coole Action sehen. Und ich weiß, wir waren letztes Jahr, vor 2 Jahren schon hier und haben da den 3-Stern-Contest uns angesehen und danach auch den Junior-Contest und hat es ja nicht mehr auf den Sitzen gehalten, weil die Action so atemberaubend war. Genau. Ganz wichtige Info von dir, Flo. Vielen Dank, dass du mich da hingeleitet hast. Wir haben heute nicht nur den 3-Stern-Qualifier-Run, der dann auch sozusagen die Qualifikation für die World Tour später ist, sondern wir haben einen Junior 2-Stern-Contest und da haben wir 2 Kategorien, U18 und U16. Und wie man vor 2 Jahren feststellen hat können, jeder, der da schon ausgeschalten hat, der hat die größte Action verpasst. Die Junior mit unter 18, mit unter 16, die geben da richtig Gas. Wir werden sehen, wahrscheinlich eher im linken Teil des Faces werden sie die aufhalten. Und das war, da haben wir uns nicht mehr auf den Sitzen halten können. Da sind wir nur noch gestanden und gesprungen. So viel Action war da zu sehen. Ja, auch da war es so, dass die Schneeverhältnisse nicht ganz leicht waren und die Juniors hatten ja mehrere Stunden noch Zeit, haben sich den Contest erwachsen angeschaut und haben gedacht, ich bin doch nicht blöd, dass ich da hinfahre, wo der schlechte Schnee ist, sondern haben sich die besten Schneeplätze ausgesucht und haben die größten Drops des Tages gemacht. Also es war wirklich, wirklich toll. Also an alle, die zuschauen, nicht ausschalten nach dem Hauptcontest, weil auch die Juniors machen mega Action. Die Juniors machen mega Action und wir haben hier mega Action. Vielleicht ist es dem ein oder anderen Zuschauer schon aufgefallen. Wir sitzen nicht wie gewohnt unten in einem Kabäuschen und haben die ganze Regie hinter uns, sondern wir sitzen in einer umgebauten Pistenraupe, schauen
direkt aufs Face, sehen sozusagen einerseits live, andererseits über unsere Bildschirme in unserer Moderatorenkabine der umgebauten Bissenraupe, unglaublich, vor uns die zwei Judges-Panel und da sind auch ganz, ganz interessante Namen drinnen. Werfen wir einen Blick auf die Startliste. Es geht los mit Nummer 1, Jan Tabo aus Slowakei. Wir sehen hier Nummer 1, Nummer 3, Nummer 5, jeweils die Skifahrer und die wechseln sich ab. Das heißt Nummer 1 Skifahrer, Nummer 2 Snowboarder, dann haben wir mit der Nummer 3 Alessandro Jossen. Also, es ist ein richtig bepacktes Starterfeld. Insgesamt habe ich mir aufgeschrieben 19 Österreicher, darunter 15 Herren und 4 Damen allein bei den Qualifiern. Also bitte nicht verwirrt sein, liebe Zuschauer, dass immer ein Skifahrer, ein Snowboarder abwechselnd fahren. Die kommen natürlich in ihre eigene Wertung, aber die erlauben uns, den Contest viel schneller abzuwickeln, weil die Ski-Judges immer ihre Punkte notieren können, die der Skifahrer gerade erreicht hat, während der Snowboarder schon auf der Piste ist. Und so haben wir quasi zwei Disziplinen abwechselnd beim Runterfahren. Jetzt sehen wir die Startliste der Damen. Mit Nummer 34 geht's los mit der ersten Dame, Marte Tveften aus Norwegen. Dann Vicky Kandlin, Monika Novakova, Elisabeth Schiesel, Laura Überbacher, Emil Terran, Lara Paul. Also es ist wirklich, und wir sehen auch bei den Nationen, Norwegen, Österreich, Tschechien, Deutschland, wieder eine Österreicherin, Frankreich, Großbritannien. Also es ist ein internationales Starterfeld. Einerseits bekannte, andererseits unbekannte Namen. Und das ist immer das Spannendste, wenn man keinen Anhaltspunkt hat, wer oder wie jetzt da sich ganz oben platzieren wird. Genau, auch schön zu sehen. Ich habe jetzt gerade die Vicky Kennen zum Beispiel gesehen aus dem Alpbachtal. Die war beim letzten Mal hier vor 2 Jahren noch bei den Juniors dabei und jetzt startet sie schon bei den Großen. Also die Freeride-Familie wächst und wächst. Bei den Snowboardern geht's los mit der Nummer 2, Jakob Malecek aus Deutschland. Dann geht's Tobias Fieg, Österreich. Ander Benavides aus Spain. Raphael Wasser, Schweiz. Jean-François Gervasoni aus Frankreich und dann nochmal 2 Österreicher und ein Italiener auf dem Snowboard. Ja, die Internationalität ist echt super. Also vor einigen Jahren wären wir diesen Contest noch vielleicht mit Ausnahme mal ein Franzose oder ein Deutscher dabei gewesen oder Schweizer und jetzt, wie man sieht, alle Nationen Europas fast schon vertreten. Wirklich toll. Ladies and Gentlemen, this is the starting list for Snowboard Women. First one with bib number 18, Ines Grinberger from Lettland, Sara Andresen, Switzerland, Sarah Paratore, Switzerland, Sarah Bacher, Selina Weber, Clementine Merle, Lisa Casarotti und Melissa Brandner. Again, we see a lot of nations, we see a lot of riders and we see a lot of action here in Kappel. We are super happy to start this contest in less than 1 minute. The first one will drop in. Ladies and gentlemen, get ready here in Kappel. It's action, action, action and pure action. Genau, toi, toi, toi. Fingers crossed to all riders at the start gate. We wish you a great competition. Toi, toi, toi aus unserer Moderatorenkabine. Gleich geht's los. Vielen Dank fürs Warten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen im Startgate Jan Tabo aus Slowakia. Der erste Rider startet hier hinein. Bib Number One. Ja, erzähl uns gleich noch was über seine vergangenen Resultate, Christian. Wir haben ja schon ganz viele Infos gesammelt. Genau, war vor 2 Jahren 8. Platz in Kappel, ist mittlerweile schon 34 Jahre alt. Und es geht los mit einem Shifty über die altbekannte Windlip. Ja, als Erster im Startgate zu sein, ist immer so eine Hassliebe für die meisten Fahrer. Du bist ein bisschen ein Crash-Test-Dummy, oder? Weil die Schneebedingungen noch relativ unbekannt sind. Dafür hast du halt bei ganz vielen Sprüngen noch keine Spuren in den Landungen. Und das macht natürlich ein ganz besonderes Mindset, wenn du das Erste oben stehst. Genau, er ist jetzt unterwegs zu diesem rechten Teil, also Lucas Wright, werden wir ihn gleich auftauchen sehen, geht er in diese Hauptrinne und wenn wir zuschauen, dort schaut der Schnee richtig gut aus, ist mit sehr, sehr viel Speed unterwegs, hat das Ganze aber gut unter Kontrolle. Genau, das ist ganz eine klassische Line für Kappel. Wir nennen diese Rinne die Halfpipe und da ist immer die Herausforderung, dass man den richtigen Exit findet. Jawohl, und wir haben einen Sturz, das war jetzt auch ganz interessant zu sehen, ist mit wenig Schwung über diese Kante drüber, kommt dann über den Felsen mit relativ wenig Schwung und hat dann relativ tiefen Schnee, wo er landet. Und da ist sozusagen gleich einmal der erste Tumble passiert. Er hat zu wenig Schwung gehabt. Man sieht es genau am linken oberen Bildrand, wie seine Landungsspur beim Felsen beginnt. Also er ist definitiv mit den Skienden am Felsen aufkommen, dann drückst du vorne die Skispitze in den Schnee und dann kannst du den Mann aus, dann machst du diesen Purzelbaum. Genau, der erste Purzelbaum, sehr, sehr leid für Jan Tabo. Das war Start Nummer 1 und wie du richtig erwähnt hast, Flo, man ist mit den
sage ich mal, Anfangsstartnummern ein bisschen ein Crash-Test-Dummy. Da schaut man sich an, wo sind da die Landungen gut für die anderen, ganz wichtig. Wir schauen es uns nochmal an. Also er kommt mit wenig Schwung, taucht hier mit den Skispitzen ein und hat dann keine Chance mehr, das Ganze irgendwie mit Gewichtsverlagerung wieder in den Griff zu bekommen. Richtig gute Bilder, die wir da geliefert kriegen. Leider ein Sturz mit Startnummer 1 und jetzt heißt es auch für ihn nach oben die Ski einsammeln und erst dann können wir den Contest wieder weiterführen. Genau. Yeah, sorry for Jan, but it's a little bit his own fault as well, because the entry he chose, I think, was not a perfect one. To leave the halfpipe, there's about 10, 15 different possibilities to jump into this field. And where he jumped, it's quite a difficult one because they have a steep takeoff and a flatter landing. And ideally, you have the opposite, a flat takeoff and a steep landing. Yeah, the good thing is he is not injured. He can walk. He's just now at his skis, putting them back on his boots and then going down to the finish area. And when he is out of the face, we can start with bib number 2. And let's have a look here. We have a rider from Germany going in with snowboard. It's Jakob Malek. Das wird die Nummer 2 sein. Auch für ihn ist es ganz interessant jetzt mit dem Snowboard. Flo, du als alter Snowboarder, vielleicht kannst du uns da vielleicht ein paar Infos geben. Wie ist es auf diesem Face mit diesen Bedingungen? Du hast schon gesagt, ein Snowboarder muss ein bisschen taktieren, weil je steiler, desto schwieriger ist der Speed natürlich zu kontrollieren. Ja, du bist bei so gemischten Schneebedingungen mit den Ski grundsätzlich ein bisschen flexibler, weil sobald es hart wird und du hast mit dem Snowboard viel Geschwindigkeit, du wirst den Speed nicht mehr los. Also wenn du heute im steilen Sprung machst und der Schnee ist hart, du bist an der Oberfläche, du brauchst bei 40 Grad Neigung 50, 60, 70 Meter, bis du wieder stehen bleibst. Das schaut weder schön aus, noch ist kraftsparend, ist einfach sehr anstrengend und kannst dann erst wieder ein neues Feature anbauen. Das heißt, das Snowboard ist heute wichtig, dass du eine weiche Linie vorstellen, eine flüssige, vielleicht nicht die steilsten Sachen fährst, vielleicht nicht die größten Sprünge, dafür mit viel Flow arbeitest. Das wäre, glaube ich, heute für Snowboarder der Schlüssel zum Erfolg. Also der Flo sagt gerade, die Snowboarder müssen heute mit Sicherheit taktieren, aber nicht nur die Snowboarder, sondern mit Sicherheit auch die Skifahrer. Wir haben gesehen, es sind teilweise ein paar Bröckel, ein paar angefrorene Spuren drinnen. Wir haben aber auch Teile, die sehr, sehr gut befahrbar sind, mit sehr weichem Schnee, sehr tiefem Schnee. Also das heißt, bei den Landungen aufpassen, man muss die Linie sehr, sehr gut auswählen. Genau so ist es. Ich bin jetzt ganz gespannt, was unser erster Snowboarder da herunterzaubern wird von der Quellspitze. Vielleicht reden wir auch noch mal ganz kurz das Thema Sicherheit an. Sicherheit wird hier bei den Contests ganz, ganz groß geschrieben. Und bevor wir weitermachen, ich sehe gerade, der Snowboarder ist schon unterwegs. Also Start Nummer 2, Jakob Malek aus Deutschland. So. Nein, wir sehen hier noch, glaube ich, die Startnummer 1 nach unten kommen. Jetzt natürlich das Face nicht mehr befahren. Der wird jetzt unten auch gleich hinausqueren. Und ja, jetzt sind wir zurück beim Snowboarder. Genau, jetzt hat die Kamera umgeschaltet. Da ist der Jakob aus Deutschland. Auch er hat jetzt da die Hauptrinne gewählt. Kreuzt jetzt dann auch in die Richtung der sogenannten Halfpipe. Flo, du hast das ganz gut benannt. So werden wir das, glaube ich, über den ganzen Tag auch weiter nennen, damit ihr, liebe Zuschauer da draußen, auch ganz genau wisst, über was wir gerade sprechen. Also unter ihm sieht man jetzt die Halfpipe. Er kreuzt ein etwas weiter oben hinein ins Face und ich bin ganz gespannt, weil wir sehen weiter unten schon ein bekanntes Feature, ob er da drüber will. Und das ist genau, sind genau diese Schneebedingungen, von denen ich gesprochen habe, in dieser Traverse, die er gehabt hat, wo ein paar alte Lawinen, Schneeknödel liegen, die noch gefroren sind. Da ist es ganz schwierig zum Fahren. Jetzt ist er in dem Osthang, da wird er einen weicheren Schnee haben. Sieht man schön, ja, wieder einzig bei der Landung. Genau, da hat er jetzt sicher super Bedingungen. Nur beim Hinkommen hat er natürlich ein paar Punkte liegen lassen, weil da hat er sehr langsam fahren müssen aufgrund der schwierigen Schneebedingungen. Genau, hier super Einstellung von oben. Wir sehen es, er hat hier ganz, ganz frischen, guten Schnee. Wir haben auch die Drohnenaufnahme von oben und vielleicht, meine lieben Zuschauer da draußen, wir sehen, wie steil das Ganze da auch ist. Also nicht einfach, sich da A zu orientieren und B auch hinunterzukommen. Und er macht es ganz gut, nimmt hier den Eingang, wieder einen Drop, jawohl, und kommt unten raus über die Querspuren. Nichts passiert, also das schaut jetzt schon mal sehr, sehr gut aus. Jawohl, kommt jetzt unten raus und wir sehen ihn jetzt sogar live, wenn wir ihn unterblicken. Er ist am Weg Richtung Finish Area und auch da gibt es noch den ein oder anderen Spot, wo man sich vielleicht einen kleinen Sprung und dadurch auch noch weitere Punkte verdienen kann. Auf jeden Fall.
Eine goldene Regel bei Freeride Contest heißt natürlich Stay on your feet. Du kannst den tollsten Run machen des Tages, aber wenn es dir einmal dazwischen einbrätst oder überschlagt, dann sind die Punkte natürlich weg. Jawohl, nochmal einen Sprung unten hinaus und jetzt heißt es, bleib auf den Beinen, schau, dass du es bis hinunter ins Ziel bringst. Jakob Malek, der Erste sozusagen, der offiziell die Ziellinie unten erreichen wird, durch den Scott-Bogen abschwingen wird und dann unten auf seine Punkte warten wird. Genau, Stichwort Scott-Bogen. Scott, ja, ein langjähriger Partner der Open Face Österreich Contest, genauso wie Red Bull und der Raiffeisen Club und viele andere Sponsoren. Bei denen müssen wir uns einmal bedanken, dass die das alles möglich machen. Genau, und jetzt geht's weiter mit Startnummer 3, Alessandro Jossen aus der Schweiz. Flo, für dich ein bekanntes Gesicht. Ja, der Alessandro, der hat schon zweimal im Engadin den Dreistein-Contest gewonnen. Das heißt, der weiß, wie man so einen Dreistein gewinnt und zeigt es, indem er oben schon mal ganz locker einen 360er Jawohl. Macht. Und gleich noch einer, beide super clean gestanden. Da kann man sich jetzt richtig gut vorstellen. Der ist mit 50 Punkten oben weggefahren. Wow, macht zwei Dreier, da ist er schon mal bald bei 70. Jetzt ein Blind Air, sprich, wo er die Landung nicht sieht. Also der hat jetzt schon locker 75 Punkte, obwohl er erst ein Drittel vom Face hinter sich hat. Genau, er ist jetzt da am linken Part des Faces unterwegs. Ganz interessant, weil dort hast du halt wirklich sehr, sehr viele Features, die man schon bei den Juniors gesehen hat. Und ganz, ganz, ganz kreativ, wie er den Felsen da fährt. Sein vierter Air. Jetzt bin ich sehr gespannt, was er unten macht. Da kommen noch diese zwei Windlips, wo man als Freestyle viel machen kann. Er kommt mal viel Speed und ein riesen Backflip von meinem Jawohl, Sandro steht er steht den Backflip. Das ist so schwierig. Du kommst von hinten, du hast keine Ahnung, wo die Landung ist. Er hat ein bisschen überdreht fast, hat sich aber ganz gestreckt. Es ist ausgegangen. Ein Backflip, zwei 360er, ein Blind Air. Also wenn er jetzt nicht stürzt am Weg zum Ziel, dann haben wir schon mal ein ganz heißes Eisen für eine Top-Platzierung heute, das gerade runterfährt. Alessandro Jossen hier mit einer unglaublichen Show. Zwei 360s, der zweite sogar leicht gekorkt, dann den Backflip, super gestanden. Der 28-Jährige legt hier eine ganz, ganz hohe Latte und das ist ganz interessant, was wir da heute noch sehen, wenn es so losgeht, schon mit Start Nummer 3. Der Alessandro ist übrigens Papa, hat ein eineinhalbjähriges Kind, ist verheiratet. Also auch als Familienvater ist man nicht davor gefeit, tolle Leistungen bei Freeride Contest zu zeigen. Genau. Bravo, Alessandro, bringt der sturzfrei ins Ziel. Und da unten sehen wir nochmal den Wahnsinn. Backflip im Replay. Das sind die Bilder, die wir sehen wollen. Hier in Kappel, liebevoll Kaplaska genannt, die Freeride-Region. Und es geht Schlag auf Schlag. Wir sind bei Start Nummer 4, Tobias Fieg aus Österreich. Der Snowboarder hat schon zwei erste Plätze beim Pitstall Wildface und dadurch, dass das wirklich ein Run auf Geschwindigkeit ist im Pitstall Wildface, da geht es nämlich um die Zeit, die man braucht bis nach unten, wissen wir, dass der sehr, sehr gut an Bord steht. Genau. Schauen wir uns mal an, was er da oben im ersten Teil macht. Dann wählt er ein bisschen einen anderen ersten Sprung als der Alessandro, was vielleicht ganz smart ist im Snowboard. Jetzt kommt diese schwierige Passage, da sieht man jetzt sehr gut diesen Lawinenauslauf, diesen Knödel, wo es natürlich gerade für die Snowboarder nicht leicht zum Durchfahren ist. Er macht das, glaube ich, ganz smart und probiert ein bisschen höher rüber zu queren. Man kennt aber auch, wie hart da der Schnee ist. Jetzt ist er wieder im besseren Schnee. Genau, er kommt sozusagen auf die rechte Seite des Faces. Auch er geht da in den ganz steilen Part oben hinein. Und da bin ich jetzt ganz, ganz gespannt, ob er vielleicht ein bisschen mit mehr Speed arbeitet und welche Features er sich da ausgesucht hat. Jawohl, sehr flüssig geht er mit einer Straight Line und hat jetzt den perfekten Schnee natürlich da unten super gewählt, kann da den Speed relativ gut rausnehmen und jetzt heißt es, aufpassen, lieber Tobias, da haben wir die Querspuren und da haben wir schon gesehen, dass es da recht ruppig wird. Genau, den Exit hat er wirklich sehr schön gemacht. Du hast halt ein bisschen das Problem, wenn du diese Linie wählst, die er gefahren ist, dass das Face also relativ schnell aus ist. Das heißt, es gehen da unten im unteren Teil ein bisschen die Features aus. Du hast jetzt noch diese kleineren Sachen im Auslauf. Aber diese Linie, die da Alessandro drüben gefahren ist, haben wir gesehen, da konnte er mehr Features aneinander rein, hat sozusagen mehr Möglichkeiten gehabt, Punkte zu sammeln. Jawohl, und jetzt heißt es, diesen Run nach unten bringen. Wir haben gesehen, zwei super Drops von ihm. Immer wieder versucht, auch den Grab hinzuzufügen. Mit am Grab gibt es natürlich noch mehr Punkte. Und unsere Judges sind da ganz, ganz, ganz genau am Mitschreiben jedes einzelne Feature und am Bepunkten. Genau, man darf natürlich nicht vergessen, dass für viele, die da heute fahren, das erste Mal in ihrem Leben ist, dass sie die Quellspitze runterfahren. Und wir dürfen in Europa bei den Freeride Contest den Berg vorher nicht hinunterfahren. Genauso ist es auch für den Loic Pajot aus der Schweiz, aus der französischen Schweiz. Auch für ihn das erste Mal auf der Quellspitze. Schauen wir, was er uns zeigt.
Loic Pachot, 21 years old, with a 7th place in the 3-star in Bruzon. He is a very, very young rider, but highly motivated, as it looks like. Coming in with a Cork 3. Wow, perfectly. Very creative takeoff. I haven't seen a lot of jumps there at all in the past years. And now he is going for the traverse to the right side of the face, dropping into the steep part with very tricky snow conditions in the beginning and then hunting the better snow in the lower part of this face. No, this is the big mushroom, as we call it. Jawohl, geht da weit drüber. Yeah, very smart. Took it a little bit from left to right, so he wouldn't jump too far and wouldn't gain too much speed. Very smart the way he jumped this cliff. Und hat jetzt nicht die gleiche Rinne gewählt, bleibt hier nochmal etwas weiter oben. Und so wie es aussieht, ist auch noch auf der Suche nach seinem letzten großen Feature. Exactly. This is the so-called traverse. Enables you one more. Watch out. This was very, very close. A really big drop for BIP number 5, Loic Pachot from Switzerland, the 21-year superstar. Oh, huh? I feel very sorry for him because he did everything right. He didn't stop. His body was in a perfect position. He tried to stomp it. He didn't lean back. He was totally centered over the ski. But the tricky snow conditions, I think, they're just gutting. I think he broke through one or two crusts. We see it here. Bam. Do you see how deep his skis go? And then they don't come back out and he goes head over heel. Sorry, Luke. It was a great run. I hope you have more luck next time. Genau. Jetzt hat er seinen Ski aber noch oben, oder? Genau, da haben wir jetzt aber im Face auch unsere Safety Dudes, die sozusagen die Ski Dudes benannt sind. Und die sind dafür zuständig, dass sie das Equipment eines Riders richtig holen können, dann außerhalb des Faces bringen, sodass der Nächste oder die Nächste natürlich kein Hindernis im Face vorfindet, in Form eines Steckens, in Form eines Skis. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig für die Sicherheit. Now the head of safety Cox has to decide now if Ander Benavides from Spain can actually go or not, because if Ander would do exactly the same jump, he could land on the ski of Loic and hurt himself. So probably they're probably asking him now which line he chooses, and if he takes a different line, he can go. If not, he has to wait till the ski has been picked up. Vielleicht auch ganz interessant als Side-Information, da hat wirklich jeder dieser Ski-Dudes einen Plan dieses ganzen Faces, der wird eingeteilt in ein Raster, in ein Schachbrett-Raster, und dann wird hinaufgefunkt, in welchen dieser kleinen Raster sich der Ski befindet, und der Dude muss dann nachher direkt den Ski finden, dorthin fahren, den aufglauben, wieder raus aus dem Face bringen, und erst dann haben wir die höchste Sicherheitsstufe, dass der nächste Rider, die nächste Riderin von oben starten kann. Genau so ist es. Jetzt sehen wir, der Start geht. Wir sehen auch in diesem Red Bull Wind, sagt, dass oben einiges an Wind geht. Das ist der Grund, warum der Start so lang verschoben wurde, weil der Wind natürlich nicht hilfreich war in der Früh beim Aufweichen des Schnees durch die Sonne. Je mehr Wind ist, desto länger dauert es, bis die Sonne den Schnee auch aufweichen kann. Genau. Und mit der Start Nummer 6 jetzt im Bild gewesen war Ander Benavides from Spain. Er ist bereits 40 Jahre alt, also ein sehr erfahrener Rider, und hat aber auch schon in Bruzon beim 3-Stern mit seinem 5. Platz 2020 gezeigt, dass er ganz, ganz oben mitfahren kann und mitspielen kann. Genau, es ist ja doch schon ein Weg, wenn man also wirklich sich für die World Tour... bevor wir jetzt weiterreden, schauen wir uns den Run an und sparen noch dann die Insights, wenn wir wieder eine Pause haben. Es geht los, BIP Number 5 from Spain. Ja, die Spanier sind ja wirklich im Aufwind, was beim das Freeriden anbelangt. Der Aymar Navarro, letztes Jahr in Verbier am Podium, war in Tränen, so stolz war er. Durch die World Tour in Andorra und jetzt auch in Spanien wacht die spanische Freeride-Community richtig auf und es kommen immer mehr Rider, die in die Contests hineindrängen. Genau, muss da jetzt hinüber traversieren. Für die Snowboarder ganz schwierig in diesem, sage ich mal, verspurten Gelände. Und jetzt, glaube ich, geht's los mit seiner Line. Er wird nur mal kurz die Hand heben, sodass die Judges ihn auch sehen können. Jetzt ist er ready, jetzt geht's los, ab jetzt zählt's. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt ein Fehler von ihm war oder ob mit dem Starter ausgemacht ist, dass das Judging erst nach dieser kleinen Traverse beginnt, weil dort natürlich auch Absturzgefahr besteht. Wenn man oben auf der Quellspitze ist, da hast du das Herz in der Hose. Da geht's wirklich mit 50 Grad und mehr hinunter. Du siehst ja den Großteil vom Hang nicht, weil es so hineinrollt.
Und wahrscheinlich haben sie ausgemacht, dass das Judging erst ein bisschen später beginnt. Er jetzt auf die ersten Felsen. Super gestanden. Gleich einen Double eingebaut. Auch ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, wenn man Features verbindet, gibt es natürlich mehr Punkte. Und jetzt heißt es kurz aufpassen. Und jetzt ist er im perfekten Schnee unterwegs. Ja, war da sicher jetzt voll am Limit, dass er nicht gestürzt ist, aber er hat es genau richtig erwischt, die richtige Sprungweite. Und jetzt ist er in dem Bereich, wo wir noch gar keinen gesehen haben. Bin jetzt sehr gespannt, wie der Schnee da in diesem Lukas-Left-Bereich ist. Schaut aber eigentlich sehr gut aus. Hat jetzt einen hohen Drop mitgenommen über den Felsen und ist mit viel, viel Speed natürlich und Kontrolle unterwegs. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man es auch genießt da herunter als Rider, damit man so sein Confident aufbaut, damit man sagt, okay, jetzt bin ich wirklich da. Und er fährt auch, er fährt unten zu der Windlip. Ja, das war natürlich nicht ganz optimal. Jetzt hat er beide Windlips angesteuert, wo man dann denkt, oh, jetzt kommt ein Sprung. Das schürt auch bei den Punkterichtern natürlich eine gewisse Erwartungshaltung. Wenn noch kein Sprung kommt, dann ist natürlich der Score ein bisschen niedriger. But he's on his feet. He has collected three nice jumps. And I think he has one or two more options at the top to collect points. Let's see if he shows us another little drop. Here we go. Und es geht hier Schlag auf Schlag mit der Nummer 7, Maximilian Steiner, der Österreicher, 19 Jahre jung, Zweiter im Alpbach beim Zweistern U18, Vierter im Kappel bei U18. Und der gibt natürlich Gas, der kennt das Face, der weiß ganz genau, wo seine Features vor den letzten 1,5 Jahren waren. Jawohl, geht da drüber, etwas mit Vorsicht, damit er so hoch wie möglich natürlich dieses Fels noch kreuzen kann und dann zum oberen Eingang auf der rechten Seite kommt. Aber man sieht jetzt schon einen Unterschied zum Beispiel. Der Alessandro hatte bei diesem tiefen Level schon 2 360er gesprungen, wo er einen einzigen Straighter hat. Da sieht man also schon, dass er nicht alle Möglichkeiten zum Punktesammeln ausgenutzt hat. Aber er fährt sehr clean, sehr sauber. Also bis jetzt auf jeden Fall fehlerfrei. Jawohl, interessante Line. Sehr kreativ, wo er da fährt. Ja, schau, wie steil es da ist. Oh, da ist der Ski hängen geblieben. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, er gibt aber schon das Zeichen, die Hand nach oben und winkend, dass bei ihm alles in Ordnung ist. Jetzt muss er natürlich hinunterkommen zu seinem zweiten Ski. Und dann ist für ihn dieser Run jetzt aber auch schon gelaufen. Ja, er ist da, das ist in der Talski hängen geblieben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es unter einer Schneekruste war oder vom Stein. Wir werden es gleich sehen. Schau mal auf den Talski. Da will er mit Schwung drüber fahren und jetzt bleibt. Ah, bei dem nächsten. Da bleibt der Ski jetzt hängen. Jetzt bleibt er hängen. Genau. Ich glaube, er ist einfach unter einen Haarsteckel drunter, der Ski. Und hat es aber auch super gemacht. Einen sanften Vorwärtssalto und dann schon wieder auf den Füßen gelandet. Natürlich sehr, sehr schade für ihn, die erste Saison in der Qualifier Tour, nicht mehr in der Junior Tour. Der wollte natürlich jetzt die ersten Punkte sammeln bei einem 3-Stern-Event. Die Jungs sind sehr, sehr nervös am Start. Ich weiß es von mir selber. Ich stehe dort oben, dann schaue ich hinunter und dann habe ich das Gefühl, jede Sekunde habe ich meinen Run wieder vergessen. Ja, es ist beim Freer Contest einfach brutal, durch das, dass du nie weißt, wie hoch ist der Felsen wirklich, wie weit geht der Sprung, wie ist die Landung, wie schaut es aus, wenn ich da um die Kurven muss. Es läuft so viel im Kopf ab, während du fährst, ist die Nervosität viel höher als bei zum klassischen Alpin- oder Freestyle-Contest. Wir schauen hinauf und oben wartet Bib Number 8, Raphael Waser from Switzerland. He is 18 years old, 2 second places in a 2-star, 1 fourth place in a 3-star contest. So he knows how to ride, and we will have a look at his line right now from the Quellspitze here in Kappel. Yeah, fährt da oben etwas die sichere Linie, quert einmal über das komplette Face, um hier unten zu diesem bekannten Sprung zu kommen, wo wir jetzt schon ein paar Rider gesehen haben. Super Drohnenaufnahme von oben, geht da drüber, safe Landung, war da ein Grab dabei, ich habe es jetzt gar nicht genau erkennen können. Auf jeden Fall hat das schön gedoubled und wo du gemeint hast, oben hat er Querung gemacht, das war gar nicht blöd, er ist da im guten Schnee gefahren. Er hat sich da ein bisschen leichter durch diese Lawine durchzufahren, weil er auf der Frontside ist. Und auch er, glaube ich, geht gleich zu diesem Steilbereich rechts von der Halfpipe. Genau.
ganz interessant, dass die Rider da trotzdem immer in diesen steilen Bereich, in diese Halfpipe hineindroppen, wo es aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr gute Features zu fahren gibt. Ja, das sieht, da wird man einfach angezogen. Das Gelände ist schon sehr interessant dort. Und gerade jetzt mit der niederen Startnummer ist es ja kein Fehler. Wenn es dann verspurte wird, wird es natürlich immer schwieriger. Jawohl, nächster Drop mit einem Safety Grab geht er drüber. Wow. Leichte Schwierigkeiten, steht aber noch am Snowboard, das passt. Er ist auch immer so schnell unterwegs, wie es nur irgendwie möglich ist, mit dem Snowboard da zu fahren. Also die Motivation stimmt und die Geschwindigkeit stimmt auf jeden Fall auch. Sehr, sehr gute Geschwindigkeit da im unteren Bereich. Das bringt auch nochmal Punkte bei Speed und Safety. Ist er gut durch das Feld durchgekommen und hat wahrscheinlich jetzt unten noch irgendwo einen Felsner im Petto, wo er nur einen kleinen Sprung zeigen wird. Ja, hat die Kraftreserven hat er. Ja, da unten hat er natürlich jetzt locker noch 5 bis 10 Punkte mitnehmen können, wenn er ein, zwei Sprünge gemacht hat. Aber ich glaube, er war so stolz auf seinen oberen Bereich, dass er einfach nur mehr ins Ziel wollte. Nummer 9, Markus Breitfuß geht ins Rennen für Österreich. Er ist unterwegs auf den Skiern und Markus Breitfuß, ein bekannter Name in der Szene. Da wissen wir schon, dass der bei jedem Contest ganz, ganz heiß ist, am Podium oben zu stehen. Ja, im Brusson letztes Jahr, vorletztes Jahr war er schon Vierter beim Dreistern. Das heißt, er kann auf jeden Fall aufs Podium fahren. Werden wir schauen, ob er es heute schafft. Erster Sprung ganz sicher, macht auch den Double. Wow. Ja, jetzt heißt Schwung rausnehmen und da sieht man, wie viel Schwung der über diese Felsen mitnimmt und dann auch noch quert über diese Lawinenkegel. Ganz, ganz super. Der hat auf jeden Fall viel Technik und steht da ganz zentral über dem Ski. Hat mir sehr gut gefallen. Genau, super Skitechnik und super Selbstvertrauen. Jetzt müssen wir schauen, was er line-technisch noch geplant hat. Wie gesagt, alle Kriterien der Judges wollen ja befriedigt werden. Und das schaut natürlich aus, als hätte jetzt einen ganz interessanten Entry geplant. Markus, da musst du jetzt weiterfahren, weil für jede Sekunde, die man steht, gibt es natürlich auch Punkte, Abzug. Und hat sich da was ganz Interessantes hinausgesucht. Der war nicht einfach zu fahren. Na, vielleicht bei der Flüssigkeit ein bisschen verloren, aber bei der Kreativität und der Schwierigkeit der Linie auf jeden Fall gepunktet und auch technisch ganz sauber gefahren. So, jetzt noch ein schöner R hinaus ins zweite Feld. Jawohl, wir sehen die Drohne und da war der Sprung mit einem leichten Shifty drinnen. Shifty, wenn man die Ski einmal in der Luft querstellt. Und das gibt natürlich auch extra Punkte im Style. Ja. Na, overall echt ein sauberer Mann. Bin ich gespannt, ob er unten uns noch irgendwas zeigt. Da sind so viele nette Absprünge. Schau mal aus beim Fenster. Da kannst du locker noch einen Dreier, einen Becky oder einen schönen Straight Air machen. Aber das sind natürlich gerade bei den Skifahrern, die haxen schon ein bisschen. Oder da pfeifen die Kommandchen, oder? Sagt der Moderationskollege genau. Immer. Jetzt sehen wir nochmal die Wiederholung von oben. Ist da mit relativ wenig Schwung drüber gegangen, trotzdem sehr, sehr weit gesprungen. Und da ist vielleicht der Part, wo die Judges sagen, da fehlt uns die Flüssigkeit. Aber da muss man ganz, ganz ehrlich zugeben, es ist nicht einfach, immer zu wissen und zu orientieren, wo man gerade ist und ob das der Felsen ist, den man sich ausgesucht hat. Genau. So. Vive la France heißt es, oder? Vive la France, Bip Number 10, Jean-François Gervasoni. Gervasoni, ja. Gervasoni. Ja. Flo ist da ein bisschen besser in der französischen Sprache. Ich versuche mich da durchzukämpfen mit den Namen. Und für ihn geht es am Snowboard raus aus dem Startgate. Genau, man sieht da oben, man sieht diese Felsen direkt unter der Traverse. Also da darfst du keinen Fehler machen. Wenn du da oben die Kante verlierst und stürzt, dann liegst du ganz unten im Ziel. Also völlig okay, wenn die da oben wirklich langsam und sicherheitsbewusst rüberfahren, die erste Traverse. Es war ja auch angedacht, schon den Start etwas runter verlegen, ja, vom Cooks Head of Security. Aber man hat dann gesagt, na, man probiert es von oben, aber bitte Jungs und Mädels, lasst euch Zeit bei den ersten Metern. Genau, jetzt wieder die tollen Bilder mit der Drohne. Da sieht man das gesamte Terrain rund um den Rider und auch für ihn geht's zu diesem beliebten Anfangsjump. Den nimmt er weit mit, steht aber safe und jetzt heißt es Speed hinausnehmen. Oh, 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 oh. Und ich hab's verschrien. Flo, ich hab's da letztes Jahr vor 2 Jahren versprochen, ich mach's nimmer. Dort habe ich auch schon Sachen verschrien. Sorry to France, sorry for Bip number 10. This was a crash. Yeah, you just went a little bit too fast into the avalanche debris and if you're on your front side on your snowboard, it hits you brutally and it's very hard to control it. So he did 2 front flips, obviously back to his snowboard quickly, but those points are obviously gone.
full tumble. This makes a lot of deduction in points. So we won't see him on the first three places on the podium. And now we have got the replay of his crash going in with a lot of speed here and then lost the control in the avalanche debris. And yeah, tumbled two times. What a pity for the young rider from France. Yeah, but what we didn't see while you were looking at the replay, I looked out the window and he did some beautiful turns and slashes in the lower part where the snow is getting better and better as the sun heats it up. Very nice surf style in the lower part, surfing down the wind lips. I think he's still enjoying his run despite the tumbles which he did. And we are back at the start gate with the next Austrian starter in the ski area, Nikolai Mellmer von Österreich. Und jetzt heißt's für die Fans von Nikolai zu Hause, Daumen drücken, es geht in Kürze los bei ihm. Er macht jetzt nochmal die GoPro an, das rote Licht leuchtet bei ihm oben, das heißt, er nimmt den Run auf. Und jetzt hören wir schon Rider dropping in 3, 2, 1, gleich geht's los. Bib Number 11, Nikolai Mellmer. 18 Jahre jung, ich bin ziemlich sicher, dass der Mama und Papa jetzt am Livestream Daumen haltend dabei sitzen. Und die können schon ziemlich zittern, weil da geht's kaum aus dem Start, geht raus. Ist er schon in der Luft bei seinem ersten Sprung? Ganz viel Selbstvertrauen drückt die Körpersprache da oben aus. Da, das zweite Mal Luftjob bei Fahrsekunde 10. Also der fühlt sich pudelwohl auf der Quellspitze. Genau, er lässt jetzt den ersten Drop aus, geht da quer drüber, geht ganz weit. Hat er mit Sicherheit ganz viele Besprechungen auch mit Stefan Häusl, seinem Coach, gemacht, der hier auch Teile der Juniors und der Freeride World Tour Qualifier coacht und denen natürlich ganz, ganz wichtige Tipps und Erfahrungen mitgibt. Genau. Wow, ein hoher Drop bleibt stehen! Ja! Nikolai Mellmer, jetzt hast du uns aber ganz kurz erschreckt, gell? Ja, bist du deppert. Der ist wirklich beim Häusl Steffen in die Schule gegangen, der sagt immer, keine Rücklage beim Landen von Cliffdrops, macht es. Und dann war er, glaube ich, 10, 15 Meter fast beim Vorwärtssalto, fast hätte es überschlagen, aber korrigiert es unglaublicherweise und fährt dann den ganzen restlichen Steilhang als Straightline raus. Also das ist überhaupt nichts. Wenn sowas. Und da hat man gesehen, dieser junge Herr kann Skifahren. Der steht zentral drüber, hat dann gleich sozusagen diese Linie durchgezogen und ist mit vollem Schwung durchs Couloir. Das gibt natürlich ein paar extra Points. Und er ist jetzt auch im unteren Bereich des Faces. Und jetzt ist das Interessante, wir sehen das direkt und live aus unserer Moderatorenkabine. Genau. Es wäre echt interessant, mit ihm zu reden, ob er den unteren Teil dieses Steilhangs so geplant hat oder ob er einfach so einen Schwung gehabt hat, dass er vielleicht noch ein Feature gecancelt hat. Auf jeden Fall hat er das Allerbeste draus gemacht. Das war richtig spektakulär. Da, jetzt sehen wir es noch einmal. Der höchste Drop des Tages bis jetzt. Locker 6-7 Meter. Schau, der Ski geht weg, fährt auf einem Ski, muss nochmal abheben. Unglaubliche Kontrolle des jungen Österreichers da mit seinen zwei Skiern, die hat er zusammengehalten, er hat es bis hinunter ins Ziel gemacht und jetzt ist natürlich die Freude groß bei ihm, dass er da nicht gestürzt ist. Da, wenn die Judges jetzt diskutieren, wenn die Kopf rauchen, war das ein Kontrollverlust oder war das eine perfekt gemeisterte Situation, da wird immer diskutiert. Auf jeden Fall hat er seine Visiten gerade abgegeben, mit 18 Jahren schon so einen Move zu meistern. Also, wenn er da heute vorne dabei ist, dann das nächste Mal, Nikolai, bravo, ein toller Run. Und wir schauen nach oben. Es ist wieder ein Snowboarder im Startgate. Wie gesagt, immer im Wechsel. Und auch für ihn geht's los in 3, 2, 1. Bib Number 12. Georg Skorpis aus Österreich. Wir halten dir die Daumen hier von unten. Komm gut nach unten und zeige uns die beste Action, die du eingepackt hast. Genau, der wäre vor 3 Jahren am Kitzsteinhorn schon fast das Podium gefahren. War damals Vierter bei einem 3-Stern. Also auch der hat das Zeug, ganz vorne mit dabei zu sein. Auch er winkt nach der Traverse. Das heißt, wir können jetzt sicher sein, dass zumindest bei den Snowboardern das Judging erst bei diesem Zeitpunkt beginnt. Auch für ihn geht es da in Richtung des ersten Drops. Genau. Macht es da ganz gut. Hat ein bisschen variiert, hat er oben links diese kleinere Felsvariante gewählt, damit er höher in die Traverse kommt, nicht so durch die Lawinenknollen hinüberfahren muss. Jetzt sollte er schauen, dass er rechts rüberkommt, wenn er da hin will, weil sonst kommt er wieder genau in die Knödel im Auslauf. Jawohl. Hat er diesen schwierigen Teil hinter sich. Jetzt verschwindet er euch kurz aus dem Blickfeld. Und dann werden wir schauen, ob er in die Halfpipe droppt oder in den Osthang. Jawohl, jetzt ist er wieder zu sehen. Kommt er relativ hoch hinaus. Oh, eine ganz neue Line, genau. Er fährt aus dem zentralen Face.
Jetzt bin ich gespannt. Da ist eine sogenannte Not-Exit-Situation. Da muss ich jetzt irgendwo springen. Er hat sich da was ganz Spezielles rausgesucht, hat es super gelöst. Jetzt heißt natürlich aufpassen und nicht in die abgesperrte Zone. Das wird er vermutlich nicht machen. Da sieht man auch die Flag. Da ist es markiert. Hier und nicht weiter. Und er fährt da eine ganz interessante Variation rein in die Rinne. Wow, einer der steilsten Teile des Face. Der wird sehr selten befahren. Löst es sehr gut. Und jetzt ist er in der Halfpipe. Hier hat es die besagten 60 Grad Steilheit und da muss man eigentlich nur drauf schauen, dass man seinen Speed richtig gut kontrolliert. Und jetzt einen Drop, jawohl, auch den hat er gut gestafft. Und jetzt geht es drüber über diese Querspuren. Aufpassen bitte hier. Also sehr kreative Linie, hat er richtig gut gemeistert. Freut also sich auch, schmeißt die Hände nach oben, geballte Fäuste. Für den fallen natürlich auch ganz, ganz viel Anspannung weg von oben. Und jetzt kann er das Ziel sehen. Jetzt heißt es einfach nur noch hinunterbringen, abschwingen und jubeln für den jungen Herrn. Genau, er claimt da mit der Faust. Freut sich, dass er das so runtergebracht hat, wie er es wollen hat. Nützt die Chance nach unten, ein paar Punkte zu sammeln, Georg. Bis zum Ziel hast du noch Zeit, wenn die Oberschenkel es noch hergeben. Genau. Und wir blicken zurück ins Startgate. Again from Spain, Paul Telosa. The 20-year-old skier has already dropped in, and now we wish you good luck for your run. Interesting first drop here. Wow. Coming in with a lot of speed, and now he has to take care, and that's the big problem we were talking about the last 10 minutes. But, wow. A very, very far jump. That's a pity, because together with Jossen, this was for sure the best top part we saw. But one of those icy avalanche balls grabbed his ski and he did like a rolling sideways 360 on the ground. Cruising through the halfpipe right now and looking for his exit jump to the right side. Ladies and gentlemen, hopefully he can make it. Yes! Aber ganz eine starke Leistung da. Also der Orientierung und wie am Ski steht, macht er gar nichts verkehrt, tut mir sehr leid um den Fehler da oben. Und ein super Exit. Paul, also die Spanier, wie wir gesagt haben, sind stark im Kommen. Very nice, Paul Conrad, because it's a great run, great orientation, great riding. Yeah, you can tell his body language that he's very grumpy with himself. 40 mistake at the top. But I wouldn't call it your mistake, it was just the snow that grabbed his ski. Yeah, the jump was perfectly executed. And afterwards he had too much speed, went into these avalanche debris and yeah. What a pity for him, for the young 20-year-old skier. Yeah, but also what he should learn for the future, he's still riding, it's still his run. So even if he's not happy about the top part, you can still collect points, and it might be very important, you know, to collect those points to be better up in the starting list, in the seeding list for the next events. And now he's in the finish area. And on top, it's Tommaso Cassini from Italy. Yeah. Ciao, Italia. Ciao a tutti gli italiani. It's great to see some Italian riders, because there hasn't been a lot, big push of Italian riders. I mean, Arianna Tricomi, 3 times world champion in the girls' ski field, living close to Innsbruck, still holds up the Italian flag. By the way, heads up to Arianna. She hurt her knee a few days ago and is out for the season. I hope you'll be healthy again soon. But great to see a young Italian snowboarder on the Quellspitz today. He has a 4th place in Pitstall Whiteface, so he used to go really, really fast with his snowboard, and now he dropped the 2nd one. So that's interesting, going here on the ridge and taking one drop after another, standing and riding really, really proper here from the Italian. Yeah, great line choice at the top, the way he lined up those cliffs. He was the first one to do it that way, and it's a real good combination that will give him a good score. And he's also the first snowboarder in this part of the face, going very, very on the left side, enjoying the snow and coming with a lot of speed to the windlip. Going to the Jossen backflip windlip. Woo! Yes. And now he has got some really nice features in front of him. Yes, coming in with a nice grab over this lip again. What I really like about his riding, that you have a feeling he's having fun. He's enjoying himself. Just like Ari. Maybe it's an Italian thing. The Italians like to free ride a lot here.
And especially in Kappel, he's going for the first really, really good points. Yeah, a very nice, very fluid run. Oh, I wish he had some more powder for this backside slash. But he's definitely chose a path where he can show his riding, where he has good snow, top to bottom. So, to me, a very complete run by the Italian rider. Gratulazione a Tommaso per questo, eh? Very, very good. And now he's in the finish area with his first points in the snowboard man category. And we are back at the start gate. Und jetzt switchen wir natürlich wieder auf Deutsch. Andreas Jenewein mit Startnummer 15. Ein bekannter Österreicher der Freeride-Szene. Da bin ich jetzt ganz, ganz, ganz gespannt, was er uns zeigt. Genau. Sieger Inka Stein beim 2-Stern vor 2 Jahren. Achter schon beim 4-Stern in Montafon, auch in und da. Also 8. Plätze bei den 4-Sternen bis zum Mitten in der Weltelite. Wer ist denn da, Andreas? Gerde, hast du sein Alter für uns? Andreas Jenewein, ich habe mir kein Alter notiert. Schauen wir gleich noch. Leider, wir werden es herausfinden. Am liebsten wäre es mir, wir könnten ihn direkt fragen, aber er steht oben im Startgate, ist sehr, sehr konzentriert. Und meine Damen und Herren, vielleicht nochmal ganz kurze Info. 1,5 Jahre kein Contest hier in Österreich. Heute der Start in Kappel, 3-Stern-Qualifier. Da zählt es wirklich um Punkte. Da heißt es, ganz, ganz viele Punkte mitzunehmen. Und der Andi springt hier ein ganz großes Cliff. Mit seinen 26 Jahren habe ich inzwischen rausgefunden. Das gleiche wie der Spanier, schafft es halt die Traverse allerdings ohne Sturz und gleich zum nächsten Cliff ohne stehen bleiben. Jawohl, wow. Ganz frisches Landing hat er sich ja ausgesucht. Jetzt geht's drüber, Andi, bleib auf die Fürs, bitte. Ja, kleiner Fehler, hat es aber noch gut gemeistert, ohne Sturz ein paar Punkte jetzt abzugeben. Das, also zu viel Schwung in dieser alten Lawinensturzbahn ist wirklich nicht, was du haben willst. So, und jetzt bin ich sehr gespannt. Auch er wählt hier den großen Drop, den wir schon gesehen haben. Und ganz als interessanter Double. Jawohl, Andi, auf geht's. Jetzt heißt's Action hier in Kappel von Andreas Jenewein mit Start Nummer 15. Zündet er die Raketen? Oh, 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 oh. Ei. Das gibt's doch nicht. Wahrscheinlich geht's Ihnen zu Hause gleich wie uns hier in der Kabine am Ausflippen für den Andi. Und leider Gottes, ich hab's jetzt nicht gesehen, aber auch er bewegt sich hier, winkt bitte nach oben, dass hier alles in Ordnung ist. So sieht's aus. Er fährt schon weiter. Vielleicht bekommen wir von oben. Riesiger Drop. Ganz gefährlich hier. Schwung hinausgenommen. Also der obere Teil war makellos. Beide erst schon mit viel Schwung. Dann kommt der kleine Fehler, der war nicht schlimm. Da ist er ein bisschen langsam reingekommen. Ich glaube, dann hat er sich ein bisschen an Druck gemacht, dass er sich beeilen muss. Hat sich auch, schaut aus, als hätte er sich umentschieden. Unglaublich kreativ. Von dem Straight auf den Double. Den schau kann er noch ausfahren. Also er steht am Ski wie ein Weltmeister. Und jetzt bleibt ihm, glaube ich, der Dolchi hängen. Ähnlich wie wir es heute schon einmal gesehen haben. Ja. Da kommt der Absprung. Hier. Vielleicht und sogar. Oh, berührt den Felsen. Ja, das war's. Ei. Da ist er, glaube ich, ein paar Grad von seiner Linie abgekommen, ist auf dem Felsen zwischengelandet. Der Belag bleibt stecken am Fels und zieht mit der Ski nach hinten und dann gab es natürlich kein Halten mehr. Das Wichtigste ist natürlich, er ist gesund, er kann hier selbst abfahren und macht jetzt seine Schwünge hinunter Richtung Ziel. Und wir kriegen hier unglaubliche Bilder. Schauen Sie sich das mal an. Rundherum um Kappel schaut es nach Winter aus. Dort ist wirklich Freeride angekommen. Nicht umsonst wird es hier auch Kapplasker genannt, mit vielen Spines, solche Rücken, die man hinunterfahren kann, vielen Couloirs, also diese Vertiefungen im Felsen drinnen, wo sich der gute Schnee sammelt. Und das wissen natürlich auch die Rider und Riderinnen dort oben am Start, dass man hier in Kappel richtig Action zeigen kann. Ja, Sie haben da schon ganz tolle Filmprojekte auch verwirklicht. Der erste Erfahrung gemacht, da haben wir auf der Bergstation geschlafen, sind dann um 4 im frühen Morgengrauen auf die Gipfel. Also da gibt es noch ganz, ganz viel Terrain zum Erobern, viele tolle Filmlines zu machen und natürlich auch Contest Ergebnisse einzufahren. So, der Blick nach oben mit Startnummer 16. Philipp Lanius, ebenfalls ein Österreicher, der hier 3-2-1 seinen Run starten wird. Und ich habe kurz hineingeschaut, er hat schon
einen zweiten Platz in Verbier 2020 beim Zweistern, einen dritten Platz auch in Verbier in der Freeride Week, einen ersten Platz in Verbier. Also schaut so aus, als würde sich der auch in Verbier sehr wohl fühlen. Mhm. Interessant, was er hier in Kappel zeigt und was er hier mit dem Snowboard für Tricks parat hat. Ja, jetzt haben wir die Rangliste eingeplant. Der Snowboard hier, der Tobi Fieg, ist in Führung mit 70 Punkten vor dem Raffi Wasser. 70 Punkte heißt aber auch, da ist noch einiges Platz nach oben. Liebe Damen und Herren, die Snowboarder und Snowboarderinnen, die da jetzt noch kommen, können natürlich auch mehr als 70 Punkte sammeln. Da heißt dann natürlich auf den Füßen bleiben, jeden Trick stehen. Oh, habe ich das jetzt richtig gesehen? Du darfst nicht davon reden, dass die Fahrer auf den Füßen bleiben müssen. Ja. Das ist jetzt mal das Gleiche. Ich entschuldige mich für dich oder an dich, Flo, nicht für dich, sondern für mich. Und natürlich auch diese Entschuldigung an Sie zu Hause. Es tut mir leid, ich werde nicht mehr drüber sprechen, aber wir wissen es, in Kappel heißt es da speziell aufpassen, Schwung rausnehmen, viel Konzentration von ganz oben bis nach ganz unten. Also die Schneebedingungen generell sind viel besser, als wir sie erwartet haben. Führt halt auch dazu, dass die Jungs und Mädels sehr flott unterwegs sind und in diesen Schlechtschneefeldern und Lawinen ausläufen. Da hat es halt den einen oder anderen jetzt schon überrascht, weil es halt dann dort doch heißt, ein bisschen das Speed auszunehmen. Aber wie man sehen kann, er lässt sich davon nicht unterkriegen. Er genießt es. Jeden Schwung hier. Das Face war ja gesperrt für die letzten 3 Wochen sozusagen. Keiner durfte das Face befahren. Dann wurde letzte Woche der Contest verschoben. Die Rider waren natürlich heiß drauf, weil es ein sehr, sehr begehrtes Face auch für Nicht-Contest-Fahrer ist, da hinaufzugehen und hinunterzufahren. Genau, das können wir ruhig dazu sagen. Auch Hobby-Freerider dürfen natürlich außerhalb der Contest-Saison jederzeit auf die Quellspitze gehen. Aber bitte nur, wenn die entsprechende Fahrung da ist, wenn die Lawinensituation passt oder noch besser, ihr nehmt euch einen von den lokalen Guides und lasst euch hinaufführen. Jawohl, tolle Bilder und jetzt schauen wir nach oben. Jakob Ernst, ein sehr bekannter Rider hier, Österreicher. Der junge Jakob Ernst, du Ernstl, auf geht's für dich. Wir hoffen, dass du deinen Run so runterbringst, wie du es auch planst. Da geht's gleich mal mit einem weiten Shifty. Der Ernst ist natürlich voller Motivation, auch er immer wieder bei den Contests dabei und jetzt fährt er ganz links hinüber. Ernst, du hast mir nicht erzählt, was du geplant hast, aber ich bin gespannt. Finde ich ganz toll, öffnet eine komplett neue Linie, fährt er fast 200 Meter zur Lukas Left hinüber und gleich auf dieses Bein hinauf, wo wir noch niemanden gesehen haben. Jawohl, ein mächtiger Satz. Da freut er sich, hast du gesehen, hat er gleich kurz einmal geklemmt. Ja, der sprüht nicht nur vor Lebensfreude, sondern auch vor Fahrfreude bei seinen Runs. Genau, und der hat natürlich da auch einen Dreier im Gepäck dabei. Jawohl, Ernstl. Und wenn man rausschaut, wir haben natürlich keine Finish-Area, keine Ziel-Area, keine großen Zuschauermassen, aber die Leute fahren trotzdem an der Piste vorbei, schauen nach oben und der ein oder andere hat da jetzt schon einen Juchitzer ausgepackt für den Ernstl. Ja, auf jeden Fall. Den hat er sich auch verdient. Also sehr kreative Linienführung, ein Dreier eingebaut, das bis jetzt läuft sie schon mal sehr gut. Jetzt kommt dieser unglaublich schwere Einstieg rein ins Steile. Der Schnee wechselt von sonnengebacken auf pulvrig mit Krusten wahrscheinlich. Und verschwindet er kurz für uns und kommt mit viel Speed raus. Speed unten außer. Jetzt heißt den Speed mitnehmen und er macht es ganz klug. Stellt einfach auf gerade und wird doch jetzt mit unglaublichem Warp-Speed durch das unteren Part des Faces durchfahren. Genau, Captain Kirk hat gesagt, gib mir Warp Speed und den hat er auch bekommen. So, Ernst, die Freestyle-Skills hat er, kann uns unten ja vielleicht noch was Nettes zeigen. Ich würde ja zum Start drauf funken, dass die auf den letzten 300 Metern das Ziel diese Punktesammelstellen, dann noch Punktetankstellen noch ausnutzen sollen. Die werden viel zu wenig benutzt. Da unten sind so viele schöne Sprünge, da kannst du wirklich noch den einen oder anderen Platz locker ausholen. Das war jetzt auch ganz interessant. Wir haben gesehen, man kann oben ganz, ganz Lukas Left anfangen und trotzdem nur die Features eigentlich Lukas Right unten mitnehmen. Mhm. Und ist er sozusagen zweimal durchs Face gekreuzt. Ganz interessante Linie vom Jakob Ernst. So, die erste Dame hier am Snowboard unterwegs, Sarah Andresen aus der Schweiz. Ein ganz bekannter Name, auch von ihr hat man schon sehr, sehr viele Videos gesehen. Die filmt ganz viel im Winter, die kann auch sehr viele Tricks am Snowboard. Und auch für sie geht es hier oben los mit dem Winken, dem Zeichen an die Judges. I'm here, I'm ready, I will go full on. Genau, zweimal schon am Podium vorletztes Jahr bei Dreistein-Contest. Also die hat es absolut drauf, auch heute aufs Podium zu fahren.
So, liebe Sarah, ich weiß, du hast Freestyle-Tricks drauf und sie wird uns jetzt mit Sicherheit auch einen Sprung zeigen. Jawohl, geht hier drüber den ersten Felsen. Ganz andere Landung wie zuvor. Genau, finde ich total smart. Andere Variante ist er mehr zu Lukas Left hinübergesprungen, wo noch keine Landungen waren. Und jetzt? Jawohl, auch da relativ klug eine ganz, ganz neue Landing-Area aufgemacht mit einem unzertracktes Landing sozusagen. Keine Spuren drinnen. Also ich finde, sie macht es super. Ganz flüssig, fährt nicht über den Verhältnissen. Die Sprünge von der Größe ein bisschen runtergeschraubt im Vergleich zu den Jungs. Dafür alle clean gestanden bisher. Gefällt mir sehr gut. Ja, man kann das Ganze natürlich auch ein bisschen taktisch anschauen, Flo. Wir haben schon ganz viel im Auto darüber gesprochen, wie schaut es heuer mit den Punkten aus, wie schaut es mit der Qualifikation aus. Es wird natürlich jetzt der erste Dreistern schon mal ganz wichtig, um Punkte zu sammeln, denn es gibt dann einen Cut in der World Tour und dann natürlich eine Chance, sich für die World Tour zu qualifizieren. Jetzt haben wir gerade Regieanweisung gehabt, kurz Moment. Ja, man darf natürlich nicht vergessen, es geht hier nicht nur um den Tagessieg, sondern es geht auch um das Punktesammeln für die World Tour Qualifikation, weil das Ziel der meisten Fahrer, die heute dabei sind, ist natürlich, früher oder später auf der World Tour zu sein und dort in der Liga mit den Großen um den Weltmeistertitel zu ritteln. Aber da heißt es eben zuerst, gute Saisonresultate zu sammeln. Ein 180 von der Sarah. 180 mit einem sogenannten Butter auf einen 360, wenn ich das richtig erklärt habe, als Nicht-Snowboarder hier im Bunde. Ich darf jetzt noch ein Regieanweis erklären, weil ich gefordert habe, dass die Riders im unteren Bereich noch mehr Tricks zeigen. Ungefähr 100 Meter nach dem letzten großen Felsen, Ausgang der Halftime, ist das Judging beendet. Das heißt, die letzten 20 Fahrsekunden circa der Fahrer unten ist nur mehr die Fahrt ins Ziel, werden aber nicht mehr bewertet. Und das ist der Grund, warum wir dort unten von den Fahrern keine Sprünge mehr sehen. Ganz, ganz Ganze wichtige Information. Danke, Flo, dass du da nochmal darauf hinweist. Die Judging-Line hört natürlich auf, dann brauche ich ja nichts mehr riskieren. Und bevor ich jetzt da zu lang spreche, Thomas Steiner, Entschuldigung, jetzt war ich beim Bruder, der 23-Jährige, bereits durchs Startgate durch, ganz oben rüber gequert. Lieber Thomas, wir sind jetzt bei dir. Eine ähnliche Linie wie der Jakob Ernst, fährt ganz hinüber. Auch er will da natürlich über die Nose und nimmt aber ein bisschen einen tieferen Absprung. Er ist genau im gleichen Absprung, aber er hat ein bisschen weniger Schwung mit. Geht sich jetzt gerade aus? Ja. Auf jeden Fall ein bisschen weniger wie der Jakob. Da sieht man so schön auch den Unterschied. Nichtsdestotrotz, wenn auch langsam bis jetzt, so doch fehlerlos. So, und jetzt geht's über den nächsten Sprung drüber. Geht da weit, sehr gut. Safe gelandet. Und hält sich da aber im linken Teil des Faces auf. Also ganz, ganz interessant, wie die Rider und Riderinnen da ihre Line wählen. Auch jetzt nochmal ein Sprung mit ganz, ganz viel Schwung. Jetzt muss er gerade bleiben. Am besten nicht zu viel querstellen, damit er unten über diese Windlip vielleicht auch noch einen Trick rausbringt. Jawohl. Kommt er relativ weit hoch. Das war fast schon ein Hochsprung sozusagen. Ne? Ja, ganz eine schöne flüssige Linie, alles richtig flawless zusammengehängt. 1, 2, 3, 4, der 5. R macht es richtig gut. Und der Schnee ist echt nicht so schlecht, oder? Also wenn du anschaust, ja, wie sie da ihre Turns ziehen. Genau. Bin mir wirklich positiv überrascht heute. Und auch für ihn gilt das Ganze jetzt noch circa 100 Meter und dann kommt er über diese gedachte Judging-Linie. Ab da können die Judges schon die Punkte zusammenzählen, sich beraten und der Rider natürlich den Weg ins Ziel mit hinunternehmen. Da wird ab jetzt nicht mehr bewertet. Genau, das ist natürlich wichtig bei diesem sehr großen Starterfeld und dem zweiten Event, wir haben ja die Juniors auch noch heute, war es nötig, also dieses Phase etwas zu verkürzen, weil sonst würden wir es in einem Tag gar nicht durchbringen. Sarah Baratore, unser nächstes Snowboard-Mädel, ist schon am Start. Baratore aus der Schweiz. 31 Jahre jung und hat auch schon das ein oder andere Podium gesammelt. Beim Einstern in Verbierweg oder auch beim Zweistern in Nonda war sie schon dabei auf dem Podium. Jawohl, und jetzt geht's los, auch für sie. Wir werden wiedersehen, sie wird oben die Traverse hinüberfahren
und dann wahrscheinlich den Chargers ein Zeichen geben, dass sie ready ist und dann geht's los. Schau, da sieht man diese Steilheit. Du magst da nicht ausrutschen. Siehst du, da geht's fast senkrecht ab unter ihnen. Ja, also da. Genau. Jetzt nochmal stehen bleiben, konzentrieren, Hände nach oben. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt sind wir gespannt. Wir haben noch nicht viele Damen gesehen. Ist jetzt die dritte Damen-Snowboarderin, die hinunterfährt. Und da ist noch einiges an Spiel drinnen von den Punkten. Ich bin gespannt. Sie wechselt jetzt bereits ganz weit oben auf die rechte Seite. Ja, so unverspurtes Terrain suchen ist super smart. Wenn wir schauen, wie sie das löst mit dieser alten Lawine, ob sie da gleich wieder hinausfährt, weil das muss auch ihr Ziel sein, dass sie möglichst schnell wieder zum guten Schnee kommt. Ja, hat sie auch gelöst, gleich sobald es geht, unter den Felsen hinaus, quer weit hinüber. Und da hat sie jetzt schon wieder einen weichen Schnee, wo sie ihre Turns aneinander rein kann, ohne von den Knöllen beeindruckt zu sein. Ganz eine smarte Linienwahl eigentlich da oben. Und natürlich ist es nicht einfach, gell? Gerade wenn man weiß, es zählt um jeden Punkt. Und dann wirklich die Line auch noch sucht, wo man hinunterfahren möchte. Jetzt ist sie im ganz, ganz, ganz steilen Part, wo wir schon am Anfang zwei, drei Rider drüber gesehen haben. Auch sie unterwegs Richtung Mushroom. Jawohl, zeigt hier einen sehr hohen Drop. Super gemacht, auch schön rausgefahren. Ja, die Orientierung, es ist brutal. Du kommst da über diese Rollovers und musst nur deinem, dem, was du dir angelernt hast, der Linienwahl vertrauen. Siehst du aber oft erst in der Luft, wo es überhaupt wirklich hingeht dann. Genau, jetzt die Drohnenaufnahme von oben. Das sind die Bilder, die wir sehen wollen. Da kann man richtig einschätzen, wie steil das Ganze ist, wie schwierig das Ganze zum Fahren ist, wie viel Aufregung der Rider hat. Wenn man sich das alles zusammendenkt, meine Damen und Herren, dann ist das einfach keine einfache Geschichte, auch wenn wir hier im Warmen sitzen und fein nach oben schauen und uns denken, mach, da wäre doch nur ein Sprung möglich. Als Rider siehst du das sehr, sehr spät. Es ist sehr steil. Flo, du hast wahrscheinlich ganz, ganz viele Erfahrungen, die du noch mitteilen kannst, oder? Ja, also jeder, der da sagt, du, wieso fährt der oder die an der Stelle nicht schneller, den bitte einfach selber hinaufzugehen und da runterzufahren und dann weiß man sofort, warum. Also dieses Visualisieren der Linie, dieses Auswendiglernen, das gehört zum Wichtigsten, was die Rider machen. Also die Top-Rider, die stehen im Startgate und könnten dir mit geschlossenen Augen ihren Run hinunterfahren, weil sie ganz genau wissen, wo welcher Turn kommt, wo welcher Sprung. Und das ist auch ein Mitgrund, warum also auch Fahrer mit 40, Mitte 40 immer noch zur absoluten Weltelite zählen, weil diese Erfahrung nimmt nicht ab, sondern nimmt einfach zu. Jetzt haben wir die Wiederholung von ihrem hohen Drop und es ist wirklich nicht einfach. Auch sie hat es super gestanden, ist super rausgefahren. Das gibt einige Punkte. Und wir sind schon wieder am Start. Es geht wirklich Schlag auf Schlag hier, one after another. Bip number 23, Maximilien Michel from France. Hey. 26-year-old Michel. Auch, he's been a podium on the two-star in Verbier last week. So an absolute podium rider. And it's going for the big drop at the top as well. Perfect landing. Take it easy through the avalanche. Really difficult to ride there. Perfect execution here from the Frenchman, and he's going with some speed for the next jump. Yeah, really nice landing. Take your time, take your time. Let's call it a hand drag turn. It's brutal. They have to slow down for those avalanche balls. They are ice rock hard. Okay, so a little mistake, but he's still up for a good score. What a pity for him as well. Starting with a nice backflip. He's still here. He's waving with his hands like, hey, I'm not finished right now. Coming in with a backflip. Disappearing out of view for a few seconds. Très bien fait. Well, magnifique, magnifique. And going for a big drop onto the ramp. Sticking nice. It. And it's still not finished. Wow, a lot of features. And the drop into the exécouloir. Warp speed, beam me out, Scotty. Whoa. Yes. Congratulations. Coming out with 100 kilometers per hour, warps beating here through this face. And the funny thing was he was not finished after his little crash. He was like, I'm back. I will show you that I'm a really, really good skier for the podium. Yeah, and it's so important. That's at 26 years, he knows that already. A small mistake. You must not lose your concentration, your focus. You must not be set back from it. Look at a great start. So much exposure.
And also here, a great jump into a new landing pocket. I think it still be a good score despite the mistake. Und die nächste Snowboarderin in der Damenkategorie, Sarah Bacher, geht hier für Österreich ins Rennen. Und wir sind ganz gespannt, was die Sarah uns da zeigt. Auch für sie heißt es jetzt nochmal an diesem Punkt kurz abstoppen. Das braucht sie anscheinend nicht. Ab jetzt geht's bei ihr los. Genau, sie hat das Ende der Wettkampfsaison noch in guter Erinnerung vor 2 Jahren mit einem Sieg gestoppt, damals in die Corona-Pause gerutscht mit einem Sieg beim Zweistart-Stern im Verbier. Bin gespannt, was sie uns heute in die Hänge der Quellspitze zaubert. Und sie quert jetzt auch oben ganz hinüber, wie wir es beim Jakob Ernst gesehen haben, wie wir es auch von dem anderen Skifahrer gesehen haben, jetzt die erste Snowboarderin in diesem Phase und macht hier einen super ersten Drop. Wirklich, wirklich cool. Ja, ganz zielstrebig hingefahren, ein bisschen die Geschwindigkeit rausgekommen. Das wäre natürlich schön, wenn du direkt aus dem letzten Schwung herauskommst und dann den R machst. Aber trotzdem hat sie genau gewusst, wo sie ist. Super Landung, ganz wichtig, ganz klingel geblieben. Und jetzt nützt sie den guten Schnee richtig aus. Bin gespannt, was ihr nächstes Feature ist. Jawohl, auch nochmal einen kleinen Drop. Das darf man nicht vergessen, wie du schon richtig gesagt hast, das sind Punktetankstellen. Und wenn nur 2 bis 3 Punkte rausschauen, dann sind es aber 2 bis 3 Punkte, die später entscheidend sein können. Natürlich, und da hat mir jetzt gefallen, dass sie viel besser, viel flüssiger hingefahren ist. Also so hat ihre Hausaufgaben gemacht, hat ihre Linie ganz genau einstudiert. Jetzt bin ich gespannt, welchen Exit sie da wählt über diesen Felsband. Jawohl, ein nächster Drop, den wir leider nicht sehen könnten. Ich hoffe... Sie taucht unten auf, jawohl! Hat den Drop gut gemeistert und auch für sie geht es jetzt unten nochmal in Richtung der Windlip, wo man doch auch noch das ein oder andere kleine Feature mitnehmen kann. Das ist natürlich ganz spannend, ob die Judges diesen Drop, diese Landung gesehen haben, weil die Judges können nur bewerten, was sie sehen. Wenn sie also auch für die Judges, ähnlich wie für uns, und das ist ziemlich die gleiche Blickrichtung, verschwunden waren, dann können sie diesen Sprung nicht bewerten. Es wäre natürlich schade, wenn sie da jetzt einen 5 Meter hohen R gemacht hat und 20 Punkte kriegen würde, dann würde sie um die umfallen. Aber das werden wir erst dann erfahren, wenn das Judging da ist. Die liebe Frau Bacher, die genießt es da richtig, hat jetzt nochmal ein ganz freies Feld gehabt, wo sie ihre Schwünge reingemacht hat. Man merkt natürlich, bei den Ridern und Riderinnen, da schlägt das Herz ganz, ganz hoch fürs Freeriden und die lassen sich das nicht entgehen, dass sie natürlich auch dann den Schnee genießen, den hier Kappel für den heutigen Tag gezaubert hat. Ja, der Contest musste um eine Woche verschoben werden vom letzten Wochenende auf dieses, weil vom Wetter und Schnee die Kombination einfach nicht stimmt hat letztes Wochenende. Und ich bin echt happy, dass wir so tolle Bedingungen heute haben. Sarah auf den letzten Metern zum Ziel. Ein Run aus einem Guss. Auf jeden Fall hat sie da ihre Visitenkarte abgeliefert, dass sie 500 Meter Bürgelände Quellspitze bis zum Ziel nicht aus der Ruhe bringen kann. Jetzt geht's los aus Deutschland mit Bitmono 25, Florian Gassner. Der bekannte Mann der Mountain Tribe Crew, macht ganz viele Filme, ist auf dem Freeride Film Festival unterwegs, tourt durch ganz Europa, um die Filme zu zeigen, staubt einen Preis nach dem anderen ab und ist bekannt als Mr. Backflip. Und deswegen hoffe ich auch heute einen Backflip. Auf geht's, Flo, zeig uns die Action. Jawohl, da ist er schon. Der macht ihn natürlich wie im Schlaf, den Backflip. Angesagt, auch er ist da jetzt ganz locker rübergequert. Der hat einfach ganz viel Power in den Beinen. Ja, ich habe mir echt kurz Sorgen gemacht, ob er das jetzt wirklich da durchsteht mit der Geschwindigkeit durch den alten Lawinenkegel, aber er hat ihn nicht mal einen Grinser gekostet. Jetzt ist er in der Halfpipe und ich nehme an, er wird früher oder später rechts hinaus in die Traverse springen. Ist jetzt schon im Kopf gleich voll bei der Orientierung. Wo ist mein nächstes Feature? Und ich habe mit ihm gesprochen, er hat gesagt, er wird sich kurz ansehen, ob es in Ordnung ist. Dann wird er da rausqueren, den Drop mitnehmen. Jawohl, Flo Gassner hier auf Medaillenkurs, würde ich sagen. Ja, ganz flüssig, das hat mir sehr gut gefallen. Die Orientierung ist so schwer da hinüber, hat er ganz gut gemacht. Jawohl, jetzt wieder zurück. Super interessante Line vom Flo Gassner, der bereits gezeigt hat, dass er in Gastein am Podium gestanden ist. Ein 11. Platz vor 2 Jahren dann in Kappel. Und man sieht wirklich, der hat sich das ganz genau angeschaut und hat jetzt wirklich mal seine Linie so nach unten gebracht, wie er es geplant hat. Also das war wirklich fehlerlos. Alle Drops. Schauen wir rein, jetzt sehen wir es. Er kommt daher. Da ist er mental schon beim Backflip. Letzter Schwung, Speedcheck. Oh,
und jetzt haben wir genau abgeschnitten, angeteasert vom Backflip. Wie gesagt, Florian Gassner hat den Backflip gestanden. Gratulation zu all seinen Fans nach Hause, vor die Bildschirme, vors Handy, egal wo ihr dabei seid. Und wir sind schon bei BIP Nummer 26. Cool, dass ihr dabei seid. Selina Weber aus Deutschland, hier aus dem Startgate. Ja, mir taugt es voll, dass wir so viele Snowboarderinnen haben heute, oder Chris? Das ist wirklich ganz, ganz selten und es ist aber sehr, sehr wichtig für den Sport, weil je mehr Snowboarderinnen, desto mehr Action und desto mehr Entwicklung sieht man natürlich auch in diesem Starterfeld der Snowboarderinnen. Auch sie jetzt am Punkt, wo sie ihre Line startet, winkt nochmal und jetzt geht's los. Selina Weber, die erste im Pitztal Whitefest 2021. Erste 2020 im Alpbachtal. Ich sehe hier nur eine Eins, wenn ich sozusagen die vergangenen Ergebnisse anschaue. Und deswegen bin ich ganz gespannt, was die 22-Jährige hier am Fest der Quellspitze zaubert. Ja, es ist ihr erster Dreistein-Contest, also jetzt richtige Feuertaufe. Da kannst du dich jetzt mal messen mit denen, die hier schon international Erfahrung im 3- und 4-Stein-Bereich gesammelt haben. Auch sie ganz hoch die Traverse nach Lucas Wright. Um dort wieder vom guten Schnee zu profitieren und wahrscheinlich auch in diesen steilsten Bereich des Faces hineinzufahren. Na, mir taugt's heute unglaublich, Flo. Super schön, dass wir da in dieser Kabine so eine Contest-Action heute beobachten dürfen. Wirklich fein. Ich glaube, das Wetter kann nicht besser sein hier in Kappel. Und alle Riderinnen und Rider, die noch kommen, bitte zeigt uns die Action, wie wir es bis jetzt gewohnt sind. Die genau, so wie es jetzt die Selina macht. Ihr müsst denken, wir sitzen in einem umgebauten Radtrack, in einem umgebauten Pistenraupe. Der Bernie Plätzenauer, der mitorganisiert an der World Tour in Fieberbrunn seit einem Jahrzehnt, gebaut hat und hat die Pistenraupe in ein Film-Fernsehstudio umgebaut und wir stehen hier direkt am Rand der Piste mit der Quellspitze vor uns und haben wirklich erste Reihe fußfrei und können euch da alles hautnah berichten, was hier abgeht. Genau, und selbst wenn es nicht erste Reihe fußfrei wäre, dann heißt es Fuß aufs Gaspedal und rein in den Hang. Wir sind da sozusagen mobil mit unserer Moderatorenkabine und das ist einfach wunderschön. Wir haben einen Bildschirm hier, wo wir die Live-Bilder geliefert bekommen von einer Drohne jetzt gerade oben rauf auf die Selina Weber, die hier wirklich noch super Spuren findet und relativ flüssig unterwegs ist und hier auch wirklich einen kleinen Drop nach dem anderen mitnimmt. Super, Selina. Ja, genau. Keine großen Drops, aber die sind gerade für die Snowboard-Mädels bei diesen Schneebedingungen extrem schwierig zu machen. Aber sie fährt das super flüssig, ja, Turn nach Turn, überhaupt keine Orientierungstroubles, also ein Run wieder mal aus einem Guss. Juhu! Da geht's drüber und jetzt erreicht sie die Judging Line, die gedachte Ziellinie für die Judges. Ab da heißt's Blöcke weglegen, besprechen, Punkte zusammenzählen. Und dann haben wir natürlich auch immer wieder einen Zwischenstand, den wir einblenden können. Ich bekomme sofort von der Regie Bescheid, sobald hier wieder Zwischenstände da sind. Dann werden wir Sie informieren, wie es ausschaut. Genau, wir sehen Skimänner auf ersten Platz. Alessandro Jossen, der dort oben mit zwei 360s und dem Backflip. Jakob Ernst derzeit auf Platz 2. Und jetzt aus dem Startgeld mit Nummer 27 Max Zimmermann aus Deutschland. So, Max Zimmermann geht hier mit sehr, sehr viel Speed raus und auch er fährt in Richtung des Backflip-Felsens, hat ein bisschen mehr Schwung, jawohl, ein schöner Shifty und jetzt kommen wir zur zweiten sehr, sehr beliebten Lip, auch ein Backflip von ihm, jawohl, Max Zimmermann, ich habe nicht zu viel versprochen, der junge Herr ist da mit dem zweiten Sprung und einem richtig riesigen Backflip schon bereits ganz, ganz vorne dabei. Ja, es ist so schwierig in dem Gelände diese Backflips anzusetzen, weil du kommst zum ersten Mal in diesem Leben zu diesem Fels oder dieser Windlippe. Du weißt nicht genau, wie steil ist der Absprung, wie steil ist die Landung, wie weit springe. Es ist eigentlich eine ständige Improvisation. Du musst in der Luft, wenn du Kopf über bist, überlegen, wow, muss ich die Rotation noch beschleunigen oder verlangsamen? Das ist so viel, was gleichzeitig passiert. Das ist, kann man gar nicht hochbewerten. Und jetzt ja, ein massiver Drop auf die Rampe. Wow. Dieser junge Herr, der zeigt auf jeden Fall auf und sagt, hallo, hier bin ich. Schaut auf meinen Run mit zwei Drops, ein riesiger Drop, ein Backflip und jetzt
ziemlich flüssig unten raus. Flo, kannst du den für dich im Kopf irgendwo einreihen? Hui, das tut immer so schwer, weil wir immer zwischen der Snowboard und der Skifahrer hin und her wechseln. Außerdem meistens, wenn wir in der Vergangenheit ein Ranking erstellt haben, dann war es genau andersrum. Also ja, halte ich mich lieber raus. Aber ich freue mich für ihn, dass es so aufgegangen ist. Vor allem, dass es so clean war, weil der Jump war echt, der Straighter war groß, der Backflip war groß und bei beiden hat er kaum die Hand im Schnee gehabt. Also das musste erst so reinzaubern. Genau. Und jetzt heißt es, die letzten Schwünge bis nach unten für den jungen Herrn Zimmermann. Und jawohl, unten gibt es noch einen Spread Eagle. Man sieht, der hat eine Freude. Der kann gar nicht aufhören. Der wird wahrscheinlich auch durchs Ziel durchfahren und noch weiterfahren. Jetzt geht die Hand nach oben. Dem taugt es hier richtig. Das sind schöne Bilder. Das sind Bilder, die wir sehen wollen. Nach so einer langen, contestfreien Zeit. Und dann gibt es gleich die Faust von den Kollegen. Jawohl. Das ist schön hier in Kappel. Endlich wieder Freeride-Action. Endlich wieder Freeride-Party sozusagen. Die Quellspitze hinunter. Und auch wenn keine Zuschauer hier erlaubt sind, wir jubeln in der Kabine, Flo. Und wir haben hier richtig Spaß. Ich würde gar nicht mehr sitzen, wenn ich in der Pistenraupe einen Stehplatz hätte. Ja, wir können da nicht aufstehen. Dann stoßen wir oben an. Früher oder später wird es sicher noch von den Sitzen reißen. Dann hat der Erste eine Beule. So. Es geht weiter. Aaron S., Start Nummer 29. Und auch für ihn geht es jetzt in den ersten Contest des Jahres 2022. Und wir sind ganz, ganz gespannt, was er oben vorbereitet hat. Für ihn ist es das erste Jahr hier in der Qualifier Tour, damals noch unterwegs bei den Juniors, und er hat schon einen ersten Platz bei einem Zwei-Stern-Contest, einen 14. Platz bei der World Championship hier in Kappel, die übrigens auch in 2 Wochen, in genau 10 Tagen hier in Kappel am gleichen Face stattfinden wird. Da wird nochmal ein Schneefall erwartet, das heißt, die Spuren werden sozusagen vom Schnee bedeckt, alles wird gelöscht, wir fangen wieder bei Null an. In 10 Tagen gibt es hier Freeride-Action der Juniors bei der World Championship, und lieber Aaron, du kommst aus der Junior-Wertung, du bist bei U18 mitgefahren, jetzt spielst du bei den ganz, ganz Großen mit, und da ist natürlich die Aufregung umso größer. Man sieht es hier, er ist sehr fokussiert, er ist jetzt nur mal am Durchschnaufen. Jetzt bekommt er das Zeichen, 3, 2, 1, Drop-In, und ab da kann er seine Line jederzeit starten. 20 Jahre jung ist er, vor 2 Jahren hat er 7 Contests in einer Saison gemacht und hätte natürlich letztes Jahr schon voll durchstarten können, aber auch er ein Opfer des Corona Ausfalls von fast allen Contests. Bin ich sehr gespannt, was er jetzt da bezaubert. Genau, es gibt ja oben eigentlich mehrere Möglichkeiten. Wir haben gesehen, den großen Felsen. Wir haben dann unten die linke Seite mit dem Backflip Cliff, wie wir es jetzt taufen dürfen, nachdem hier bereits 4 Backflips gezeigt wurden. Und dann bin ich gespannt, wird er eher den rechten oder den linken Teil. Jetzt wird die GoPro eingeschaltet und dann ist es meistens unser Zeichen für Hey, I'm ready! I will drop in with Bib number 29, Aaron S. aus Österreich. Ja, wir haben schon einige ganz tolle und kreative Linien gesehen heute, aber es sind auch noch Sprünge auf diesem Berg, die wir heute noch gar nicht gesehen haben, die auch schon Highscoring waren in den letzten Jahren. Also da gibt es noch jede Menge Möglichkeiten. Jawohl, geht da raus, Vollspeed, einen kleinen Shifty, wie man im Fachjargon sagt, also einmal Ski querstellen. Dann geht es weit über den nächsten Felsen und jetzt ist er beim Backflip-Cliff. Ja, ganz viel Selbstvertrauen hat er da oben schon gezeigt. Auch für ihn gibt es einen Backflip, jawohl. Der Backflip-Aaron, oh nein. Er zieht ihm beide Ski aus bei den Lawinenknödeln. Lieber Aaron, wir waren total dabei. Das ist natürlich Ärgernis pur für den Jungen, der jetzt die erste Saison bei den Qualifiern im normalen Ranking mitfährt. Und hier sehen wir es nochmal, wie viel Schwung der oben mitnimmt. Schau, was der für Selbstvertrauen hat. Da oben hat 50 Grad unter ihm und der macht einfach mal ein Shift, so zum Aufwärmen. Gott sei Dank habe ich vor mir ein Lenkrad, an dem ich mir festhalten, kann. Schau, voll entspannt. V drin. Super Backflip. Aber jetzt muss er den Schwung ausnehmen, bevor er in diese Knödel fährt. Was das für eine Kontrolle. Schwierig. Layback, wie man es nennt, wenn man sozusagen gestreckte Beine hat und da richtig die Luft, den Luftstand genießt. Und dann natürlich beide Ski aus. Was bedeutet das? Es gibt ein No-Score und er wird ganz nach hinten gereiht. Genau so ist es. Alle Jungs oder Mädels, die einen Ski oder beide Ski verlieren oder auch das Snowboard ausziehen müssen,
kommen ganz ans Ende des Rankings. Das Wichtigste hier ist, dass man sicher wieder nach unten kommt, ohne Verletzungen. Das wünschen wir jedem hier, der von oben losfährt. Und das wünschen wir jetzt auch dem Aaron. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen, ob er gewunken hat, aber ich vermute, es ist alles in Ordnung. Beide Skisern aufgegangen. Er ist schon wieder unterwegs. Kommt bis gleich zur Halfpipe. Ja, genau, jetzt sieht man es. Im Reglement steht natürlich drin, man soll da möglichst schnell hinunterfahren, möglichst keine neuen Sprünge mehr öffnen etc., um nicht die Bedingungen für andere Fahrer zu verschlechtern. Aber Skifahren kann er. Schau, wie der da runter saust durch die Halfpipe, auch wenn es nicht mehr zählt. Die nächste ist BIP Nummer 30 from Italy, Lisa Casarotti. Ciao a tutti gli italiani nella televisione. Ciao a Lisa Casarotti con il snowboard. D'Italia. D'Italia. Starting here in Kappel. Her run on the left side. We see again the two drops. She's going in the middle. She's taking it slow with a lot of concentration. And now heading here in the nice snow. She really had a look where to go. And now I'm curious if she's jumping the next cliff. Yes, a little bit less speed than the others, but really, really nice execution, really nice landing, and now she's in a totally new zoning. Yeah, she turned it into a double. Very creative line choice. Look at the great snow. It's all soft. She's the first rider to come through this passage. Now she has a couple of options for the exit of this part of the face. Yeah, another nice drop. Very well, very fluid. She's got the arms up in the air, enjoying the snow. Woo-hoo. That's what we want to see. Free ride contest can also mean free ride fun. Free ride fun here for the young Italian girl. And she's really enjoying her run in the fresh snow, doing the first tracks here. Enjoying one left side turn, one right side turn, and now heading to the finish area. A really good run with a lot of control, with less speed and less Aaron style, but interesting for the women's ranking because she had no mistake. Exactly. As we said at the beginning, just stay on your feet, top to bottom is rule number one if you want to do a good result. And it doesn't help if you do three big jumps and sit on your ass three times. But she did it very well, very fluid, and I think she had a lot of fun riding. That's the rule here in free going riding. Going switch now, that means she turned her board around, going in reverse in the bottom part. Yeah, shows us that she doesn't really care which way she's going, right foot forward, left foot forward. And now Woo-hoo. We have the ranking for snowboard women. Sarah Bacher, Österreich, auf Platz 1 mit 84 Punkten. Danach Sarah Andresen aus Schweiz, 60 Punkte. Und Sarah Paratore aus Schweiz mit 48,67 Punkte. Und das ist jetzt ganz interessant, Flo. Du schnaufst schon ganz tief ein. Die wird vielleicht da zwischen reinfahren, oder? Yep, yep. I'm pretty sure that this was a run for the podium today. I hope we get it ranking again once the judges have dropped their scores for Lisa. She's happy. She's laughing. She is fist bumping here in the finish area, enjoying her run. And now she can really relax. That was a good run. Congratulations to the young rider. Woohoo! Stoked again to see young Italian riders. We haven't seen young and upcoming riders from Italy for a while. Super stoked to have them up here in Kappel. So I'm looking out the window, Chris. We have about 200 people of crowd here sitting in the sun in Kappel. It's getting warmer and warmer. In t-shirts at times, and enjoying the great show at the Quellspitz. Yes, they are sitting next on the slope with a lot of distance in between, but if there is free ride action, they want to watch it, and everyone who is in the skiing area is allowed to watch. We don't have, a visitors area, because that's not allowed here in Kappel, with a lot of safety for the COVID concept. And they are watching from the slopes. Really happy to see that. And now I'm happy to see this young guy, Elias Meister, 21 Jahre jung, vierter Platz letztes Jahr, vor zwei Jahren mittlerweile in Kappel beim Dreistern. Und das zeigt uns, dass der weiß ganz genau, welche Line er sich aussuchen wird. Genau. Also das letzte Mal hier durch Start gefahren ist, hat er ein Podium gemacht.
und hat das Selbstvertrauen zeigt, dass er auch diesmal dabei ist. Wow, ein riesiger Backflip! Langsam bremsen, bremsen, bremsen! Jawohl, ganz klug gemacht. Hier kurz geradeaus, dann quergestellt über die Avalanche Debris drüber. Mit viel Kontrolle und den Backflip, den hat der ja genossen. Das hat mich jetzt beeindruckt. Der war echt am Rand der Kontrolle, war eigentlich viel zu schnell, wie er zum Backflip kommt. Und jetzt pass auf mit einem 360. Jawohl, Elias Meister rockt hier die Quellspitze hinunter in Kappel. Unglaublich. Und jetzt wird es heiß bei mir. Ich kann mich gar nicht mehr ruhig halten. Wow, noch ein Air in der Halfpipe. Jetzt bin ich gespannt, was am Ende der Halfpipe noch macht. Bis jetzt war es wirklich ein Top-Run, fehlerlos. Bei dem haben wir das Gefühl, da kann überhaupt nichts sein. Egal, was daherkommt, der stellt das so sicher noch weg. Noch ein Air. Komm, Elias, jetzt heißt es nochmal Konzentration für die letzten 150 und Meter. Und Exit Air, richtiger Winkel, bitte nicht auf dem Feld. Jawohl, springen. Ein Double, jawohl! Elias Meister zeigt hier Show von Top to Bottom. Und da wird es ganz, ganz laut hier auf den Pisten rundherum. Die Leute schreien, die sehen das natürlich. Die wissen natürlich, dass jetzt der Österreicher sich einmal eine ganz, ganz gute Position hier erhandelt hat. Also das war so ein beeindruckender Run. Der war nämlich ein, zweimal war er wirklich an seinem Limit. Er hat das total, total eiskalt durchgezogen. Seinen Plan hat sich von nichts aus der Ruhe bringen lassen. Speziell vor dem Backflip noch das Bremsmanöver. Also ich bin echt beeindruckt. So, jetzt halten wir uns ruhig. Ganz da oben kreativ, mit viel Speed raus. Der hat keine Angst, der zeigt einfach, hey Leute, ich bin hier, ich bin da, jetzt geht's schaut los. Schaut an, links turn, rechts turn, wow, die Skifer schlagt sind, ist mir wurscht, ich mache trotzdem meinen Backflip. So schön nach hinten und gelegt. Und jetzt sofort aber gebremst, also. Unglaublich. Lieber Elias, ich verbeuge mich vor dir, bei diesen Konditionen haust du so einen guten Run raus. Unglaublich. Und das mit seinen 21 Jahren. Er hat es aber auch gewusst, nach seinem letzten, er hat einmal die Faust geballt, hat gewusst, der Run, den hat er wirklich so gut überbracht, wie es eigentlich noch geht. Und es ist natürlich schön, wenn man das sieht, dass sich die 21-Jährigen eine Line überlegen, die auch Action für den Zuschauer hier bietet. Und ich glaube, wir haben nicht zu viel versprochen. Nur mal der 360. Kommt da raus, macht den fast late 360, dass er die letzte halbe Drehung sehr, sehr spät andreht. Und unten raus nochmal ein, zwei, drei Drops. Wirklich. Der war ganz interessant. Den hat er als Double angesetzt. Schau, bang, bang. Wow. Wow. Mehr gibt es nicht zu sagen. Wow. Ja, wow. Ich sehe den Elias auf jeden Fall auch irgendwo unter den ersten fünf definitiv. Auf jeden Fall. So, während die Melissa unterwegs ist, ein kurzer Aufruf an die Regie. Vielleicht könntest du es ja gleich ein Ski-Ranking mal einspielen, sobald ins Hubs ist. Das würde uns natürlich sehr interessieren. Und wir schauen auf die 30-jährige Melissa Brandner, die einen dritten Platz vor zwei Jahren im Kappel beim Dreistern hatte. Das heißt, sie weiß, wie sich das anfühlt, hier am Podium zu stehen. Die weiß, wie man die Quellspitze hinunterfährt und Punkte sammelt. Und wir werden sehen, ob sie uns das auch heute so zeigen kann. Genau. Schaut aus, als würde auch sie diese ganz, ganz Lukas rechte Variante wählen, um möglichst wenig mit diesem Lawinenrutschbahn in Berührung zu kommen. Chris, das ist das Tolle bei diesem Freeride Contest. Ich habe meine letzte Saison auf der Freeride World Tour gemacht mit 42 Jahren. Der Jüngste war damals 21, also halb so alt wie ich. Und wir sind im gleichen Contest gefahren, die gleichen Felsengruppen gegeneinander gefahren. Also das alte Spiel wirklich nur eine geringe Rolle beim Freeride. Das ist wirklich schön. Ja, wie du sagst, man sieht es auch immer wieder, Erfahrung ist key, sage ich jetzt einmal. Erfahrung zeigt dir halt auch, welche Linien wählst du wann, bei welchen Bedingungen. Und es gibt dann natürlich auch viel Sicherheit, dass du die Linie dann findest. Genau, und diese Sicherheit, die sorgt dafür, dass du im Start geht nachher nur eine gesunde Nervosität hast, weil du weißt, dass du das, was du planst, auch hinunterbringen kannst und nicht Unsicherheit kreierst, Angst hast, ob das wohl alles so aufgeht, wie du das vorstellst. Und wenn man hier schaut, die Melissa ist mittlerweile im steilsten Teil dieses Faces hier, fährt jetzt da in dem schattigen Bereich, erhofft sich da natürlich noch den besseren Schnee als in der Sonne, wo es jetzt doch schon eineinhalb Stunden drauf geschienen hat, wo es sehr warm ist, wo der Schnee immer, immer weicher wird und dadurch wird es auch nicht einfacher, dort zu landen und zu fahren, oder Flo? Ja, für die Snowboarder will ich das gar nicht sagen. Also man sieht jetzt einen sehr guten Vergleich. Unsere letzten Snowboarder sind auf der linken Seite gefahren, in der Sonne, wo es eher flach ist, konnten dadurch schneller fahren. Sie hat jetzt eine sehr anspruchsvolle Linie, das ist richtig sausteil, wie man so schön sagt, muss aber dafür entsprechend langsamer fahren. Also sie ist da sicher schon 30, 40 Meter auf der Frontside-Kante gerutscht. Da gibt es natürlich ein paar Abzüge für die Judges, weil die wollen natürlich Turn sehen, Dynamik, Sprünge.
Und wenn es so steil wird, wird es immer schwieriger. Das muss halt jeder Rider für sich selber abwägen, wo, glaube ich, dass ich meine Fahrkönnen und meiner Linienwahl die beste Punkte sammeln. Das ist die Rampe. Wir können uns erinnern, vor circa 6-7 Jahren war die World Tour mal hier. Da gab es ja einen kleinen Lawinenabgang während dem Contest, der zum Glück sehr glimpflich verlaufen ist. Es hat sich auch keine sehr große Schneemenge gelöst, aber es ging natürlich damals als Bild um die Welt. Ja, wir hören da draußen die Zuschauer und die Leute im Ziel gerne schön jubeln, während sie herunterkommt. Bravo Melissa, gut gemeistert, eine schwierige Linie gewählt, also wahrscheinlich die schwierigste, die man den Berg herunterwählen kann. Mit Sicherheit keine einfache Linie, noch dazu mit diesen wechselnden Schneebedingungen. Und sie hat es ganz gut gemeistert, wie du schon richtig gesagt hast. Es fehlt halt dann ein bisschen die Dynamik, es fehlt ein bisschen der Speed. Da gehen natürlich die Judges ganz, ganz hart damit um und werden diese Punkte sofort abziehen. Genau. Nichtsdestotrotz, wir haben auch gesehen, ich glaube, die Drittplatzierte bei den Snowboard-Damen mit 63 Punkten, dann dürfte noch die Sarah hineingefahren sein und jetzt vielleicht ganz, ganz interessant, auch für die Judges ganz schwierig, das dann auch zu bestimmen, wo sie die Rider platzieren, weil natürlich ist es schwierig, das zu bepunkten, dass das auch wirklich fair abläuft und deswegen haben wir drei Judges in jedem Panel. Und die drei Judges bei den Skifahren werden jetzt ganz genau dem Julien auf die Füße schauen, der mit viel Selbstvertrauen oben rauskommt, auch oben gleich einen Shift die macht, direkt unter dem Start geht. Wow, diese Drohnenaufnahmen, da sieht man toll, wie dieses Face da oben ausschaut, wie steil es ist, aber auch wie verspielt, wie viele verschiedene Features es gibt. Und er fährt damit viel Schwung drüber. Der erste Drop für Julien Bedorf aus Schweiz startet in der Männer-Ski-Kategorie und hat natürlich schon einiges an Contest-Erfahrung. Auch 2020 ist der junge Herr ganz, ganz viele Contests gefahren. 2021, der beste Platz, ein 15. nur. Und jetzt ist er mit viel Schwung unterwegs leider gestürzt. Es hat ausgestürzt, hätte er bei der Landung seinen linken Ski verloren. Nur wir sind natürlich gerade in diesem Schattenfeld gewesen, wo es sehr dunkel war, also auch für uns sogar live schwer einsehbar. Aber hier sehen wir es von der Drohne oben. Jetzt ein kurzer Zwischenstand bei den Skimännern. Alessandro Jossen Platz 1, Jakob Ernst Platz 2, 72 Punkte. Und ganz knapp dahinter Florian Gassner, der uns natürlich diesen unglaublichen Backflip gezeigt hat mit 71 Punkten. Und das ist, da geht es relativ knapp her. Man hat gesehen, zwischen Ersten und Zweiten sind doch noch einige Punkte Unterschied. Und dann aber zweiter, dritter Platz, knapp ein Punkt nur, der dazwischen Jakob Ernst und Flo Gassner ist. Und auch interessant, Die absolut Punktezahl der Rider, zweiter Platz bei den 73 Punkten, da sieht man, dass noch viel Luft nach oben ist. Das heißt, die Judges trauen den Fahrern durchaus noch einiges mehr zu. Wenn man sich jetzt ein bisschen... Schauen wir nochmal ganz kurz da zu. Landet er, ja, und da ist der Ski weg. Landung ist der Ski weg. Hat aber sehr, sehr gut reagiert, ist dann sofort nach rechts, hat abgebremst. Genau. Gott sei Dank nicht die Straightline weitergefahren, weil wir haben gesehen, wie steil es dort ist und wie gefährlich das ist. Ich kenne diesen eher, du fährst dort quasi im Ebenen hin und plötzlich geht es weg auf 45 plus 50 Grad. Du hast Gefühl, du springst ins Bodenlose, da fällt das Herz in die Hosen. Also überhaupt so zu springen, da brauchst du eine ganze Menge Mut dazu. Genau, wir reden hier von der Quellspitze, wir reden hier vom Contestfest des Drei-Sterns. Meine Damen und Herren, wenn Sie zu Hause sitzen, natürlich rund um Kappel, die Freeride-Area. Schon über 7 Jahre ist es wirklich zum Freeride-Hotspot geworden. Es gibt dort flache Passagen, es gibt steile Passagen. Für jeder Mann, jede Frau ist da was dabei. Also jeder, der noch nicht in Kappel war, ich lade Sie heute ein, schaut euch das an. Und jetzt schauen wir ganz, ganz genau auf BIP Nummer 34 aus Norwegen, Marte Tvedten. Schauen wir mal, was die Marte schon erreicht hat. Wow, sehr viele Resultate hatte ich schon in ihrem Sack. Zum Beispiel im letzten Winter einen Sieg bei der WBA Freeride Week beim Zwei-Stern. Genau, und war dann 2022 derzeit auf 4. Platz in der European Oceania Wertung für Freeride World Tour Qualifier. Das bedeutet, die kämpft natürlich mit, um ganz, ganz oben zu sein und dann eventuell den Sprung in die World Tour zu schaffen. Oh, allerdings kann sie das nur, wenn sie ihren Ski nicht verliert. Und jetzt schau nach unten. Der Ski, er fährt und fährt halt. Und fährt. Bleib stehen, bitte. Hat die keine Stopper für ihren Ski? Wie gibt's das? Er fährt immer noch. Entweder wir haben hier ein Bindungsproblem oder
der Stopper hat jetzt nicht funktioniert. Man hat es jetzt gesehen im unteren linken Bildschirmrand, dass der Ski sozusagen immer weiter fährt. Und wir beide schauen jetzt da nach vorne, Flo, und wollen natürlich untersuchen, wie weit der Ski, ob der vielleicht ohne ihr ins Ziel fährt. Die Frage ist, ob auch den Ski allein Punkte bekommt, wenn er ohne Fahrer ins Ziel fährt. Das wäre natürlich interessant. Es muss natürlich die Bindung drauf sein, das ist schon mal fix. Aber dann haben wir einen einzelnen Ski, der hier hinunterkommt. Und da sind natürlich jetzt die Skidudes gefragt, diesen Ski aus dem Face zu entfernen. Und es ist oft gar nicht so einfach, den dann auch wirklich zu finden. Nein, ich war letztes Jahr hier auf einem Freeride-Camp mit Jugendlichen. Und da hat ein begleitender Vater seinen Ski verloren und hat ihn nicht mehr gefunden. Also der liegt heute hier noch in Kappel auf der anderen Seite hier von der Lattenabfahrt und wartet auf seinen Finder. Also jeder, der noch einen zweiten Ski sucht, der Flo hat da gerade einen heißen Tipp hinausgehaut. Also es gibt einen Ski zu finden hier in Kappel, am besten im Sommer. Und jeder, der einen findet, kann sich dann direkt bei Flo Orli melden. Ich glaube, der Papa würde sich freuen, wenn der Ski wieder zurückfindet. Da gibt es sicher auch einen Finderlohn, ja. Genau. Aber nicht nur Ski, natürlich auch immer wieder werden hier eine GoPros, Kameras verloren. Also vielleicht im Sommer auch ein heißer Tipp, die Augen offen zu halten. Und vielleicht nimmt man dann das ein oder andere Fundstück mit nach Hause. Genau. Die Marte muss jetzt einmal ihren einen Ski finden, weil auf einem Ski kann sie wahrscheinlich zumindest herunterfahren. Ganz ohne ist es schwierig. Und der Contest Director muss jetzt überlegen, kann er schon wieder freigeben für den nächsten Fahrer oder muss er warten, bis die Marte aus dem Face herausgefahren ist oder zumindest ihren einen Ski verloren hat. Jetzt bekommt sie Hilfe von oben, aber nicht vom lieben Gott, sondern von einem Skidude, der ihr den Ski bringt. Genau. Der hat jetzt den Funkspruch erhalten, hat dann am Schachbrett Einteilung des Faces nachgeschaut. Das wird dann dort oben irgendwo sein, ist jetzt bereits beim Ski und das ist natürlich gerade für die Safety, für die Sicherheit ganz wichtig. Also wir haben eigentlich die Sicherheit, dass innerhalb von den ersten 2 Minuten gleich jemand bei dir ist, der dir helfen kann. Und die Sicherheit wird da ganz, ganz groß geschrieben. Genau, wir haben ja nicht nur Shido, sondern auch einen Doktor, der oben ist im Startbereich. Das heißt, wenn ein Fahrer wirklich durch einen Kontrollverlust stürzt und sich gröber wehtut, ist innerhalb von kürzester Zeit Hilfe vor Ort. Und das ist natürlich wichtig. Jeder Rider ist mit dem sogenannten Sicherheitsequipment ausgestattet. Ich habe es schon mal erwähnt, was gehört dazu. Jeder Rider muss mit einem LVS, mit einem Rückenprotektor, mit Schaufel, Sonde, Helm, Brille und natürlich auch, und es ist erst in den letzten Jahren dazugekommen, mit dem RECO-System ausgerüstet sein. Das wäre dann im größten Notfall. Da kann der Helikopter dann nämlich dieses RECO-System orten und einen Fahrer, Fahrerin dann sozusagen lokalisieren. Was bei einem Freeride Contest jetzt nicht der Fall sein wird, aber die Signalwirkung ist natürlich ganz wichtig, dass die Freerider hier top ausgerüstet sind und alle möglichen Sicherheitsausrüstungsgegenstände, die es derzeit gibt, mit haben, weil natürlich viele Jugendliche auf der ganzen Welt hier zuschauen, mit großen Augen ihren Profis auf die Finger schauen und man natürlich hofft auf die Vorbildwirkung, dass auch diese Youngsters, wenn sie Freeriden gehen, nachher das genauso machen wie die Großen, nämlich immer nach dem Motto Safety First. Genau, und Safety First ist auch immer ein großes Thema beim Riders Meeting. Ein Riders Meeting ist ja verpflichtend für jeden Rider, für jede Fahrerin auch, die sozusagen am Vortag ein Briefing bekommen. Wo ist es gefährlich? Wie sieht der Schnee aus? Was sind die wichtigsten Punkte? Man muss natürlich auch erwähnen, welche Felsen gehen nicht. Und jetzt müssen wir schon wieder uns konzentrieren, denn es ist Start Nummer 35. Michael Sinn aus Italien. Und dieser Name ist auch ebenfalls sehr bekannt. Flo, haben wir dazu Ergebnisse? Ja, vor 2 Jahren in beim Extreme Jam war er auch schon Dritter bei einem Dreistein-Contest. Das heißt, er war schon mal bei einem Contest, wie jetzt auf dem Podium und so wie er da oben entspannt fährt. Sieht man, dass der Selbstfahrer ja, hat. Jetzt pass auf, auch er macht einen Riesen-Backflip. Oh, nein! Der war doppelt so weit wie der vom letzten. Aber da wird es natürlich dann schon sehr flach in der Landung. Und dementsprechend hat er dann noch einen Radl angeschlagen. Ganz kurz, Entschuldigung, wir Ranking. Haben jetzt da ein Ranking. Es hat sich was verschoben. Jakob Ernst jetzt nicht mehr in den ersten 3. Elias Meister, wo wir so gejubelt haben. Der junge Österreicher hat sich auf Platz 2 gesetzt mit 84 Punkten. Dahinter Max Zimmermann mit 74 Punkten. Und wir können uns erinnern, Flo und Jakob Ernst kommen dann mit 72 und 72, irgendwas. Also das heißt, wir haben jetzt schon wirklich langsam ein Bild, das sich ja abzeichnet. Elias Meister, Gratulation. Ich hoffe, du kannst dich hier freuen. Aber die Österreicher mal ganz stark mit den Plätzen 2 und 4 im Moment. Also die lassen uns hoffen, dass sie da ganz ein tolles Resultat auch als Team und als Nation heute zu Hause mit nach Hause bringen.
Mittlerweile ist auch der Michael am Ende der Judging-Linie. Puh, der wird sich denken, wäre doch ein bisschen langsamer angefahren. Also der Backflip war ja super spektakulär. Aber er hat, wie man so schön sagt, im Fachjargon das Landing ein bisschen overshootet. Wir sehen es jetzt sicher noch einmal, wenn die Regie das zeigt. Oben hoch. Schau mal, der war oben Schifty. Schon der weiteste bis jetzt. Und jetzt nimmt er da kaum den Speed aus. Jetzt bin ich gespannt, ob wir hier den gesamten Backflip sehen. Jawohl. Schau, springt wir voll sehen ab. Ihn sehr, sehr weit. Eigentlich eine super Landung und ist dann sozusagen irgendwo hängen geblieben. Ja, er ist eigentlich da gelandet, wo die anderen schon wieder abbremsen angefangen haben. Das heißt, diese Querspuren sind natürlich ganz schwer, um sauber rauszufahren. So ein schwieriges Spiel. Konzentration an alle österreichischen Fans hier vor den Geräten. Vicky Kandlin ist jetzt das erste Jahr außerhalb der Junior Tour unterwegs. Hat schon zweimal ein Podium hier in Kappel gefeiert. Heute ist sie das erste Mal ganz normal in der Wertung der Freeride World Tour Qualifier drinnen. Und wir sind natürlich sehr gespannt, was sie mit ihrer Erfahrung auf diesem Face heute zeigen wird. Genau, wenn man auf ihre bisherigen Contest-Resultate schaut, sieht man Podium, Podium, Podium. Aber das war natürlich bei den Juniors. Jetzt hat sie es natürlich mit den Älteren zu tun, da weht ganz ein anderer Wind. So, liebe Vicky, sie ist da relativ interessant, hat den oberen Sprung ausgelassen, ist da unten zu etwas kleinerem Feature unterwegs und jetzt aber mit viel Schwung drüber, jawohl, auch dieses Cliff steht sie relativ safe und versucht jetzt noch, jetzt wollte ich schon fast sagen, hinüber zu queren, aber sie bleibt auf der Seite, nein. So, ganz flüssig, hat jetzt nicht alle Sprünge mitgenommen, die möglich gewesen wären, aber dafür ganz flüssig und ganz clean, also grundsätzlich fehlerlos. Die weiß natürlich auch, dass es bedeutet, erstmal Punkte zu sammeln. Jetzt in den Qualifier-Wertungen Erfahrung zu sammeln. Die hat keinen Stress. Die ist ganz, ganz jung und ist jetzt hinterm Felsen verschwunden. Jetzt sehen wir es Gott sei Dank mit der Drohnenaufnahme unterwegs zu den unteren Windlips. Und ich weiß noch aus den letzten Jahren, die hat immer auch für ein bisschen Airtime gesorgt, die Vicky. Ja, wobei mir jetzt wundert, dass sie nicht ein bisschen weiter Ski as Rye gefahren ist. Dann hätten sie nämlich die Judges gesehen und sie hätte so locker noch einen von diesen kleinen Airstop mitnehmen können. Also da im Mittelteil hätte sie jetzt durchaus den einen oder anderen Punkt sich noch schnappen können. Die genießt es hier richtig. Schau, schaut, wo ist noch eine freie Spur? Wo kann ich noch eine ganz, ganz frische Sprühe in den Schnee zaubern? Und ist da mit viel Speed, aber sehr viel Kontrolle auch unterwegs. Gratulation jetzt schon mal, Vicky, das schaut alles sehr solide aus. Ja, da hat sie auf jeden Fall nichts anbrennen lassen. Die Frage ist, ob sie genug Features mitgenommen hat, um da jetzt heute vorne mitzuspielen, wie sie es gewöhnt war, immer vorne mitzuspielen bei den Junior Contests. Jetzt sehen wir nochmal die Wiederholung von dem Sprung oben, den sie da mit ganz viel Kontrolle mitgenommen hat, dann unten nochmal rausgequert ist. Wie du richtig sagst, Flo, da hat vielleicht das ein oder andere Feature gefehlt, aber was es auch nicht gegeben hat, ist eine Unsicherheit und ein Sturz. Und das zählt mindestens so viel. Das muss man immer abwägen. Fahre ich risikoloser und dafür mit weniger Sprüngen, halte die Flüssigkeit hoch oder nehme ein paar mehr Sprünge mit und damit auch habt ihr die Chance, mehr Punkte zu sammeln. So. Bravo Vicky auf jeden Fall, ein tadelloser, ein cleaner Run, das ist einmal wichtig, erster Contest in der Saison, nicht mit einem Sturz starten, sondern mit einem sauberen Lauf, das gibt Selbstvertrauen für die nächste Starts. Du sagst es richtig, Flo, Selbstvertrauen vielleicht aus deiner Erfahrung heraus, wenn man jetzt beim ersten Contest der Saison einen Sturz hat, wie hoch ist dann der Druck beim nächsten Contest, beim nächsten Start? Ja, es ist ein Mindgame, also es wird immer schlimmer, sagen wir mal so, also beim ersten Contest der Saison vielleicht nur mit 90% zu fahren, ist sicher kein Fehler. Übrigens als Information an Sie da draußen vor den Geräten erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind noch immer live aus dem Bad Nauntal, direkt hier in Kappel, direkt von der Quellspitze und sind jetzt bei der Damen-Ski-Kategorie angekommen. Und die Damen werden sich hier nach und nach abmatchen. Wir sehen hier super Bilder, Sonnenschein und das ist das Judging-Panel. Wir haben insgesamt zwei Judging-Panels, bestehend aus drei Personen, die hier jeweils für Ski und für Snowboarder abwechselnd Bewertungen abgeben und natürlich Punkte verteilen. Head Judge bei den Skifahrern ist Benny Peter und der Head Judge bei den Snowboardern ist Esteban Benray. Genau, noch einmal für Sie und euch zu Hause, wenn ihr mitjudgen wollt, das Judging geht einfach von 0 bis 100 Punkte. Ja, wer 100 hat, hat den perfekten Run, wer stürzt, kriegt 0 Punkte, einfach ausgedrückt. Und die Kategorien sind Flüssigkeit, Ernst Style, Wahl der Linie, was man gesagt, die Speed und die Safety und dann natürlich die Overall Impression.
Die Ryder starten mit 50 Punkten, wie jetzt auch Monika Novakova. Sie startet mit 50 Punkten aus dem Startgate und dann werden für diese fünf Kategorien, die der Flo gerade erwähnt hat, jeweils Punkte hinzugefügt oder abgezogen. Heißt, ein Maximum von 100 Punkten ist möglich, ein Minimum von 0 Punkten würden wir keinem wünschen. Natürlich nicht, haben wir heute aber auch, glaube ich, noch nicht gesehen, weil selbst die, die gestürzt sind, haben eine gute Show gemacht. Das Schwierige natürlich bei diesen fünf Kategorien ist auch, dass man sozusagen jede Kategorie von sich abtrennt. Und das war das, was der Flo vorher gemeint hat mit diesen fünf Kategorien. Einmal ist es Air and Style, dann ist es Speed and Safety. Natürlich gehört auch alles zusammen. Wie ist der Gesamteindruck? Und wir haben sicher schon Runs und auch Läufe gesehen, wo ein Fahrer in einer Kategorie etwas verloren hat, aber dafür so einen tollen Run im Insgesamten gezeigt hat, dass man ihn einfach ganz oben hinjudgen muss. Und jetzt ist es interessant. Wir schauen nochmal auf Monika Novakova, die hier relativ langsam, aber mit viel Kontrolle fährt. Heißt, Speed werden ihr mit Sicherheit Punkte abgezogen, Flüssigkeit werden ihr Punkte abgezogen, aber dafür gibt sie für Safety wieder Punkte dazu. Wenn sie dann auch noch ein paar Sprünge zeigt, gibt es natürlich noch mehr Punkte dazu. Und so hat man wirklich mit allen möglichen Versionen eines Runs die Chance, ganz oben zu stehen und am Ende als Sieger den Contest abzuschließen. Genau, wichtig dabei ist, es gibt keine Punkte in den Kategorien einzeln, sondern nur einen Overall-Score. Nur die Judges oder auch die Zuschauer müssen ihren Köpfen einfach in den fünf Kategorien denken, um zu diesem korrekten Overall-Score zu kommen. Genau. Und es läuft dann wirklich so ab, dass sich jeder Judge für sich jedes einzelne Feature, heißt jeden Sprung, alles, wo sie stehen geblieben sind, die Rider, jeden Trick, eine flüssige Sektion, eine sehr kreative Sektion. Für jede dieser Sektionen werden Punkte gemacht und am Ende wird geschaut, wie hast du den Run bewertet, und dann wird sozusagen aus allen drei Judges dann die Endpunktezahl herausbewertet. Genau, inzwischen haben wir jetzt einen schönen Double gesehen als Exit von der Rampe. Das war jetzt für mich auch der dürfte Move von ihrem Lauf. Wirklich ein schöner Doppelsprung zum Ende noch, bevor es hinausgeht Richtung Ziel. Ja, for all the English-speaking people from Czech Republic, this was Monika Novakova and we are seeing a very, very solid run without any hesitations. 2 to 3 small drops, so she is collecting a lot of points here on the girls' skiing category and now taking the last turns down to the finish area, celebrating with all the other ski girls that she had a really, really solid run. And next in the start gate is Andreas Neurauter aus Österreich, Skikategorie Männer. Genau, mit 39 Jahren heute einer der Ältesten am Face. Bin gespannt, ob der jetzt seine Erfahrung ausspielen kann, weil er weiß sicher ganz genau, wo er den guten Schnee findet für seine Moves. Andreas Neurauter hat schon mal einen zweiten Platz hier in Kappel gefeiert und das war vor 1,5 Jahren. Geht hier drüber, relativ safe. Man sieht, vielleicht will er auch ein paar Punkte mitnehmen. Jetzt kommt er zum nächsten Feature. Jawohl, auch da mit relativ viel Gelassenheit drüber gegangen, lieber Andi. Genau, wenn dein Mittelteil ist, muss ich uns noch mal korrigieren bezüglich der fünf Kriterien fürs Judging. Wir haben die Wahl der Linie, die Sprünge, also Ernst Dai, die Kontrolle, die Flüssigkeit und die Technik des Fahrers. Das sind also unsere fünf Kriterien, nach denen gejudged wird. So, jetzt kommt er in die Ostwand, wie wir sie nennen, im unteren rechten Teil. Sausteil, jetzt hat er die Hand am Schnee, so steil ist es. Und arbeitet sich davor. Und ich glaube, jetzt hat er da einen Sprung geplant über eine dieser Rippen. Das wäre jetzt so ein Punkt, wo die Judges natürlich sagen müssen, ja, da leidet die Flüssigkeit, da gibt es Abzüge und dann gibt es natürlich einiges an Punkte drauf für diesen kreativen Sprung, für die gute Landung. Der hat es wirklich weggedrückt, als wäre da nichts gewesen. Genau, ich würde sagen, er ist reingefahren in diese Passage und hatte vielleicht mal 3, 4 Punkte Flüssigkeit verloren, aber dann sicher 10 oder 11 gewonnen. Also ist er mit einem Plus von 5, 6, 7 Punkten da wahrscheinlich rausgefahren. So, quert hier nochmal nach unten. Auch das eine sehr bekannte Linie. Jetzt ist der Andi unten und jetzt heißt nur noch 100 Meter, dann haben wir diese gedachte Judging-Linie. Spätestens dann wird die Bepunktung gestoppt und der Fahrer kann frei ins Ziel hinunterschwingen. Ja, Flo, schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft, würde ich sagen. Auf die Startliste. Auf die Startliste. Wir haben jetzt gehabt mit der Nummer 39 Andreas Neurauter aus Österreich
und haben jetzt noch 1, 2, 3, 4 Österreicher am Start, darunter Philipp Koller, Laura Überbacher bei den Damen, Skidamen, auch sie eine ganz, ganz, ganz große Mitstreiterin um den Sieg heute. Und bevor wir hier zu viel sprechen, schauen wir auf Elisabeth Schießel aus Deutschland mit Startnummer 40, Skidamen-Kategorie. Und auch sie ist jetzt bereits schon mitten im Face. Genau, ganz interessant, sie hat 2019 zwei Contests gewonnen und zwar im Libanon. Ich war noch nie im Libanon zum Skifahren oder zum Snowboarden, aber auch dort gibt es Freeride Contests und sie hat dort 2- und 3-Sterne-Contest gewonnen, ist ja damit 2 Siegen nach Hause gefahren. Also da hat sie schon einmal ziemlich aufgezeigt, dass sie weiß, wie das ist, wenn man am Ende ganz, ganz oben steht. So, und jetzt schauen wir ihr zu. Auch sie findet hier noch ganz, ganz frische Spuren und man sieht, es pulvert hier. Da ist jetzt vielleicht über einen kleinen Stein drüber, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Hat auf jeden Fall die Beine zu einem Spread Eagle auseinandergestreckt. Auch diese Oldschool-Tricks immer wieder cool zu sehen. Ja, das war immer mein Lieblingssprung am Snowboard, der Spread Eagle. Der Flo natürlich, wie man ihn kennt, mit beiden Füßen aus der Bindung, dann wieder in die Bindung rein in der Luft und zeigt uns den ersten Spread Eagle am Snowboard. Wow, ganz steile Passage. Sieht man wieder, wie die Sonne den Schnee da schon richtig aufgeweicht hat. Der rinnt schon richtig aus dem Naschschnee ein bisschen Mitte hinunter. Ist aber smart gefahren, weil die Judges konnten sie da bei dieser Passage noch beobachten. Nur jetzt ist sie kurz hinter dem Hügel verbogen, aber schon wieder im Blickfeld der Judges. Genau, da hätte sie jetzt durchaus die Möglichkeit, wenn sie mit viel Schwung da jetzt drüber kommt, nur mal einen Sprung zu zeigen. Aber auch sie entscheidet sich, und das ist clever, für Genießen ihrer Linie. Genau. Also da in dem Bereich ist da wirklich der beste Schnee vom Face, oder? Mhm. Der ist nicht so steil, das heißt, die Sonneneinstrahlung war in den letzten Tagen nicht so stark, weil sie nicht rechtwinklig drauf scheint wie bei den steilen Passagen und somit ist es wirklich noch schön pulvrig. So, und es ist, wie gesagt, der erste Contest der Saison 2022. Wir sind super happy, dass er stattfinden konnte, dass er heute auch stattfindet, dass wir hier in dieser Kabine sitzen, Flo. Und jetzt nochmal herzlich willkommen zu Hause. Wir sind hier live wirklich in einem Pistenbully drinnen und feiern mit den ganzen Rider und Riderinnen ihre Runs und versuchen das natürlich bestmöglich zu Ihnen nach Hause zu transportieren und Ihnen auch die nötigen Background-Informationen zu liefern. Ja, was mir so taugt an den Freeride Contest ist, dass es ja nicht nur um das Kompetitive geht, sondern auch immer dieses Get-Together ist aus der Szene. Ja. Ja, Jungs, Mädels aus 11 Nationen, Ski, Snowboard von 18 bis über 40 Jahre, kommen einfach her und verbringen ein Freeride-Wochenende gemeinsam. Ja? Und dann als Höhepunkt ist natürlich der Contest-Run jedes Einzelnen, aber eigentlich geht es um das ganze Zusammensein und die Zeit am Berg genießen. Wenn Sie jetzt zu Hause sagen, das möchte ich unbedingt live erleben, dann kann ich nur einen kurzen Ausblick geben. Am 11. Februar geplant in Alpbachtal der Ein-Stern-Contest. Dann haben wir am 18. Februar Silvretta, ein 4-Stern-Contest, Silvretta Montafon. In Gurgel ein 1-Stern, in Obergurgel das Grand Finale der Freeride-Action mit einem 4-Stern-Contest, wo wir nach den heurigen Regeln der Freeride World Tour auch mit Sicherheit schon eine der Top-Rider erwarten werden. Genau, es hat sich ja das Qualifikationsreglement geändert, das Richtung Freeride World Tour. Die ganze Saison ist jetzt in der Mitte auseinandergeschnitten. Es gibt die erste Saisonhälfte, die bis Ende Februar geht und dann die zweite Saisonhälfte. Und in der ersten Saisonhälfte muss man einfach schauen, dass man bei den Top-Ridern dabei ist. Dann gibt es einen eigenen Topf, wo sich die besten Fahrer aus den Qualifikationsrennen mit den Fahrern zusammenkommen, die auf der World Tour hinausfallen und die rittern dann erneut um die Plätze in der World Tour fürs nächste Jahr. Und oben am Start geht, müsste jetzt mit der Nummer 41 Philipp Koller aus Österreich stehen. Der Herr ist bereits 30 Jahre alt. Er liebt Frontflips. Er hat eine Freundin, ist derzeit auf Sponsorensuche. Und das ganz, ganz Nette ist natürlich, dass seine Freundin ihn da unterstützt, mit ihm die Sponsoren anschreibt. Und er ist heiß, endlich mal das zu zeigen, was er kann. Und er macht den Frontflip ganz oben. Meine Damen und Herren, der liebt Frontflips. Ich habe es gesagt. Jetzt schauen wir ganz, ganz genau auf den jungen Herrn. 30 Jahre alt, viel Erfahrung. Erster Frontflip innerhalb von den ersten 5 Sekunden. Run und jetzt gibt's den Layback Backflip. Philipp Koller, bleib stehen. Und jetzt heißt's Speed wieder rausnehmen. Oh.
Jawohl, quert hier rüber. Ganz, ganz gescheit gelöst. Vielleicht kommt er mit einem 360. Frontflip, Backflip, 360. Was kannst du noch alles, lieber Philipp? Jetzt braucht er euch nur mehr ins Ziel fahren. Dann hat er schon mal ein tolles Resultat. Aber er hat noch was geplant. Nicht die erste Einfahrt, sondern die zweite. Genau, und an alle da draußen, dieser junge Herr sucht auch immer wieder nach Sponsoren und will hier zeigen, dass er fürs Treppchen gebaut ist. Der will hier ganz nach oben. Schauen wir auf die letzten Resultate. Bei einem Zweistern im Verbier. Heuer, 2022, bereits den zweiten Platz. Dritter Platz im Verbier, 2021. Also das ist wirklich jetzt eine Action gewesen. Also ich empfehle für einen Sponsor vor allem die Ski-Unterseite, weil bei dem sieht man die Ski mehr von unten als von oben. Genau, Frontflip über die erste Windlip da oben. Da haben wir bis jetzt nur Shifties gesehen. Ja, Wahnsinn. Backflip, Dreier und unten noch einen Cliffdrop und einen kleinen Exit Air. Also ja, solider Run. Greets to his girlfriend Julia. Maybe she's watching. Maybe she's also live here and looking at his run from the Quellspitze. And now we see the replay. Schaut euch das an. An der exposedesten Stelle vom ganzen Berg. So, ja, einen also Fuß nach vorne schieben, abspringen, Frontflip. Bumm, also gelandet. Und da wird es ganz, ganz laut. Liebe Damen und Herren, alle an der Piste schauen hier zu, von der Quellspitze hinunter. Jubeln natürlich für Philipp Koller, der jetzt gerade über die Ziellinie drüber gefahren ist. Und auch bei uns in der Moderatorenkabine wird es heißer und heißer. Nicht nur, weil hier Sonnenschein und blauer Himmel ist, sondern weil wir so eine Action geboten bekommen. Und das mit Start Nummer 41. Na, ein richtig tolles Freeride Happening, wie wir es uns gewünscht haben, oder Chris? Ja. Und jetzt wird es natürlich für die Judges ganz, ganz schwer. Mhm. Wo reihen wir ihn ein? Und wo reihen wir diese junge Dame ein? Laura Überbacher hatte eine kurze Pause des Freeridens, hat gesagt, ich möchte mich auf mein Studium konzentrieren. Jetzt ist sie zurück, nach einem Jahr Pause, will wieder angreifen in der Freeride World Qualifier Tour und hat schon einen Sieg hier in Kappel gefeiert. Und jetzt bin ich ganz, ganz gespannt, weil die Dame will natürlich wieder aufs Podium. Ganz flüssig fährt sie da, das schaut richtig gut aus. Ja, Stichwort Studium. Das österreichische Studiensystem, das relativ günstig ist, das staatliche, wo man auch mal länger studieren kann, spielt natürlich den Freeride dann richtig toll in die Hände. Weiter Satz. Ja, bleib stehen! Oh nein! Laura Überbacher, nach einem super Sprung, fangt es da leider an der Kante ein bisschen, so hätte ich das Ganze jetzt beurteilt. Ja, ein Highsider war es, glaube ich. Leichter Backseat und dann über den Talski drüber gedreht. Ein 360er Flatspin mit Bodenkontakt sozusagen. Man hört schon, wir fallen immer wieder zurück in diesen Freeride-Fachjargon. Ich glaube, meine Mutter wird sagen, ich verstehe nur jedes dritte Wort und deswegen versuchen wir es. Liebe Mama, sei nicht böse, wir versuchen alles zu erklären und auch alle Zuschauer und Zuschauerinnen da draußen, wenn es Fragen gibt, natürlich einfach reinklicken auf Open Faces Facebook-Seite. Hier werden alle Fragen beantwortet. Wenn es irgendwelche speziellen Fragen gibt, natürlich ist man hier erwünscht, dass man im Endeffekt das so klar wie möglich gestaltet. Und jetzt haben wir nur mal einen super Jump gesehen, aber jetzt heißt es für die Laura leider No Score, der Ski ist ausgezogen und leider Gottes wird sie hier keine Punkte mehr sammeln in Kappel. Sie wird zurückgereiht und dann je nach Startliste wird sie ihren Rang erhalten. Ja, ja, leider. Es ist schlimm und jetzt sehen wir die Bilder. Kai Unterreiner, der hier natürlich für das Publikum, das auf der Piste vorbeifährt, die heißen Infos nach draußen posaunt. Der Mann hinter dem Mikrofon, sehr, sehr gut bekannt. Der macht normal Stimmung. Leider können wir heuer noch keine Live-Area bieten, weil natürlich Zuschauer nicht erlaubt sind. Wir sind froh, dass wir aufgrund des Profi-Status das Event durchführen dürfen und durchführen können, weil natürlich ist es für die Fahrer und Fahrerinnen ganz, ganz wichtig, dass es auch mal wieder einen Lichtblick gibt. Es muss mal wieder weitergehen. Es kann nicht sein, dass man da zu keinem Contest kommt und deswegen sind wir froh. Unser Dank geht natürlich an alle Sponsoren, an alle, die hier mitveranstaltet haben, an die Region Kappel, die so an dieses Freeriden glaubt und die Rider und Riderinnen zeigen uns hier wirklich, warum dieser Sport Berechtigung hat, warum man hier auch mitfeiern und mitschauen kann, denn die Action, die auf der Quellspitze geboten wird, ist einfach unglaublich.
Ja, genau. Also ich bin total beeindruckt, wie professionell vor allem die Fahrer sind, wie sie auch ihre Leistung, die Geschwindigkeit, die Sprunghöhen halt anpassen auf die Bedingungen. Also wir haben noch keine Moves gesehen, keine Sachen, wo wir gedacht haben, das war fahrlässig oder leichtsinnig, oder? Das ist einmal ganz wichtig, dass so keiner bei den Bedingungen über seine Verhältnisse fährt. Genau, also es wird hier wirklich faire, kontrollierte Action gezeigt. Und wie man jetzt gerade ganz gut sehen kann, uns zwei in dieser Moderatorenkabine, diesem umgebauten Snowtruck. Und ich muss sagen, ich habe mich schon daran gewöhnt, dass wir da eigentlich mit Getränken versorgt sind, einen warmen Sitzplatz haben. Das heißt, selbst an einem stürmischen Tag steht einem Contest für mich nichts entgegen. Vielleicht ist es auch ein Konzept, dass man sowas als Wohnmobil in Zukunft umbaut. Dann könnte man eigentlich im Skigebiet direkt am Pistan zu wir übernachten und wäre dann in der Früh garantiert immer der Erste, der hinausstartet. Genau, also jeder, der dieses schöne Snowmobile sehen möchte, muss zu einem Qualifier kommen, der Open Faces und die Open Faces Serie. Ich habe es bereits erwähnt, es kommt nochmal ein Contest im Alpbachtal, ein Contest Silvretta Montafon, ein Vierstern in Obergurgl, ein Stern in Gurgl. Das ist wirklich, was wir hier zu bieten haben. Und man merkt, Österreich wird dadurch auch immer wichtiger für die internationalen Rider, um hier Punkte zu sammeln. Flo, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz erwähnen, was braucht man denn als Rider, um irgendwann in der Champions League der Freerider in der Freeride World Tour starten zu dürfen? Ja, ich glaube, das Wichtigste, um ein guter Freerider zu sein, ist erstmal der Spaß im Gelände, am Freeriden selber. Und dann ist es ein jahrelanger Prozess, dass man die Erfahrung aufbaut, die man da draußen dann braucht, um bei den Contests erfolgreich zu sein. Dass ich bei jedem Schneegutschiefer, dass ich das visualisieren lerne, wie ich allein eine Linie hinunterfahren kann. Dass ich lerne, smart zu fahren. Ich sage, okay, welche Linie ist an diesem Tag eine Winning Line? Und dann stoßen sich die Hörner ab bei seinem ersten Contest und lernt immer mehr dazu. Das war eine gute Einführung. Und der nächste Rider mit Startnummer 43 ist bereits im Face. He is coming from Spain and his name is Jordi Riba from Spain. Ja, in Innsbruck gibt es eine ganze, there's a whole freeride community in Innsbruck by now coming from Spain. And they're spending the seasons there and are ripping and I really like it. That we're going so international in the freeride community. Yeah, last year two years ago, sorry for that, I do it all the time. We saw Edur Gorospe-Roldan with a really, really nice run, coming very, very late with a late bib. And now we are again with a Spanish guy with a late bib. And he is showing us how good his skiing skills are, even in the very, very steep part right now. He is looking for a huge kniff. A new entry into the ramp. Wow. With a lot of control, very creative. And let's see what kind of exit he's going for. Again, a really, really nice exit he found with fresh landing. That was one of the best airs of the day. It's no so blind, hesitation. No hesitation, so much speed. It didn't look that big from the drone, but we could see it from here, and I know this cliff. That was a big jump. Jordi Riba and all your fans right now, they are cheering, hopefully at home in front of the screens, in front of the mobile phones, in front of everywhere. We are cheering in our van here Viva at España. The Quellspitze. Viva España. Yeah, I think they're following their big idol, Aymar Navarro, who's been on the world tour now for a while and scored third place in Verbier last year. Look at this fearless entry and then the exit. Unfortunately, we don't see the exit, but we see Emily Terran from France at the very top. She's doing a nice little grab here at the first wind lip. So don't be confused, dear spectators. We're again at the ski girls. We're going back and forth, a boy, a girl. And that's a new line for a ski girl on the Lucas right next to the cliffs. We saw a few snowboarders there, but no skier girls yet. Yeah, and now she has to watch out for these avalanche debris. That's like frozen snow rocks, let's say, where you can get really, really easily caught with your ski. It's not as frozen anymore as we can see. She left the track now in those avalanche balls, which was not happening now earlier. So the sun has done its job and softened up the snow in this area. Now she's directly in the so-called half pipe on the very, very right side of the face and going for more steep terrain. Wow. With a right exit. Dropping into the east wall. Changing her setup a little bit for the first turn. Here it's like 60 degrees of steepness. Going for a really nice creative exit. Line. Very fast out to the ramp. Full speed. Wow. Oh. What happened there? It looked like she was going to go for a jump. Yes, I couldn't see. Now I see her.
maybe she missed that little exit she wanted to go for. So she was on the, let's say, 10 meters wrong side and couldn't do the jump. What a pity for her after that nice feature on top of the her line, huh? She looked so fast and confident. I was almost sure she knew exactly what she was aiming for. Wow, oh. Going for a... Oh. Wow, oh, oh. I hope everything is okay. We need to see her waving. It was a beautiful jump, but I hope she did at not... At least she's moving. ...twist the knee or something on this landing. Yeah. She is waving with her arm. Whew. She was lucky. For sure, she's right now really, really angry with herself. A very, very huge drop. A nice entry at the top. And then snow is getting soft. And if snow is soft once, you get caught with your ski. There is no chance to escape. I'm very, very impressed by her confidence. And this last drop she did before the crash, especially after losing the control for a little bit, was astonishing. Yeah. Really, really impressive. Still waving with her arms, so everything is all right. Look, and now this. We have a look again. It was a so-called normal run up to here, then a beautiful entry here, and then look at the speed. And now she looks like she's aiming for an exit, looks like she knows exactly what she wants to do. Yeah. And then what's happening? And now she's... She's going for the wrong... Oh. I think she took the wrong entry. She wanted to jump into the half pipe back again, maybe. And then look she at, decided look at the, look for at this, the look at big this, cliff. Look at this cliff. Beautiful. Full on control. Now a little bit front seated. Ah. I hope she didn't twist her knee there during the front flip. Yeah. I can't look at it. That looks hard. That looks not nice for her. But she waved her arms, so she should be all right. And we are back at the starting gate. Zurück am Start, jetzt mit Startnummer 45 bereits. Leon Flamm aus Deutschland. But one more word to Emily. Emily, yeah, very brave riding. I hope you didn't get hurt. And show us some more of these drops in the future. Very impressive. Show us some more action in the future, for sure. Emily, thanks a lot for that action. I never saw a run that being that competitive. Yeah. In this steep area. So really, really big up, thumbs up. I hope you're good. I hope you're happy, still happy. And there is a lot more contest for you this year. And she is actually riding down to the finish line on her own skis. So let's hope she is really fine and could walk away without an injury after this big crash. Jetzt schauen wir nach oben, wie bereits erwähnt. Leon Flamm steht da im Startgate. Natürlich muss er auch jetzt kurz abwarten, bis der Run wieder frei ist, bis alle Rider wieder heraus sind. Und dann geht's los für den 23-Jährigen aus Deutschland, der bereits 2019 einen fünften Platz bei einem Dreistern, 2019 ein zweiter Platz beim Pitztal Wildface und wieder ein zweiter Platz beim Pitztal Wildface. Dieser junge Mann fährt schnell und auch hier oben zeigt er uns an der Windlip bereits den ersten Spread Eagle. Unglaublich, Leon, auf geht's! Ich nehme an, der Witz, dass er Feuer und Flamme ist, wird er schon oft genug gehört haben. Feuer und Flamme fürs Freeriden und auch er geht hier über diese zwei, sagen wir mal, Standard-Drops, die wir fast bei jedem gesehen haben. Kein Backflip dabei, geht das Ganze vielleicht ein bisschen sicherer an, weil auch er hat seine letzten Ergebnisse 2019 und braucht jetzt für die aktuelle Saison natürlich Punkte. Genau. So. Lieber Leon, was hast du hier für uns parat? Eine neue Linie. Super Jump hier über den Stein, über den Felsen und kurz vor der Flagge, vor diesem gesperrten Gebiet, geht es dann nach unten in die Rinne und auch diese Rinne ist für uns hier schwer einzusehen. Kommt wow, aber dann mit hinaus. Einem Double. Jawohl. Auf einem Ski, wenn ich es richtig gesehen habe. Und jetzt mit wieder auf einem Ski. Lieber Leon, bleib auf den Füßen. Bleib auf den Füßen. Du darfst auch auf zwei Ski fahren. Schau, er greift sogar den Kopf. Er kann es selber nie glauben, dass er das jetzt so ausgeholt hat. Bist du deppert. Vielleicht war es für ihn aber auch ein Zeichen, dass er nicht genau diese Linie erwischt hat, die er gern gemacht hätte. Ich hoffe für dich, Leon, es war ein Freudenzeichen, weil wenn wir da live rausschauen und wir sehen dich mit 100 km/h da runterschießen, dann muss ich sagen, ist Action genug geboten. Ich muss auf jeden Fall ein Fenster aufmachen, jetzt ist mir schon wieder richtig warm.
Unglaublich hier, Leon Flamm. Und jetzt schauen wir nach oben, denn im Startgate steht wieder aus Deutschland die Dame Lara Paul mit Startnummer 46. Skidamenkategorie und auch für sie geht's oben über die Windlip und dann hinein in den steilen Part. Also für mich die schnellste Dame bis jetzt oben, nicht nur, dass ich bei der Windlip abgekommen habe, sondern auch gleich danach hat sie noch ein kleines Felspatch mitgenommen. Also die lasst sie mal richtig krachen. Und vielleicht an dieser Stelle schon mal ein großes Dankeschön an die ganzen Kameramänner, die hier diese Bilder liefern, Drohnenpiloten. Wir bekommen wirklich jeden Winkel dieses Faces zu sehen und können dadurch perfekt euch da zu Hause mit Infos versorgen, mit aktuellen Einschätzungen und natürlich auch mit weiteren Background-Infos zu den Ridern. Ja, und die Budgets hier auf der Open Faces Serie sind nicht die wie beim Kitzbühel-Hahnenkamm-Rennen, das muss man schon auch sagen. Was die ganze Crew hier mit dem Budget, was sie hat, aus dem Hut zaubert, ist wirklich jedes Mal bei jedem Open Faces Contest wieder beeindruckend. Also, big up, große Gratulation an die Open Faces Crew und alle, die hier mithelfen. Genau. Immer eine Höchstqualität hier geboten, egal ob 1 Stern oder 3 Stern oder 4 Stern. Es wird live übertragen für Sie zu Hause, für die Mama, für den Papa, für den Oma, die dort vielleicht auf der Couch sitzt und mitfiebert. Und wir fiebern jetzt gerade mit. Unterwegs in der Halfpipe ist Lara Paul. Und wenn ich auf die Ergebnisse schaue, die hat schon einige 5. Plätze in der Junior Tour und ist jetzt zum ersten Mal unterwegs in der normalen Wertung der Freeride World Tour Qualifier. Jetzt wollte ich gerade sagen, sie ist so solide gefahren bis jetzt den ganzen Run. So flüssig, so schnell. Und in dem Augenblick fängt sie ja den Innenski und sie muss kurz absetzen. Leider Gottes hier Schwierigkeiten für die liebe Lara bei ihrer ersten Saison in der normalen Freeride World Tour Qualifier Ranking Tour. An alle Zuschauer, es hat sehr, sehr gut ausgesehen, flüssig und da superflüssig. Leider ganz leicht, es geht so schnell, gefangen auf einer Kante und dann heißt natürlich, stehen bleiben oder leider Gottes hinsetzen wir jetzt in diesem Fall. Liebe Lara, Gratulation trotzdem von uns zwei hier am Fuße der Quellspitze. Und es geht wieder nach oben. Wir sind jetzt bereits bei den letzten 4 Ridern angekommen. Paul Kandlin, Österreich. Ja, seine Schwester hat heute ihr Debüt abgegeben, die Vicky, bei den Großen, nachdem sie jahrelang auf der Junior Tour am Weg war. Schauen wir, was der Paul heute abliefert. Lieber Paul, wir hoffen auf große Action. Auch er das erste Jahr außerhalb der Junior-Kategorie. Genau, ich kann mich erinnern, letztes Jahr noch bei den Juniors U18 unterwegs, heuer in der Open Category am Start und deswegen heißt auch für ihn Punkte sammeln, die neuen Mitfahrer kennenlernen und natürlich auch für ihn ganz, ganz viel Aufregung. Ja, wenn ich denke, ich bin mein erster Freeride-Contest mit 25 fahren und die Youngsters steigen hier teilweise schon mit 12, 13 oder noch jünger ein. Also das ist unglaublich, wie früh die halt Erfahrung sammeln können und auf welchem Level die mit 18 und 19 dann schon sind. Lustigerweise oben am Start, auch ein ganz normaler Prozess, wird man gefragt, Riders left, Riders right, gehst du in welche Richtung fährst du, sodass wir auch für die Judges die Info haben und die wird dann natürlich nach unten gefunkt, sodass die Judges immer dabei sind. Und das war jetzt ganz cool zu sehen, er hat angezeigt, er wird wahrscheinlich Riders left unterwegs sein und ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht verschaut und wir sehen ihn wirklich da auf der Riders Left Seite hinunterkommen. Ja, neben mir steht gerade der Bernie Plätzenauer, der diesen unglaublichen Truck, in dem wir sitzen, konstruiert hat. Bernie, Gratulation, es moderiert sich hier vorzüglich, aber Schneeballschlacht machen wir bitte später. Schneeballschlacht machen wir später und auf der anderen Seite Fotografin Mia Maria Knoll, die macht wirklich immer die besten Bilder hier rundum und nimmt natürlich uns auch mit in der Moderatorenkabine. Vielleicht können wir da ganz kurz posieren, Flo, dass wir da einen guten Shot auch mitnehmen. Enger zusammen ist schwierig. Okay. Jawohl. Also hier beim Contest im Kappel im Paznauntal live aus unserer Moderatorenkabine. Flo, vielleicht eine ganz kurze Einschätzung für den Contest heute. Ich meine, wir haben jetzt reine Action gesehen. Jetzt nochmal zurück an den Start. Der Paul wird jetzt dann bald reindroppen. Also für mich war es jetzt schon sehr, sehr gut.
Ja, auf jeden Fall. Es ist aber noch nicht vorbei. Da stehen noch ein paar ganz, ganz starke Jungs oben. Aber ich bin ziemlich beeindruckt, was vor allem die frühen Startnummern heute gemacht haben, wo der Schnee noch nicht so gut war. Jetzt, der Paul hat es jetzt ein bisschen einfacher, finde ich. Er hat zwar verspurtere Landungen, aber wenn er smart fährt, dann kann er natürlich jetzt den von der Sonne aufgeweichten Schnee voll ausnützen. Und oben fährt er schon mal ganz locker rein. Ganz weit nimmt er die Windlip. Genau. Jetzt ist er unterwegs, nimmt sogar den allerersten Drop gleich voll mit, fährt aber dann nicht Richtung Backflip-Cliff, sondern ganz wie interessant. Ich vermutet habe, Riders Left, also für uns die rechte Seite und wird dann jetzt da wahrscheinlich in die Halfpipe oder vielleicht sogar noch in den steileren Part hineinfahren. Das werden wir jetzt sehen, genau. Es gibt ja genug Optionen. So, Paul, was hast du für uns hier vorbereitet? Kommt jetzt wahrscheinlich oben hinaus. Eine ganz interessante Linie. Ein ganz neuer Entry in diese Ostwand. Boah, da ist steil. Boah, da ist steil. Da hast du ja richtig Schwung dabei. Und er steht. Jawohl. Lass richtig laufen, obwohl es so steil ist. Ganz flüssig ist er jetzt gefahren. Richtig cool. Jetzt hätte man natürlich gerne noch einen coolen Exit Air sehen, dass er diesen Teil des Faces so richtig seinen Stempel aufdrückt. Jawohl. Kommt dann da wieder drüber. Und jetzt, lieber Paul, müsstest du das Ganze noch mit einem Sahnehäubchen abschließen. Das war jetzt interessant. Es hat ausgeschlossen, würde er in diese erste Rinne hinein wollen, hat sich aber doch anders überlegt und nimmt jetzt einen anderen Exit. Da leidet natürlich jetzt das Kriterium Flüssigkeit runter, aber er nimmt schon wieder Fahrt auf, kommt hier durch die Rinne, sicher nicht einfach. Hohe Startnummer, viele Spuren bereits im Face drinnen, ja. Mhm. Und trotzdem hat er da oben was gezeigt, was ganz, ganz kreativ war. Genau, gefehlt hat natürlich jetzt so dieses, wie du es angesprochen hast, richtig Sahnehäubchen, oder? Also wenn man in dieses Couloir hineinfährt, dass man da wirklich auch dann mit einem spektakulären Sprung wieder herausfährt. Aber es war sehr flüssiger Run, auch im schwierigen Gelände. Also für den ersten Run der Saison, glaube ich, kann er durchaus zufrieden sein, der Paul. Und er ist ja noch ein ganz, ganz junger Rider. Wie gesagt, erste Saison bei den ganz Großen. Das braucht natürlich auch noch ein, zwei Jahre, bis man sie wirklich herantastet. Jetzt heißt es mal Punkte sammeln. Gut oben drinnen bleiben, damit man die Contests fahren kann. Und jetzt sind wir bei Rachel Little. Rachel Little from Great Britain. Very welcome to all visitors here in front of the screens from Great Britain. We are far away in the Paznaun Valley here in Kappel at the Quellspitze. Exactly. And Rachel has a very interesting history of results because she has a fifth place at a qualifier, three-star qualifier in Hakuba in Japan. But she also has a seventh place at a three-star qualifier in the USA at Squaw Valley. So very international her contest participations. Intercontinental freeride career, so to say, even before competing on the Freeride World Tour. Especially with a contest in Hakuba, definitely nice to go to Japan to ride contest there, to travel the world, to see different areas. And now she's here in Kappel visiting Austria for a contest. Would be interested where she's going next, where she's heading up to the next contest, huh? Well, one thing is for sure that if you are a British rider, you have to travel the world because the freeride terrain in Great Britain is very limited. There is snow, there are mountains, but it's not the typical deep powder, steep face conditions that you find up there. But she's doing a great job here, coming down really fluid, not too fast, with a lot of control. She wants to take the points, I think. She wants to take some safety points, starting the season with a three-star, with a, let's say, really, really good result, but not on the podium. Yeah, great skiing, great fluidity, super confident about the line choice, no orientation problems, but what's missing is, of course, the airs and the aggressiveness of the riding. That's right, Flo, and that's also what we want to see here, the action. We saw front flips, we saw back flips, we saw everything in once. We saw 360s, we saw cork threes, hand drag threes. So these guys are ripping the Quellspitze. Exactly. And she is now ripping the fresh powder snow. And maybe this snow is now already a little bit, a little bit more wet snow. So difficult to ride if you're too fast. Well, not where she's right now.
This is more of an east-southeast facing part. It's quite, it's almost in the shade actually. But we saw at the steeper part where she was, that she did actually release like a couple of soft snowballs. So it's getting slushy, which is very uncommon for January, but that's the weather we have. That's the weather we have. And that's blue skies, a bluebird, sunshine here in Kappel. Wonderful weather. And we can look directly from our commentating cabin, or we look into the screens, we get the best pictures. People are watching from the slopes, people are cheering, people are happy here. So that's really nice to see after such a long time without any contest, without any happening, without any events because of the COVID topic. And I think that's the hard part. And we are really, really happy and say a lot of thanks to all these organizers who make this happen here in Kappel. Yeah, and it's actually amazing to see that even though we have not been blessed with lots of fresh snow, that free riding is absolutely possible and it's absolutely a blast. There is soft snow, there is powder snow, there's spring conditions, there's great skiing and snowboarding, great free riding in Kappel. So anyone who sees those pictures, yeah, move your asses here in the next couple of weeks. It's great free riding. Yes, Rachel Little is smiling big in the finish area. She's happy that she had her run down to the bottom, down to the finish line. And we are looking up to the last two riders for the Freeride World Tour qualifier. And now watch out. Don't miss the show afterwards. Don't miss the juniors. They are starting from a little different area, but going for the same valley, for the same phase, under 18, under 16 category. We are really happy to see the 21 riders coming up after the Freeride World Tour qualifier. And now on the start gate, it's Stephanie Freimann, Nummer 49 aus Österreich. Und alle Fans, jetzt heißt es konzentrieren, auch sie kommt über die Windel weit drüber, jawohl. Steffi, das taugt uns. Versorgt uns da sofort mit dem ersten R und sofort mit einem lässigen, sagen wir jetzt einmal, Shifty, der teilweise aber vielleicht sogar echt knapp bei der Landung war. Ja, so wie es gehört, genau am Limit, aber nicht drüber. Ich habe die Stephanie ein bisschen gecoacht vor dem Junior Contest noch in Fieberbrunn vor 1,5 Jahren und die hat ein enormes Potenzial. Dass man sieht, sie da ganz fresh, frisch, fröhlich, hat sie schon 3 Airs eingebaut auf den ersten 120 V-Metern. Fährt es super flüssig, also macht bis jetzt alles richtig. Ja, und was mir einfach so gefällt, ist diese Intelligenz, wie sie das Ganze angeht. Sagt, okay, ich muss nicht in den steilsten Part, aber ich gehe ein bisschen mehr auf Jump, mehr auf Air and Style, kommt dann dafür sehr, sehr flüssig raus und jetzt hat sie eine komplett freie Area, wo sie sich ganz, ganz frei bewegen kann. Jawohl, Steffi, das ist intelligentes Freeriden und genau so holt man sich das Podium. Und jetzt fährt sie auch noch auf die Windlip. Kameraeinstellung ein bisschen rauf. Oh! Was sehen wir da? Steffi, war das jetzt ein Frontflip? Sie ist auf jeden Fall oben mit den Händen, Steffi Freimann. Mit 150 Was Meter Anlauf. Was für eine Show hier in Kappel. War das der erste Frontflip zu sehen einer Dame hier jemals in einem Contest gemacht? Ich bin jetzt gerade ganz gespannt, ob wir bitte diese Einspielung bekommen. Vielleicht dafür können wir die Regie bitten, müsste Zeit vorzuziehen. Sein. Jawohl, schon. Wir schauen nach oben. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Sie kommt da drüber. Ja, überdreht den Frontflip. Geht fast schon in Richtung Double. Ein Viertel Frontflips. Haben wir sowas schon jemals von einer Dame beim Freeride Contest Qualifier gesehen? Ich glaube mit und dabei ist sie noch weiter kupft, dass der Jossen bei seinem Backflip, der ja in Führung ist bei den Jungs. Also Stephanie, was du uns heute gezeigt hast, das gibt für die Zukunft zu hoffen, dass wir da in Österreich am Start haben, die auch auf der Freeride World Tour in ein paar Jahren rippen kann. So. Wow. Alle österreichischen Fans, wir können uns langsam wieder beruhigen. Ihr geht's gut, sie hat es gut gemeistert. Stephanie Freimann, du zeigst hier den ersten Frontflip und ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, das war der erste. Der erste Frontflip in einem Qualifier überhaupt. Ja, aber hat sie keinen Coach? Vielleicht braucht sie einen Coach, der sagt, dass die Backflips eigentlich leichter sind, vor allem zum Landen, als die Frontflips. Vielleicht noch muss ich das dazu, anders sagen. Noch dazu bei diesem steilen, Ding, wo du halt aus der Windlip rauskommst, dann hast du ein steiles Landing. Das heißt, erst sehr spät kommst du mit dem Rücken drüber und siehst dann die Landung. Ich muss da jetzt mitmachen. Wir sehen es eh gerade in der Kamera. Jeder von uns, Flo und ich, wir haben schon Frontflips gemacht. Aber das war jetzt wirklich wow, wow, wow. Big up, Stephanie Freimann. Aber genau das war das Problem, weil du die Landung so spät siehst, oder? Kannst du erst ganz spät den Körper strecken, die Rotation abstoppen, um auf der Schiene zu landen. Und das hat sie eben ein bisschen zu spät gemacht und hat dadurch überdreht und hat diese 1/4 gemacht. Aber
beeindruckend. Ja. Und jetzt überleg mal, die Forda mit Startnummer 49 als vorletzte Fahrerin dieses Contests, ja, und sagt aber, nein, ich möchte zeigen, was ich kann. Ich möchte euch beweisen, dass Frauen Frontflips machen. Und jetzt tut es mir leid, wirklich erster Frontflip in einem Contest, davon bin ich sicher. Und das geht raus. Steffi, deine Fans dürfen dich heute feiern, dürfen dich auch in Zukunft feiern. Du bist der Wahnsinn. Genau, Big Ball Steffi. Ja, und jetzt Startnummer 50, ja, letzte Dame auf den Skiern, Maya Bonsignore von Frankreich. Bonsignore? Jetzt die Frage, wie man das dann ausspricht. Ja, Bonsignore wahrscheinlich. Und Bonsignore, bonjour France. Bonjour Capella Maya, bonjour à tous les fans de Maya en France, qui sont à la télévision, en regardant les live stream maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait? And now she's heading on the right side, going to the steeper part, not like Stephanie. She's going for the, let's say, half pipe or one of these chutes. Now watch out with the snow conditions. Okay, now she's in the area. Now she's heading to the mushroom. She's going, no, passing the mushroom, but with a lot of speed, making a really, really good picture here. Seems like she's looking for a special area to perform. And she's obviously found it now. We didn't see a lot of girls going here on this steep terrain, and especially on this entry she found here. And I really would be interested in her plan right now, because here it's super steep. No, definitely keeping it as fluid as she can. Riding down the steep. So now she's back in the sun on the ramp, if you can see her properly. And we hope that she finds a nice last feature to top off her run. Also for her, she was riding French freeride qualifiers in Tignes, two stars. She was first place, and now a crash. Oh, yeah. Looks like a crash. Crash. Looks like a crash. It was very hard for us to see on the dark screen what exactly happened, but she didn't lose his key. She can keep on riding, and that's the most important of all. Maya, the last girl here in the skiing category, female. She is with bib number 50. And before we finish this contest, we maybe have the chance to look at the standings. Look at the rankings right now. And ladies and gentlemen at home, meine Damen und Herren, bitte schalten Sie nicht aus. Jetzt geht's mit wirklicher Action weiter. Wir haben es vor 2 Jahren gesehen. Richtig Action von den Juniors, die hier im linken Teil des Faces unterwegs waren. Jeder zweite mit einem Backflip, jeder dritte mit einem riesen Jump. U16 und U18, insgesamt 21 Starter. Und ich würde es Ihnen ganz, ganz nahe legen. Bleiben Sie bitte dran. Schauen Sie es mit uns gemeinsam an. Wir werden auch weitere Informationen über die Starter weitergeben. Und jetzt sehen wir die letzten Schwünge hier hinunter von Bib Number 50 und schauen uns währenddessen einmal gemütlich an, wie es bei den Juniors jetzt weitergeht. Genau. Jetzt haben wir die letzte Fahrerin unten im Ziel. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für einen ersten Freeride World Tour Qualifier 3-Stern-Contest hier. Und wir sehen, es geht weiter mit den Juniors. Bitte bleiben Sie dran, Flo. Wir bleiben in der Kabine. Action wird uns jetzt gleich geboten. Und ja, ich sage danke an Kappel für die ersten Part. Wahnsinn. Backflips, Frontflips von Jungs und Mädels, Dreier, spektakuläres, auch ein paar spektakuläre Stürze. Keine schlimmen Stürze, keine Unfälle, auch ganz, ganz wichtig. Also ich würde sagen, ein erfolgreicher Contest. Wir sind ganz gespannt auf das finale Ranking. Und jetzt schauen wir auf die Startliste. Startliste bei den ersten. Jakob Herovic, Patrick Lehnert aus Deutschland und dann haben wir ganz viele Österreicher. Nico Draxl, Laurin Falch, Jonas Wolfram, Paul-Anton Falch, Simon Widauer, Jakob Müller, Tobias Wallner und Cosmin Turnwalder. Und das Interessante hier ist,
Wir haben dann mit der Nummer 16 Ski Emil Koski, mit der Nummer 18 Timo Rolshofen, mit der Nummer 20 Raphael Fritz. Und auch hier haben wir sehr viele internationale, verschiedene Länder, die hier an den Start gehen. Und es ist genau das Gleiche wie beim Qualifier vorher. Wir haben immer einen Skifahrer, einen Snowboarder und das im Wechsel. Und jetzt kommt die geballte Kraft aus Great Britain. With a snowboard man starting with pit number 9, Oscar Weatherall. 11 Österreich, Leon Köhler, Great Britain, Sebastian Clintner, Lewis Hodgetts, Mackenzie Patrick, Cameron Turner und Niklas Frauenstein aus Deutschland mit BIP Number 21. Also ich bin beeindruckt, wir haben jetzt bei den Juniors, bei den Snowboardern, bei den Jungs von 7 Startern 4 Engländer und einen Australier, nur einen Österreicher. Genau, und spannend. Vielleicht ganz kurz, um diese Startliste nochmal genauer zu erklären, die ersten 6 Starter sind in der U16-Kategorie. Flo, die sind teilweise 16 und noch jünger, die haben ihre Coaches mit dabei, unter anderem auch den Stefan Häusl in dem Fall. Und jetzt sehen wir die einzige Starterin hier im Damenfeld, Snowboard Woman, und sie wird dann sozusagen die erste der U18-Kategorie sein, Stina Frauenstein. Ja, da sie die einzige Starterin ist in ihrer Kategorie bei den Mädels, muss sie bei den Jungs mitgewertet werden, weil die Regeln besagen, erst ab 3 einzelnen Startern wird eine Kategorie als solche auch durchgeführt. Also sind wir sehr gespannt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie den einen oder anderen von den Jungs auch hinter sich lassen wird. Genau. Und es geht frisch weiter. Herzlich willkommen, very warm welcome here to the 2-Star Junior Stop in Kappel in Paznaun from the Quellspitze. It's the same start gate, it's the same venue and we're gonna see a lot of action. Sehr viel Action hier. U16-Kategorie startet mit Jakob Herovic aus Österreich. Der junge Mann ist jetzt schon am Weg und geht drüber über die Windlip, die wir auch schon im Freeride World Tour Qualifier 3 Stern gerade gesehen haben. Schaut mal nicht anders aus als bei den Großen, würde ich sagen. Genau, und jetzt muss man sich vorstellen, was dort oben im Startgate los ist, was vor den Bildschirmen los ist. Die Eltern, die Mama, die Oma, am Mitfiebern, der Opa. Irgendwo werden sie sitzen und ich sage jetzt schon, danke fürs Einschalten, danke, dass ihr dabei seid, danke, dass ihr diesem Sport die Aufmerksamkeit gebt. Und ich glaube, es ist nicht zu viel erwartet hier von den Jungen, weil die liefern uns richtig Action. Und jetzt ist leider, nein, mit dem Ski hängen geblieben, oder? Ich wollte gerade sagen, ganz eine smarte Sprungrichtung über den zweiten von diesen Sprüngen, wo er eigentlich ganz eine frische Landung gefunden hat, aber dann ist ihm ein Ski hängen geblieben. Das haben wir heute schon mehrmals gesehen. Schauen wir, ob er da vom Stein gekommen ist oder was genau passiert ist. Hier gleich das Replay. Schau, ganz eine intelligente Sprungrichtung. Jakob Herovic. Da ist ein Stein. Der steigt aus, ist da erstaunt gewesen. Ja. Aber nicht mit dem Körper, sondern nur mit dem Ski. Genau. Von dem her, er ist fit, er ist gesund, er hat auch schon gewunken. Er macht jetzt natürlich auf den Weg hinauf zum Startgate und vielleicht können wir die Zeit nutzen, um noch einmal ganz kurz auf die Kriterien einzugehen. Lieber Flo, gleiches gilt für Juniors wie auch für die normalen Qualifier-Starter. Das Einzige, was wir bei den Juniors haben, Überkopfdrehungen sind nicht erlaubt. Das heißt, wir werden keine Backflips sehen und wir werden keine Frontflips sehen, aber durchaus 360er oder Kork wäre auch erlaubt. Und auch die Felshöhen, die maximale Felshöhe, die sie springen dürfen, ist auch beschränkt. Da gibt es bei den Erwachsenen keine Beschränkung. Da muss sozusagen dann jeder wissen, was er sich zutraut. Und bei den U18, U16, U14 werden die maximal Felshöhen, die gesprungen werden dürfen, immer kleiner. Aber die Kriterien bleiben die gleichen, wie wir heute schon besprochen haben. Die Linie, Aaron Style, die Kontrolle, die Flüssigkeit und die Technik. Mit 50 Punkten gehe ich aus dem Startgate. Mit 100 Punkten will ich unten ankommen. Also das wollte ich zumindest auch immer. Ich glaube, ich habe noch nicht mal die 80 geknackt in meiner Contest-Erfahrung. Und deswegen macht das Ganze auch so interessant. Und man kann zu Hause das ganz, ganz einfach mitjudgen. Und zwar am Startgate startet man mit 50 Punkten und dann schaut man sich an, wie ist die Linie, ist es flüssig, was hat er für Sprünge. Und für einen tollen Sprung gibt es dann gerne mal 15, 20 Punkte drauf. Für jedes falsche Landing, sagen wir, er berührt mit dem Hintern den Schnee, er berührt komplett mit dem Rücken den Schnee, da gibt es dann Abzüge in der Höhe von 15 bis 20 Punkten, wenn nicht sogar höher. Das heißt, ich kann mit einem Sprung, den ich schlecht lande, Minuspunkte machen. Völlig richtig, ich kann ja einen großen Felsen springen, der würde mir vielleicht 15 Punkte bringen.
kommen wir unten so auf, dass mein Rücken komplett im Schnee liegt. Das gilt wie ein Sturz, 20 Punkte Abzug. Also habe ich eigentlich minus 5 Punkte erreicht, habe also nur mal 45 nach diesem Feature. Und die Judges, die wir heute haben, zum Glück haben wir ganz eine hohe Qualität. Es gibt so eigene Judging-Clinics, wo man das trainiert, wieder und wieder und wieder. Und die Judges müssen sich auch hinaufarbeiten. Die dürfen zuerst nur ein, zwei Stern-Events judgen, dann drei, vier Sterne. Mhm. Und auf der World Tour haben wir sowieso dann Profi-Judges, die wirklich davon leben, die den ganzen Winter nichts anderes tun, als Events judgen. Genau, also Judges, nichts anderes wie ein Punkterichter sozusagen. Die sitzen in jeweils drei, das heißt, wir haben zwei Gruppen, einmal drei für Ski, einmal drei für Snowboard, die dann immer abwechselnd judgen und dadurch auch immer zwei Rider Zeit haben, bis sie die finalen Punkte entschieden haben müssen. Genau so ist es. Deswegen haben wir ja auch immer diesen Wechsel hier, Ski-Snowboard. Auf der World Tour zum Beispiel ist es viel anspruchsvoller für die Judges. Da sind die Kategorien ja in einem Block. Also da kommen zuerst alle 20 Skifahrer, alle 15 Snowboarder. Und dazwischen ist keine Pause und die haben dann wirklich nur 30 Sekunden Zeit von dem Moment, wo der Fahrer sein letztes Feature macht, bis der finale Punktestand durchgegeben werden muss. Ja, wir haben jetzt da auch ganz interessant gesehen, Jakob ist mittlerweile schon hinauf zu seinem Ski. Jetzt sieht man unten den Skidude, der von oben gekommen ist. Wie schon erklärt, die sind im Face platziert, haben eine schachbrettförmige Einteilung und wissen immer ganz genau, wo ist ein Unfall passiert, wo liegt ein Ski, wo liegt ein Stecken, wo muss ich hin, damit ich sozusagen die ganze Linie wieder frei habe. Das Face wird wieder freigegeben und der nächste Starter kann von oben raus starten. Genau. Da passt vielleicht ganz dazu, dass wir heute eine Sache noch gar nicht erwähnt haben, die ganze Sicherheitsgeschichte, was das Face, den ganzen Berg als solches betrifft. Man kann nicht einfach hierher kommen und sagen, wir machen Freeride-Contests, sondern Sicherheitsbeauftragten, allen voran der Markus Kogler, Cox, Bergführer und Contest Director, der beobachtet mit den Locals, mit den lokalen Bergführern, diesen Berg schon das ganze Jahr und die entscheiden schon in den Tagen und Wochen und Monaten vorher, was sie machen, wenn ein großer Schneefall kommt, muss abgesprengt werden, lasst mir den Schnee sitzen, weil er sich gut verzahnt mit dem alten Schnee. Alles dahingehend, damit am Tag X, wo der Contest ist, auch eine Quellspitze da ist, die absolut lawinensicher ist. Die Quellspitze ist ja, würde ich sagen, sehr, sehr bekannt, auch in sehr vielen Filmprojekten zu sehen. Man startet da auf knapp 2700 Meter und hat wirklich wie in Alaska von Spines, von Couloirs, also von Rinnen, von Rücken, von Felsen, von Cliffs, von Windlips, alles dabei. Und deswegen wird es ja auch unter den Locals, auch unter den Freeridern ganz liebevoll Kaplaska genannt. Also der Name, der taugt mir, ich habe es heute schon drei, viermal erwähnt. Und wenn ich da rausschaue aus diesem Van, wir sitzen ja direkt am Fuße der Quellspitze und man schaut da nach oben, da muss man wirklich sagen, jeder, der es noch nicht live gesehen hat, wir empfehlen es, schaut vorbei in Kappel oder schaut gleich ins Alpbachtal in 2-3 Wochen im Februar. Geht es dann dort los, dann im Montafon, dann in Obergurgl. Und jetzt schauen wir hinauf auf den ersten deutschen Starter in der Kategorie Ski. Unter 16 Jahre, Patrick Lehnert, und wir hören es dropping in 3, 2, 1, drop in, und jetzt geht's los für Patrick. Ich kann mir gar nicht vorstellen, mit 16 Jahren einen Freeride-Contest gefahren zu haben, ist echt völlig unvorstellbar für mich. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie aufgeregt er sein muss. Schon die letzten 3-4 Tage, dann ist es letzte Woche verschoben worden und er fährt da mit einem Speed hinein, jawohl, mir taugt es. Die Jungs und Mädels, Hut ab für eure Liebe zum Freeriden, für eure Konzentration am Start, und der hat ja wirklich wieder den Ultraschwung. Jetzt heißt es ein bisschen abbremsen, das hat er gut gemacht. Ja, was ganz interessant ist, dass bis jetzt zumindest auch die Juniors auf dieser Lucas Wright-Seite fahren, weil man kommt ja, wie wir wissen, auch ganz nach links hinüber, wo letztes Jahr also der Start des Junior-Events war, wo er noch viel unverspurter Schnee warten würde. Jawohl, auch den hat er super mitgenommen. Jetzt geht's kurz ins Schattige rein. Schau jetzt beim Fenster raus. Unglaublich viel Geschwindigkeit. Wow, da, wo die Stephanie ihren Frontflip gemacht hat, hupft er gerade, landet es schön und hat jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5 Sprünge bis daher. Also weitgehend fehlerloser Lauf. Hat er richtig gut gemacht. Vielleicht nicht das Maximale riskiert, aber. Bleib stehen. In dem Augenblick, wo man sagt, der natürlich, hat einen Schwung, schau dir das an, der hat einen Speed im Gepäck dabei. Und jetzt geht es natürlich voll Gas hier nach unten. Und ich glaube, der will noch. Ja.
Schau dir das an, der will noch zeigen, dass der gern Ski fährt. Und jetzt wird auch schon gejubelt da draußen. Er ist über die Judging Line drüber. Mit Warp Speed hat er das untere Face da rausgeklärt. Und da muss man vielleicht den Juniors auch noch mitgeben. Da fahren manche vielleicht noch nicht mit dieser, sage jetzt mal, überlegenen Intelligenz, dass sie sagen, na, jetzt habe ich alles geschafft, jetzt gehe ich es langsamer an. Das ist richtig. Es ist manchmal ganz wichtig, wenn man weiß, okay, man hat diesen Run schon in der Tasche, dass man auf die letzten Sekunden nicht mehr alles unnötig riskiert. Aber der hat bis zum letzten Turn ausgeschaut, als wäre immer noch topfit. Also würden keine Oberschenkel brennen. Also sehr abgeklärter Run fürs Alter. Also hat er mal einen guten Grundstein gelegt für diese Saison, auf jeden Fall. Ja, er hat einen guten Grundstein gelegt für die Saison und auch für seine zukünftige Karriere. Dieser Mann ist unter 16 Jahre alt und fährt schon auf den Skiern wie ein Weltmeister, hat die Kraft, um den gesamten 550 Meter der Quellspitze zu bezwingen. Und es ist einfach wunderschön zum Anschauen. Wunderschön zum Anschauen. Mir taugt es so, dass wir diese Juniors da sehen, auf den gleichen schwierigen und spektakulären Hängen oder Bergen wie die Erwachsenen. Also es ist echt eine Freude zum Zuschauen und wissen, dass der früher Nachwuchs, dass wir uns um den keine Sorgen machen müssen. Genau, hier im Bild waren gerade die Judges, die direkt vor uns sitzen, die Punkterichter, die da auch ganz, ganz schwer diskutieren, ganz viel nachbessern, ganz viel nachschreiben. Es ist keine einfache Geschichte, man versucht das Ganze natürlich so objektiv wie möglich zu halten und das ist nur möglich, wenn ich 100% konzentriert bin und das sind sie, das kann ich bestätigen. Da wird einfach nur die ganze Zeit in den Zettel geschaut, auf den Rider geschaut, mit dem Fernglas beobachtet. Kein einfacher Job. Nein, kein einfacher Job. Aber die machen das gut und was ihnen sehr hilft dabei, sind die Judging Sheets, die Zettel, auf denen sie arbeiten. Das sind nämlich die Punkte, die sie für die Fahrer gegeben haben, grafisch dargestellt, untereinander von einem Rider zum nächsten. So können sie immer, wenn ein neuer Rider herunter ist vom Berg, den genau einordnen, war der besser oder schlechter als der letzte oder wenn zwei ähnliche Runs sind, wo ist der ein bisschen weiter gesprungen, ein bisschen schneller gefahren. Das heißt, es werden nicht nur absolut die Punkte vergeben, sondern auch innerhalb der Kategorien genau verglichen. Und das hilft dann den Judges auch bei ähnlichen Runs rauszufinden, okay, wer war wirklich jetzt der Bessere, um das finale Resultat dann möglichst korrekt zu gestalten. Flo, ich bin froh, dass ich einen Experten neben mir habe. Vielen, vielen Dank auch nochmal an dich, dass du mit mir diese Contests mitbegleitest. Wirklich, wirklich cool, da auch von dir aus deiner Erfahrung, aus deinem Coaching zu hören, was du so drauf hast. Und ich habe vielleicht eine ganz interessante Info, weg vom Freeriden. Flo, was machst denn du eigentlich im Sommer? Ich habe gehört, du hast jetzt eine ganz, ganz neue Richtung eingeschlagen und bist Baumpfleger geworden. Naja, als Naturliebhaber musste ich mir auch nach meiner Frühjahrskarriere irgendeinen Job suchen, der draußen passiert. Habe 2 Jahre am Segelboot verbracht mit meiner Familie und viel nachgedacht und habe jetzt die Ausbildung zum Treeworker gemacht. Und wenn ihr Bäume zu Hause habt, Problembäume, die zu pflegen sind, dann ruft mich an. Flo ist Baumpfleger, Nico Draxl ist Profi-Freerider und jetzt schauen wir hinein. Die Nummer 3, er kommt aus Österreich und er ist jetzt schon drinnen. Über die Windlip geht's weit und jetzt hast du Schwung wieder runter. Atmen wir durch. Hast du gesehen, mit dem die Skigänge sind ja, da oben? Mir ist jetzt schon das Herz in die Hose gerutscht und jetzt bin ich aber wieder on track und der junge Herr ist da. Wie gesagt, die könnten wahrscheinlich auch einen Backflip zeigen. Da haben die Judges jetzt nicht. Einen super Vergleich zum letzten, weil diese ersten 3 Sprünge hat er genau gleich gemacht wie der Fahrer vor ihm, aber alle um 30-50% weiter. Und das ist genau der direkte Vergleich, den die Judges natürlich suchen, wo sie sich dann leicht tun, die Fahrer einzuordnen. Unglaublich hier vom Nico Draxl, der legt los mit einer Geschwindigkeit. Und jetzt sehen wir vielleicht einen Felsen, den wir heute erst einmal gesehen haben, glaube ich, von Alessandro. Ja, ganz so lange quer, weit hinunter. Da bleib stehen. Super gestanden. Super geil und draußen wird gejubelt. Jawohl, der Nico hat sich da gleich die gesamten Fans und auf der Skipiste auf seine Seite gezogen, kommt raus mit einem super stylischen Grab jetzt von oben. Ich schaue jetzt einfach nach vorne, weil jetzt sehen wir die Live-Bilder. Der Typ kann Skifahren. So, kommt jetzt da in dieses freie Feld, noch einmal an Felsen, jawohl. Also da hat man gesehen, der hat von oben bis unten riskiert, nicht über, aber genau am Limit. Und wenn er jetzt noch 2 Turns schafft, ohne zu stürzen, dann ist er über die Judging-Linie drüber und dann hat er, glaube ich, ein super Resultat in der Tasche, weil mehr Gas geben kann man, glaube ich, auf dieser Linie nicht. Und man hat es jetzt bei ihm gesehen, er hat jetzt wirklich die Luft rausgenommen, so ein bisschen den Speed rausgenommen, weil er zu sich selber sagt, hey, ich habe alles geschafft, was ich wollte. Jetzt rutscht er da über diese
Spine nochmal drüber, macht einen kleinen Spray raus über die Windlip und das ist natürlich also cool. Der hat ein Mindset eher wie ein 30er als wie ein 20-Jähriger. Schau dir die Wiederholung an. Abgeklärt. Oben schon, Shifty, da hast du gesagt, er ist zu schnell, da hat er uns kurz Angst eingejagt. Jetzt kontrolliert, perfekt, weit gestampft. Voll so zentriert das. Am Ski. Das und ist diese Erde, die wir heute erst zum zweiten mega. Mal sehen. Wow! Da hätte er fast einen Vorwärtsüberschlag gemacht, so zentral über dem Ski ist er da gelandet. Es ist passiert, so wie es schon einigen heute am Tag passiert ist, leichte Vorlage, natürlich ganz gefährlich, dass man so dieses sogenannte Einspitzeln. Genau. Und er hat aber gesagt, dass der hat Power in den Oberschenkel, die Haxen sind im Sommer trainiert worden und nur dann kann ich sowas auch wieder retten. Gratulation und auch ja, durchschnaufen. Wir sind schon bei Start Nummer 4. Also ich glaube, wir haben euch nicht zu viel versprochen, liebe Zuschauer. Die Juniors stehen den Oldies, wenn wir sie so nennen dürfen, um nichts nach. Im Gegenteil, es reißt uns doch genauso von den Sesseln, wenn nicht mehr, wie beim Dreistern der Erwachsenen. Und es geht schon wieder weiter. Oder noch nicht ganz, die Judges haben noch rauchende Köpfe. Leichte Rauchschwaden sieht man da durchs Bild ziehen. Ja, es ist nicht einfach. Natürlich will man ja auch jedem und jeder Riderin da ein ganz, ganz faires Judging bieten. Und deswegen heißt es bei uns auch immer wieder, abwarten, bis der nächste Rider oder die nächste Riderin starten kann, bis die Punkte auch wirklich vergeben sind. Und dann geht es wieder los mit voller Konzentration. Der nächste ist dran. Genau. Ich habe jetzt mal hier einen Judging-Sheet vorbereitet. Den können wir vielleicht auch der Kamera zeigen. Also das hier. Ja, ja, genau. So schaut es für die Punkterichter aus. Die werden untereinander geschrieben, die Namen, und auf der Skala, ganz da drüben, können die Judges dann genau sehen, okay, hat der 0 Punkte, hat der 100 Punkte, und jeder Fahrer wird eingeordnet. Und so kann man es dann ganz super bildlich vergleichen und kann auch nach dem 20. Fahrer immer noch sagen, okay, die Nummer 27 war einfach um 2 Punkte besser als die Nummer 32. Und jetzt schauen wir zurück auf die Nummer 4 und das ist Laurin Falch. Auch er kommt aus Österreich, startet in der Männerkategorie. Der junge Herr ist 15 Jahre alt. Und ich bin ganz, ganz gespannt, was er sagt. 15 und allein auf der Quellspitze. Na, alleine nicht. Jeder Jugendliche muss begleitet werden von einem Erwachsenen. Papa, Mama, Freeride-Coach, Bergführer, was auch immer. Damit da wieder mal der Sicherheit auch voll geleistet wird und keiner da alleine oben umsteht. So, eine neue Linie. Ganz weit, Gears right. Das freut mich. Laurin Falch zeigt uns da eine ganz neue Linie. Auch für ihn nicht einfach, vermutlich einer seiner ersten Contests hier. Die Nervosität hoch und jetzt können wir da gar nicht einsehen. Und das ist natürlich auch ein Nachteil, Flo, du hast es schon mal erwähnt, wenn die Judges etwas nicht sehen, können sie es auch nicht werten. Jetzt kommt er wieder raus, jetzt ist er wieder sichtbar, auch für die Judges. Ist jetzt nicht diesen Felsen gefahren, den wir vorher gesehen haben, aber springt was anderes. Genau, das war jetzt natürlich taktisch nicht ganz klug. Wenn ich schon so weit hinüberfahre in einen neuen Teil von Face, dann muss es ja auch irgendeinen Sinn machen, warum ich sozusagen dorthin fahre. Wenn ich aber nur hinfahre und dann wieder zurückfahre, dann werde ich natürlich von den Punkten her nicht ganz da sein wie einer, der mehr direkte Linie gewählt hat. Aber die Windlip ist ja sauber gesprungen. Auch wir können jetzt direkt nach oben schauen, das sind tolle Bilder. Er ist jetzt bereits im unteren Teil, jetzt heißt 250 Meter noch bis zu dieser Judging Line. Und da wird er wahrscheinlich keine großen Features mehr einbauen, sondern Richtung Ziellinie hinunterschauen, dass er keinen Sturz mehr hat, die Punkte mit ins Ziel nehmen. Das genau. ist und gut, das lieber Laurin. Solider Run und überhaupt nicht einfach, das Ganze einzuschätzen. Hat natürlich jetzt 2 Jumps weniger gehabt, wie wir schon gesehen haben, wird sicher punktemäßig etwas nach hinten gereiht, aber auch für ihn heißt ja jetzt einmal reinkommen, Erfahrungen sammeln und deswegen Gratulation und ganz, ganz, ganz liebe Grüße nach Hause. Ich hoffe, er hat ein paar Fans, die da zuschauen und bei denen möchte ich mich jetzt bedanken. Danke, dass ihr einschaltet, danke, dass ihr dabei bleibt und hoffentlich danke, dass ihr genauso mitfiebert und mitwackelt, wie wir da auf unseren Sesseln. Genau. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, was man da sieht, wie viel Freude, wie viel Emotion und wie viel Können da einfach drinnen steckt. So, wir schauen langsam auf die Startliste. Ganz oben steht jetzt ein 14-Jähriger in der Skikategorie Männer mit der Nummer 5, auch aus Österreich, Jonas Wolfram. Flo, wann hast du mit Freeriden angefangen? So wirklich Freeride?
Naja, ich bin aufgewachsen auf der Innsbrucker Nordkette und da gibt es kaum Pisten, aber viel Gelände. Und in der ersten Gymnasium, also mit 10, 11 Jahren, habe ich mein erstes Snowboard bekommen und das war für mich die Geburtsstunde des Freeridens. Ich habe allerdings dann 15 Jahre warten müssen, bis ich überhaupt meinen ersten Freeride-Contest machen habe können, weil es gab nicht mehr. Und war dann schon 25, als ich dann in Verbier, dem jetzigen Finale der Freeride World Tour, mitgefahren bin. War allerdings toll, ich bin auf das Snowboard hinkommen und habe dann den Wettkampf gewonnen von meinen ganzen Helden, die damals nur als, bis dahin nur als Magazine kannte. Das war natürlich ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich. Und jetzt hoffen wir, dass auch der Jonas Wolfram seinen ganzen Helden zeigen kann, warum er dabei ist. Er fährt seinen ersten Contest bereits mit 14 Jahren und das ist heute hier auf der Quellspitze Wahnsinn. Hut ab, fingers crossed, jetzt schauen wir uns deinen Run an. Ja, die Sonne ist jetzt schon ziemlich weitergewandert. Wir haben es jetzt schon 14 Uhr. Ja, wow, super Felsner. Ich wollte gerade sagen, wenn er jetzt in seinen unteren Bereich kommt, gerade auf der Riders Ride, da fährt er nachher in den Schatten hinein. Also diese Ostsachen sind so sehr schattig. Das macht es nicht leichter, weil dieser Lichtwechsel von sehr hell auf sehr dunkel, da braucht jedes menschliche Auge oder auch eine Brille ein paar Sekunden, bis man sich adaptiert hat. Aber auch er zeigt jetzt in dem Sprung noch einen Safety Grab, kommt jetzt da in dieses leicht verspurte, leicht verbröckelte Terrain rein. Hoffentlich findet er auch wieder den Ausgang. Jawohl, und jetzt geht's für ihn, jetzt bin ich ja gespannt, auch Richtung. Ja, Richtung Felsen. Jetzt habe ich mir schon gedacht, er fährt die gleiche Line, die wir schon gesehen haben. Aber nein, er sucht sich auch ein etwas kleineres Cliff, macht es sehr, sehr intelligent. Nee, es gibt dort einen Cliff, das haben wir vor 2 Jahren beim Junior Contest mehrfach gesehen, nur da waren ein, jetzt zwei pass Meter auf, jetzt pass auf, jetzt mehr pass Schnee. Auf. Jawohl, auch er kommt über die Windlip außer. Und verschwindet hinter der nächsten. Es ist total schwierig, das da zu sehen mit diesem Lichtschattenwechsel. Und auch für den Rider nicht einfach, der startet in der Sonne, muss dann rüber in den Schatten, die Schneebedingung ist total anders und da braucht es schon ganz, ganz viel Abgeklärtheit, um das so runterzufahren, wie uns das jetzt Jonas Wolfram aus Österreich sagt. Ja, bravo Jonas, er ist über die Judging-Linie, hat mir super gefallen, oben ganz kreativ, diesen Air, ich glaube, den haben wir einmal gesehen erst heute. Also ganz smart mit dieser hohen Startnummer, dann noch ein neues Gelände, wo noch keine Landungen, keine Löcher in den Landungen sind von anderen Skifahrern auszuwählen, hat mir sehr gut gefallen da oben. Und damit sind wir durch mit der U16-Kategorie. Nein, einer fehlt noch und das ist jetzt mit der Nummer 6, Paul-Anton Falch. Wir hatten schon eine Falch, das sind das Brüder, die zwei. Ja, das kann sein, aber natürlich auch da rund um dieses Paznauental Falch, ein sehr bekannter Name. Da gibt es verschiedene Familien Falchs und deswegen lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, ob dieser 13 Jahre junge Herr da dazugehört. Der Paul hat auf jeden Fall schon Freeride Contest Erfahrung. Letztes Jahr ist er beim Freeride Junior Contest in St. Anton mitgefahren, ist da Vierter geworden bei den U14. Aber jetzt weht natürlich ein anderer Wind, der ist ja bei den U16 jetzt. Da wird er heuer auch noch der Jüngste sein. Oder U14. Er ist erst 13 Jahre alt. Startet in der U16-Kategorie. Und steht jetzt alleine auf der Quellspitze im Startgate. Wow. Steht als jüngster Rider alleine oben auf der Quellspitze. Hoffentlich hat er einen guten Supporter dabei, der ihm zumindest die Hälfte der Aufregung abnimmt. Und ich bin genauso aufgeregt, wie du da oben, glaub mir's. Jetzt schauen wir nach oben und es wird bald weitergehen. Und dann, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen, dann startet schon die U18-Kategorie. Und bei der U18-Kategorie eröffnet die einzige Dame am Snowboard, Stina Frauenstein. Und dann geht es weiter mit Österreich, Great Britain, Österreich, Österreich, Great Britain. Und wie wir es gesehen haben, Finnländer sind dabei. Also, wie soll ich sagen, so ein internationales Starterfeld hat man seltener, sieht man seltener. Und jetzt sieht man nun mal ganz gut, auf die Judges hinterbei rechts zu erkennen ist die, da wird vom Herrn Kogler gerade ein Fotoshooting gemacht. Markus Kogler, nicht nur Head of Safety, sondern natürlich auch Head of Modeling, Head of Fashion, Head of alles mögliche, Flo. Wir kennen ihn und das war jetzt natürlich eine ganz, ganz gute Einstellung. Und schon gibt es schon wieder den nächsten Funkspruch nach oben. Also dieser Herr hat nicht nur viele Facetten, sondern ganz, ganz, ganz viel Können
hinter sich, was die Bergsafety betrifft. Nein, das muss man schon dem Koks zugestehen, in eineinhalb Jahrzehnten den Freeradsport in Österreich so weit gebracht zu haben, mit den Open Faces, die er mitentwickelt hat, als Chef of Safety bei der Freeride World Tour in Fürbrunn. Da ist ganz viel passiert. Aber jetzt zurück hinauf zum Berg. Der letzte U16-Rider, der jüngste im Starterfeld, Paul-Anton Falch aus Österreich, Start Nummer 6. Wir drücken die Daumen. Ich hoffe, Sie zu Hause sind bereits aufgestanden. Jetzt geht's nämlich los und er zeigt Action über den ersten Felsen. Und über den zweiten. Jawohl, auch der. Jetzt heißt es Geschwindigkeit rausnehmen. Also bis jetzt wäre mir nicht aufgefallen, dass der 13 und nicht 23 oder 33 ist. Ich muss auch sagen, es ist unglaublich. Schon letztes so locker da, aber schau, ganz ein neuer R. Jawohl, coole Sache. Das gibt Punkte in der Kreativität. Drei R's und fehlerlos bis jetzt. Der steht extrem weich am Ski. So weich, dass er in den Bartschnee einspielt. Jetzt bin ich aber nicht sicher, ob das die Judges gesehen haben. Wo ist er gerade unterwegs? Es kann sein, dass das für die Judges nicht sichtbar war und nur wir das Glück haben, weil wir da oben mit der Kamera, die schauen nämlich nicht durch einen Bildschirm, sondern live natürlich mit Ferngucker, Ferngläsern und versuchen da den Run bestmöglich live mitzuverfolgen. Und auch er ist jetzt unterwegs zur Windlip, das schauen wir uns in live an, kommt da nicht mehr ins Bild. Da muss jetzt ein bisschen Schwung verloren haben. Ja. Er wollte die Windlip von der anderen Seite anfahren. Hat er jetzt, glaube ich, einen 360 probiert, wenn ich das richtig gesehen habe. Und jetzt ist natürlich mit dem Schwung ist nicht nur ganz viel Luft raus, sondern halt auch die Punkte teilweise weg. Ja, trotzdem finde ich das für die 13 Jahre, wie der oben mit Selbstvertrauen eingefahren ist, die ersten drei Drops gemacht hat und dann einen kleinen 360er probieren. Also, Kein Thema. Und ich sage das ganz ehrlich. Da hat er sich nichts vorzuwerfen. Wir haben ja in diesem Starterfeld heute eine ganz interessante Konstellation. In den nächsten 10 Tagen, und zwar am 26. Jänner, findet hier in Kappel die World Championship der Juniors statt. Heißt, sollten Starter jetzt bei der World Championship mitfahren, dürften sie heute beim Junior Contest das Face nicht befahren. Und das ist genau der Grund, warum uns da einige große Namen der Junior-Kategorie fehlen, weil sie erst in 10 Tagen dann bei der World Championship starten. Und wer jetzt oben hinaus startet, ist, wie schon gesagt, Stina Frauenstein aus Deutschland. Und sie eröffnet und schließt auch gleichzeitig die Damen-Snowboard-Kategorie. Ja, finde ich super, dass wir da auch ein Mädel dabei haben. Schade, dass es nicht mehr Mädels sein. Wirklich coole Sache. Ganz, ganz großes Appell an alle Mädels da draußen am Snowboard. Schaut euch das an, das ist purer Spaß, das ist Freude. Wenn ihr wollt, meldet euch an, fahrt den Contest mit. Es gibt nichts Schöneres, wenn sich der Sport weiterentwickelt und natürlich dort auch mehr, Rivalen finden, die dann um den Sieg kämpfen. Genau, weil die pushen sich dann gegenseitig und dann steigt das Niveau. Bevor wir das Diener weiter zuschauen, möchte ich aber dem Paul Anton noch einmal gratulieren für einen tollen Run. Ganz frech, mit ganz viel Selbstvertrauen hat er das halt gemacht. Du musst dir vorstellen, der kann noch 3 Jahre lang hier mitfahren in der U16-Kategorie. Also den werden wir sicher nächstes Jahr wiedersehen. Ja, das hoffe ich, dass wir ihn nächstes Jahr wiedersehen und ich freue mich auch drauf. Und jetzt muss ich aber auch ehrlich sagen, egal ob sie in der jetzt diese Kategorie U18 eröffnet und wieder schließt, ich sehe auch diese Dame bei der ganz, ganz normalen Klasse schon dabei, so wie die am Snowboard oben steht und so flüssig, wie die gerade unterwegs ist. Genau. Wie alt ist die Stina? Haben wir von der ein Alter auch mitgeliefert bekommen? Das ist jetzt die Frage, wie viele Aufzeichnungen wir hier bereits haben. Vielleicht kannst du dich schnell hineinklicken zu den Startern und dann werden wir sofort feststellen, wie viele Jahre diese junge Snowboard-Freeriderin ist. Und jetzt schon mal an alle Fans nach Deutschland. Gratulation, da mal schon mal die Daumen drücken für die letzten Meter jetzt an. Ich finde, das ist eine coole Action und vielen, vielen Dank, dass du hinausgekommen bist zu uns noch ins Bad Nauental nach Kappel. Ja, gar keine Frage. So. Ich coache ja auch selbst in Innsbruck eine Truppe von 9 jungen Freeridern, Jungs und Mädels. Und die sind auch schon ganz aufgeregt, weil in 2 Wochen nächstes Wochenende schon, sind die in St. Anton beim Freeride Contest und stehen alle das erste Mal in ihrem Leben bei einem Freeride Contest im Startgate. Die sind 12, manchmal 13 Jahre alt und sind jetzt schon aufgeregt. Also mir taugt es sehr irrsinnig, wenn man es so schafft, die Jungen da zu motivieren, also langsam hinzuführen, auch zu dem wettkampfmäßigen Freeriden. Das soll ja kein Druck sein, sondern Spaß sein.
Und ja, dass es die Möglichkeiten jetzt gibt, dass man mit 12 Jahren überhaupt schon teilnehmen kann und sich messen kann, ist echt toll. Na, wirklich cool. Und es gibt im Sport so viel Professionalität, es gibt im Sport so viele Möglichkeiten. Wie du schon erwähnt hast, gerade dieses Coaching, das gibt es ja noch nicht seit 20 Jahren, sondern das ist jetzt alles entstanden. Das bringt aber so viel Können an die Jugendlichen weiter, so viele Erfahrungen wieder ausgetauscht werden. Und man sieht es, die Spitze wird immer spitzer und du musst wirklich performen, also wirklich eine Show zeigen, um da noch vorne mitfahren zu können. Genau, ich wünsche das Dina, dass sie auch in so einer Gruppe unterwegs sein kann mit anderen Jungs und Mädels auf Ski oder Snowboard, das ist ja nicht so tragisch, damit sie da auch im nächsten Jahr eine Gaudi hat und viel lernen kann und bei den Contests mitmischen kann. Ja, und das wünsche ich mir generell auch für die Damenkategorien. Ich weiß, da gibt es viele Freeriderinnen, die sich nicht zutrauen, den Contest mitzufahren, die nicht gerne an den Start gehen. Ich kann es euch nur nahelegen, wenn ich da rausschaue. Es ist so eine tolle Area. Es sind so viele Leute, die einfach auf der Piste stehen bleiben, zuschauen, mitjubeln. Und jetzt schauen wir nach oben und jubeln für die Eröffnung der Männer-Skikategorie U18, Simon Wiedauer. Und gratulieren das Dina, die es jetzt gerade über die Judging-Linie unten macht, der Braus Dina. Wir hoffen, wir sehen dich in Zukunft öfter bei den Junior Freeride Contests. So, und auch für ihn geht's los, oben über die Windlip, dann hinaus in dieses etwas, wie soll ich sagen, schon sehr zerfahrene Face, natürlich nicht einfacher geworden. Und er zeigt trotzdem sehr weiten Sprung für Speed. Jetzt heißt es wieder den ganzen Speed rausnehmen, das hat er super gemacht. Wow. Und das gleich in einen zweiten Jump umgebaut. Gratulation jetzt schon, das hat mega spektakulär ausgeschaut. Ja, also die Sprünge oben so zusammenzuhängen. Wie du sagst, es fängt jetzt schon langsam wieder an anziehen, wie man sagt in der Fachsprache. Das heißt, die Sonne zieht weiter, der Schnee und die Spuren fangen schon langsam wieder an härter zu werden. Also es wird jetzt nicht leichter, die Bedingungen für die und die Rider. Auch er fährt über die Line den Felsen. Jawohl, er steht's. Der erste U18-Kategorie zündet ein Feuerwerk hier an der Quellspitze. Und auch für ihn geht's mit Speed über die Windlip, kommt er raus. Jawohl. Sehr zentral gelandet, sehr safe gemacht. Hat gut ausgeschaut. Der Simon, ein Österreicher, also unter 18 Jahre, Start Nummer 8. Wir haben jetzt noch insgesamt 13 Rider dort oben, darunter einige Briten, einige Österreicher, ein Finne. Also es geht jetzt Schlag auf Schlag und wir werden sehen, das wird sich jetzt noch und noch und nöcher zuspitzen. Und ich bin mir fast sicher, dass wir auch noch den einen oder anderen dabei haben, der uns was zeigen wird, dass er eigentlich bei der ganz normalen Kategorie drinnen auch sein könnte. Ja, auf jeden Fall. Also die Geschwindigkeit, mit der dass Simon jetzt da runter war, das war beeindruckend. Da hätte ein oder anderen auf jeden Fall abgehängt von den Erwachsenen. Und die Snowboard-Kategorie U18 wird eröffnet von Oscar Weatherall, Great Britain. Very welcome to all people behind the screens watching Oscar at his qualifier run here in the Junior Tour, Junior Two-Star Competition. And also for him, he was waving with his hands on the top. He showed the judges, I'm ready, I'm here, I'm going, I'm dropping in, and that's the action. One of four Brits who's taking the challenge now off the Quellspitze. I'm really stoked, as I said before, to have four British snowboarders coming down. I know that in Chamonix, for example, in France, there's a big freeride community of British riders. Maybe that's where they do that training. Let's see what Oscar has in the pocket for us for his run down the Quellspitze. He's not doing the jump we saw with the last riders because no, this of the is track. This is very smart, yeah. As a snowboarder now with the snow, which is already starting to get firmer again, this is exactly what you got to do. Look for fresh snow and jumps with fresh landings. I think that was very smart at the top part. He's looking for the untracked areas for a fresh jump. If he's smart now, he goes a little bit to a rider's right, where we can see him all the way down, which he does, perfectly visible for the judges. Now the snow's changing for him. It goes from soft snow soon to powder snow in the shadow part as soon as it hits the flats. And I think he's planning to go over this windlip. Maybe, yes, he's going with a lot of speed. He's coming in. We see it. Yes. Landed perfectly. Execution. Ideal.
I think he's showing us real proper snowboarding. You know, that's what snowboarding should look like. Good turns and good snow with drops you can stick. Absolutely well planned out and run and well performed. So all together, it's 7 guys starting in the under 18 category in snowboard. I think that what you told us, Flo, and we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skiers starting in this category. So it's going to be a really tight race for the podium, a really tight race for the points here in Kappel to be, let's say, in front of all the others. Und jetzt oben am Startgate, wir switchen nach Österreich und zwar zum Herrn Müller mit Startnummer 10, Jakob Müller, der erste Österreicher, beziehungsweise der zweite Österreicher, der hier in der Skikategorie unterwegs ist, über 18 und jetzt geht's los. Ja, der Jakob hat schon eine ganze Wettkampfsaison hinter sich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal ist der schon im Start gestanden. Das heißt, für seine Alterskategorie ist der schon ein alter Hase sozusagen. Ja, für seine Kategorie ein alter Hase und das heißt viel Erfahrung. Und er kommt natürlich mit viel Schwung drüber, jawohl! Jakob, bleib auf den Füßen. Das ist eine Eröffnung, ein Feuerwerk auch für ihn. Er hat das, glaube ich, in seine Skischacht drinnen gehabt, das Feuerwerk. Ja, ein Blind Roller, also ganz ein schwieriger Sprung. Ein Sprung, wo man keine Ahnung hat, wo man hinspringt, aber perfekte Winkel erwischt und landet er in dem verspurten Gelände. Also das war schon mal richtig spektakulär. Das war richtig spektakulär und jetzt geht's über geht in spektakulär weiter mit der dem Riesen-R. Der fährt mit ganz viel Schwung den Riesen-R aus und jetzt geht's Richtung Windlip und der lässt nicht locker. Mal, der hat so viel Schwung, so der viel hat Speed richtig mit Schwung. Ja, der kommt hoch daher. Wo fliegt denn der hin? Nein. Hat der Flügel gekriegt? Unglaublich. Also wer das jetzt sehen konnte in Live, da hat jemand Flügel bekommen während dem Luftstand von 4-5 Metern. Deppert. Bitte können wir diesen Sprung nochmal in der Regie einblenden. Fliegt hier über den kompletten Hügel drüber. Fliegt ungefähr doppelt so weit wie die weitesten der Erwachsenenkategorie über die Windlip. Oben schon. Sehr schnell unterwegs. Ja. Super gestanden, einen Turn und Speed hinaus. So, und jetzt geht's unten den über den großen Felser. Ja, Wahnsinn. Und bremst kaum ab und denkt sich, so, und jetzt fährt der Typ ohne zu bremsen auf und die Windlip. Und eins, seht zwei, ihr das? Zwei, und steht's fast. Steht das komplette Ding. Jetzt bin ich aber von meinem Sessel runtergefallen. Da hat es in den linken Ski nachher gefangen bei der Landung. Ich hoffe, dass der aufgegangen ist. Jetzt werde ich mich sehr kniefreundlicher. Er ist jetzt gerade nicht sichtbar von uns aus, weil er hinter einem Schneehügel im Landebereich der genau, Windlip liegt. Ist aber schon außerhalb des Faces. Jakob Müller, den nächsten Herzinfarkt, bitte könnten wir vermeiden. Den hätte nämlich ich jetzt fast gehabt. Ich hoffe, zu Hause, alle Fans sind fein. Also zu beruhigen der Zuschauer, der Eltern, direkt oberhalb von ihm beim Absprung, wo er weggehupft ist für seinen Abflug, steht ein Skido, der hat also Sichtkontakt zu ihm. Geht davon aus, dass alles okay ist, sonst hätte sich dieser Skido schon längst zu ihm hinbewegt. Genau, er ist auch schon auf dem Weg außerhalb des Faces, von daher alles in Ordnung. Deswegen steht schon jemand oben im Startgate. Und wie das der Flo richtig sagt, die Ski tut's hier für die Sicherheit der Rider und Riderinnen. Und wenn hier ein Problem besteht, wenn es einen Funkspruch gibt, wenn derjenige nicht mit den Händen winkt, dann wird sofort die Rettungskette eingeleitet und es dauert nur ganz, ganz wenig Zeit, bis jemand vor Ort ist und bis sogar ein Arzt vor Ort ist. Und jetzt sehen wir ihn hinunterkommen. Alles gut, er kurft da durch den Schnee. Ich darf die Beruhigung aussprechen und somit auch schon den Blick auf unseren nächsten Fahrer, und zwar den Leon Köhler werfen, der mit dem Snowboard aus dem Start geht. Genau, trotzdem nochmal Jakob Müller, hands up, was für eine tolle Show. Bitte, unglaublich. Ja, bleib so, vielleicht 3 oder 5% weniger Gas geben, reicht völlig für eine Top-Platzierung oder auch einen Sieg, wenn du das so ins Trockene bringst. Ja, vielleicht das Landegestell noch etwas verlängern, Flügel hast schon groß genug. Genau. Und jetzt schauen wir auf Start Nummer 11, Leon Köhler, auch ein Österreicher, der hier mit dem Snowboard in der Snowboard-Kategorie unter 18 unterwegs ist. Und er fährt jetzt Richtung diesem Cliff, das wir schon vom Jakob Ernst gesehen haben.
Und mit relativ wenig Schwung schaut es ganz kontrolliert aus, sucht sich die Landung raus und geht leider etwas unter. Jetzt heißt es kaschieren, weiterfahren, nicht den Mut verlieren. Natürlich ärgert er sich. Der Griff auf dem Kopf kommt natürlich sofort. Naja, jetzt ist er dort hingefahren, hat für den Sprung mal locker 10, 12 Punkte bekommen, aber natürlich jetzt 20 verloren. Das heißt, er ist jetzt auf jeden Fall unter den 50, aber er hat ja noch drei Viertel des Phases vor sich. Das heißt, er kann also noch sich wieder nach oben arbeiten und immer noch ein teilloses Resultat erreichen. Ja, Flo, liege richtig. Wenn du sagst, in Zeiten des Coachings, wo ist er? Ein Riesensatz. Ein Riesencliff oben gemacht. Ich hätte es jetzt fast nicht mitbekommen. Hat diesen Sprung, der linkeste Sprung des Tages sozusagen, hat er so einen neuen, von einem neuen Sprungwinkel genommen, von noch höher. Weit als die Skifahrer aus, zum Beispiel der Jossen bei den Erwachsenen, hat zwar nicht ganz so clean gestanden, aber der ist auf jeden Fall ein Mann der großen Sprünge. Ja, und er lässt sich nicht unterkriegen, das ist das Schöne, das ist das Gute, das wollen wir sehen. Ein Sturz heißt nicht vorbei, sondern ein Sturz heißt Kopf hoch, weitermachen, volle Konzentration, und das ist bei den Juniors so geil. Die haben unendlich Motivation, die stehen da oben, die haben Gas, die haben ein Feuerwerk in die Skischacht drinnen. Und das ist das, was mir so gefällt an dem Sport. Nicht aufgeben, weitermachen, super, Leon Köhler, das hat mir taugt. Also jetzt ist der nächste Skifahrer schon unterwegs, jetzt haben wir Wallner gar keine Chance drauf für die Wiederholung. Wallner Tobias ist schon riesig weit über diese erste Windlip drüber. Auch der kommt mit Warp Speed daher. Die lassen es alle krachen da oben. Schauen, das ist jetzt fast keine Puckepiste. Schau dir das an! Das ist zu weit, das ist zu weit! Oh nein! Oh. Weißt du, was der wollte? Der wollte hier in dieses zweite Landing rein. Der hat gewusst, wenn ich so viel Speed wie möglich habe, dann komme ich darüber. Das heißt, das war nicht zu weit, sondern zu kurz, um einen Meter. Zu kurz. Ich hoffe, du hast es vorgehabt. Na, unglaublich. Ja, liebe Mama, lieber Papa, vom Tobias, ich denke an euch. Ich bin dabei. Ich bin ganz, ganz eng bei euch, aber dem schau geht's mal, gut. Schau das oben. Ich glaube, das war der weiteste Satz aus dem Start geht, das haben wir schon gesehen. Ja, und der will da schon, der nimmt da schon Schwung. Na, schau. Zack, nur zwei kurze Schwünge. Und siehst du, der sieht es, dass sie das nicht ausgehen wird. Wenn der da drüben ins Landing fliegt, dann ist das für mich ein Tagessieger. Das ist für mich ein Tagessieger, der wird ganz oben stehen. Und zwar nicht nur bei der Unter 18, sondern auch bei der normalen das Kategorie. Das ist aber dieser schmale Grat zwischen wie viel Risiko nehme ich, was traue ich mir zu und was ist möglich. Während da oben die Ski zusammengesucht werden, würde ich die Regie bitten, vielleicht können wir noch einmal den zweiten Sprung vom Snowboarder sehen, von der Startnummer zuvor, vom Leon. Das war Leon Köhler. Genau. Das ist natürlich jetzt eine schwierige Aufgabe, weil ich natürlich da das Übersehen habe. Wir werden hier mit den besten Bildern versorgt und mit der besten Action. Na, unglaublich. Tobias Wallner, auch er ist einer, der abfliegt, dass wir wirklich Action haben. Und ich hoffe, Sie haben da zu Hause noch eingeschalten gehabt, weil das ist genau das, was wir uns hier erwarten. Kein Stoppen, kein Bremsen, einfach drüber. Und wie kreativ. Wie aber kreativ ich würde den so gerne jetzt fragen, am liebsten hätte ich eine Funkverbindung hinauf, ob er wirklich das Double wollte und über diese ganze Rinne zur der Landung. Ob er wirklich zwei Meter zu kurz war oder ob er zu lang war. Das wäre wirklich jetzt interessant zu wissen. Wie gesagt, für mich hat es fast so ausgesehen, der wollte darüber, der wollte in diese Transition, sagt man, also in diesen Übergang, der wollte es einfach überspringen, also wie ein Gap, wenn man jetzt nur ein bisschen Fachjargon auspackt. Und ganz klar muss jetzt der Sebastian Clinton oben etwas abwarten, weil es natürlich heißt, bis er die Ski anhat, bis er das Face verlassen kann, bis wieder alles frei ist, warten wir natürlich ab. Und deswegen hat er noch, nein, er hat die Bindung sogar schon an. Der steht schon da, der wäre schon ready. Ja, wir haben nicht zu viel versprochen. Die Juniors reißen uns wieder von unseren Sitzen. Es ist unglaublich, diese frische Energie, man spürt es in der Körpersprache. Die fahren aus dem Startgate aus und wir sind schon ganz, man spürt, dass die
noch mehr zeigen wollen als die Erwachsenen. Ich finde das faszinierend. Das ich finde es auch faszinierend. Und mir gefällt es so. Das ist immer so ein schöner Abschluss. Hier in Kappel, wenn die Juniors anfangen und wenn die einfach losgehen und zünden und jetzt aus dem Start geht, kommt schon der Nächste. Da war es jetzt eben nicht eingeblendet. Ich werde es Ihnen sagen. Sebastian Clinton, we saw it. He is coming from Great Britain. He is wearing bib number 13 and he is showing us snowboard action. Yeah, as we said, four out of seven starters in the snowboard main category. Yes, the juniors with a nice drop. Are from Great Britain. Look at this air, and he sticks it in the mogul field. It's getting so much harder by the minute to perform here. And another great air direction, very smart. No one has done this cliff in this direction yet. Let me see, so he's the third snowboarder, and we have a snowboard girl also competing in the same area. Uh-huh. I think I would rank him first right now. Up to here, yeah, for sure. I mean, his other friend from Great Britain had a clean run, but was not as fast, not as long on the jumps. Let's see what he has in the middle and lower part here for us. He keeps it very fluid, doesn't take any risk, and looks like he's going for the windlip. I'm switching. Oh, no! Whoa. Direct view from the skin, and he gets caught in some death balls. And that's what Flo was talking about. We have right now the shadow. We have changing snow conditions. So on top, it's soft. It's sun. It's collected a lot of sun. And now in the shadow, all the tracks, all the snow is getting a little bit hard again. So not easy to ride. And of course, not easy to ride with a snowboard with such a nice top section. Yeah, exactly. Where he now had its crash, until like 25 minutes ago, the sun was still on it and it was soft, and now it's shadow and it's freezing up again and he has a crust, and I think that's what got him. But a very promising snowboard run, very promising snowboarder for the future. Wir schauen nach oben, wir schauen nach oben, Entschuldigung für die Unterbrechung, wir schauen nach oben, Start Nummer 14, Cosmin Thurnwalder, ein Österreicher, der sich in der U18-Kategorie jetzt nach unten begibt, und auch er hat die Windlip Open genutzt, um einmal kurz in die Luft zu tanzen. Und auch er geht über den ersten Felsen. Jetzt heißt es natürlich ein bisschen taktieren. Wie sind die vor mir gefahren? Wie fahren die nach mir? Und wo möchte ich hin? Tja, das ist die Frage. Das würde man natürlich auch gerne wissen. Wie viel die jetzt taktieren? Haben die einen Coach dabei? Kriegen die genau Info raus? Du, schalt um 20% zurück, weil deine direkten Konkurrenten haben vielleicht einen Fehler gemacht. Oder auch, du musst nur ein Schaufel drauflegen auf den ursprünglichen Plan. Ja, und ich vermute mal, er wird es wissen, jetzt war leider schon ein Sturz. Er ist da ein bisschen hängen geblieben mit dem Ski. Leider Gottes auch für ihn heißt es Punkteabzug, aber nicht stoppen, weil es hat bis jetzt sehr viele Stürze gegeben. Und ich kann mich mit einem soliden Run nach meinem Sturz durchaus noch relativ weit oben einreihen. Das ist völlig richtig. Ich kann mich an Wettkämpfe erinnern, wo ich selber dabei war und wo ich mit einem Sturz noch am Podium gelandet bin als Dritter, weil einfach die 10 dahinter auch alle ihre Probleme hatten. Also es lohnt sich immer, auch nach einem Sturz ganz oben Vollgas weiterzufahren und weiter den Run so gut wie möglich abzuschließen. Genau, er hat jetzt den ersten Part oder beziehungsweise oben den Felsen, den wir vom Aaron gesehen haben, den wir schon von mehreren gesehen haben, ausgelassen und ist jetzt am Weg Richtung Windlip. Die er aber auch auslässt, bleibt da im bisschen im Unverspurten. Flo, schaut jetzt für mich ein bisschen so aus, als hätte er jetzt aufgegeben. Sehr, sehr schade. Ja, das ist schwer zu sagen. Er lässt auf jeden Fall ein bisschen gemütlicher angehen. Aber wie gesagt, es ist ein Freeride-Contest. Du darfst so fahren, wie du das willst. Ja, wir blicken nach oben. Oben steht Bib Number 15. It's Great Britain and it's Lewis Hodgetts from Great Britain, starting with the snowboard. Great Britain Freeride Snowboard Championships, Bib Number 3, so to say. And what we saw from the first two Brits was very impressive. So looking very closely, being a snowboarder as well. What are we going to be seeing here from Lewis? It's really hard up there now with the snowboard and those old tracks and bumps. Yes, but also for him, he's trying to stay on his feet, trying to take it slow, coming into this contest feeling. I think you need a few meters of confidence to really start with your run, no?
That's a good point. I remember even be when I was being super nervous in the start gate. Yeah. At the moment I did my first turn, it was all gone. Like maybe the first seconds on the flat start would still be wobbly with butterflies in the stomach, but then the first turn would tell your body and your mind, oh, it's snowboarding, I can do that. And then you're in your tunnel. And in the tunnel is a really nice description, but what do you think during the run? Are there any thoughts? Are you planning your line? Are you going like, now I'm left, now I'm right, now I'm three? What's the thoughts during a run? I personally had my best runs when I almost had an out-of-body experience and I could look at myself from behind, yeah, steering myself like in PlayStation. I wouldn't always be able to get into that mindset, but sometimes I would, and then these were my best runs. Okay, so really like when, let's say, the line meets all your belongings, all your stuff, then you're in this flow state, let's say, and you're really crushing the exactly, face. Exactly. When you manage to find a line that matches exactly your abilities and you take the challenge, then everything starts to happen by itself. And all of a sudden you have capacities in your mind free for special stuff. Like you're not focused on, oh, where do I have to find my next jump? You have fun. You do a slash here and you do a 10-meter jump. And as you approach it, you're all relaxed. Okay, and now we are going a little bit into the north and looking at Emil from Finland. Emil Koski. Starting in the ski the flying, area. The flying Finn. Whoa. So he can fly. Okay. He can ride on one ski. Okay. He's still riding. Yeah, but for him, very, very fast in this upper section. Maybe a little bit too fast. Again, was this over motivation or was he just coming letting in. Oh, it no, go? No, no, no. Going on the left side. Now we have him on the left side. Uh-huh. Maybe he wanted to get this entry but had too less speed. Now he is in the hidden area. We're looking at the window, see if we can catch up with him again. Oops. Oh, again, hitting a rock and losing a ski. No. Losing a ski is always a no score, meaning you get ranked on the bottom of the ranking list with no points, but still some points for the result. Yeah, what a pity for the Finnish rider Emil Koski with bib number 16. Emil, good luck for the future, for the whole season. It just started. There are some more contests coming with World Championships in Kappel. Maybe you visit them. You have Alpbach, a 2-star. You have Gurgel, a 2-star. So still enough chances to collect some more points, to stand on the top of the podium. And for that one, I wish you the best of luck and stay safe, stay healthy. And we're going to look up to Mackenzie Patrick from Great Britain, starting with the snowboard bib number 17. Great Britain, Freeride Snowboard Championships, last bib number 4 in the start gate. Let's see what Patrick has in the box for us. We haven't seen any tricks from snowboarders yet. Have we seen any 360s, front, back flips, anything that way? No, we just saw, I would say, a few grabs, a few really, really nice jumps. And now you can see how hard this way around this super steep part is. And that's why some of them decided to start their run after this transition or after this traverse, let's say. And he's going to the left, staying in the middle of the face. Definitely smart to leave the mogul suit behind, go a bit further, rider's right, find some turns in soft snow, and now come back into the area where there's more features. Yeah, it enabled him to ride very fluid. Yeah, I'm looking forward very much to communicate with all the junior riders a bit once we're done here with the contest and like this Brits group, where they train, where they ride, if they travel together.
definitely interesting how these riders are organized when they are so young. They have to go very, very far to hit the first powder, to really get to their belongings, like they wanted to have it every day, free riding. So really nice to see this internationality here in Kappa. Watch, going for the windlip air. He is going for the windlip. And also for him, maybe lost some of the speed. And if you have too less speed, it's better to go sideways. And he is going for a nice jump on that little lip. And now heading into super free area. Doing his first tracks, enjoying. Now watch out, it's the side tracks. And he passed the charging line and we are back. We are going to Canada. Totally different terrain. We are going to Canada. We're going up in couple, number 18. And starting ski man, Thiemo Roshoven. He doesn't care that there's not much snow left in the traverse, that there's rocks and grass. He's just going in there with full speed. Onto the sunny side, yeah, much smarter to do the first 100 meters of the venue over there. Well, going very, really, really interesting fast. Entry, yeah, smart. Going for the steep landing, losing speed a little, but also here. Really nice, yeah, creative. Smart. New direction. And creative another one. Direction he found here with not a lot of tracks in the landing. Safe executioner, and now going into the field of shadow. And we're going to see him live here in the middle of the face, making beautiful. A really nice. No hesitation. Super very nice drop fluid here. Run. Very complete the riding so far. No hesitating. He knows exactly where he's going. And now he's going for the windlip. Yes, we are 360. Yes, Thiemo. We are cheering for you here in Kappel, out of the cabin. We saw that 360 and you executed it perfectly, landed it another perfectly. Another 10 seconds till the judging line. Just bring it home, buddy. Yes, and he's going very fast now. I know some Canadian parents who are going to be super stoked right now. And I know some people that are cheering, and these people are standing right next to us on the slopes watching your run. Congratulations, and also for us. Big ups for this guy. Nice 360. That's what we want to see here. That's action. That's coolness. And that's what the young riders deliver here in Austria, in the Poznan. But unfortunately, Chris, the countdown is on. We have only three more riders in the start gate. Three more riders? I was just getting used to the juniors' action. One of them is standing on top of the Quellspitze, Cameron Turner. He wins the award for the furthest away from home guy today, I think. Huh? Australia's pretty much on the other side of the planet. He's coming from Australia. As we know from the media in Australia, rules are really, really strict with COVID. I think every one of you knows it. And now we have this guy from Australia on the snowboard, and he will show us the action. Okay. Let's see. Also for him, he's going. Yeah. He's going for a nice middle area, showing us that he can turn around with his snowboard from Australia coming. And now he needs a little feature to be done. Already in the shadow. Yeah, he's coming from Australia. I'm wondering how long he will stay here in Austria, if he's here for the whole season, because actually it's now winter season for us here and no winter season for him in Australia. There's a very strong Kiwi free ride community in New Zealand. So for him, probably the best to train in the down under winter is with the Kiwis on the South Island of New Zealand. And pretty much think he will pop up here somewhere, showing a really nice small jump. Coming in pretty safe. Maybe it's also for him to collect his first points, to get used to the theater. And now we're looking up. It's now the last skier on top. Ladies and gentlemen from Austria, aus Österreich, Raphael Fritz mit Startnummer 20. Der vorletzte Rider, der hier ins Feld geht und auch der haut sich raus das über die Windlip. Das gibt's doch nicht. Die fahren aus dem Startgate als
Na, mir also taugt es. Und jetzt, Bauer dahinter. Lieber Raffi, aufpassen, jetzt kommt die... Nicht zu schnell, der Part, Raffi. Wo wir schon einiges gesehen haben. Affe, er ist mega kreativ. Ja. In die Richtung haben wir es noch nie gesehen. Ganz super, springt das in den weichen Schnee, wo noch die Sonne ist, kommt jetzt zurück von der Rückseite. Den hat er allerdings jetzt ein bisschen auslassen, den hätte er springen können. Ja, kommt jetzt wieder aussehen. Aber er schaut aus, als hätte er einen Plan. Raphael Fritz, österreichischer Skifahrer. Für ihn geht es jetzt auch da aber in diese flüssig. Schattige Area. Ja. Wir sind schon relativ spät dran, hier in Kappel natürlich. Eine Stunde Verzögerung, haben gewartet, bis der Schnee weich wird. Und jetzt haben wir die letzten zwei Rider und so ein Festival an Sprüngen. Und HTR kommt mit Vollspeed auf die Windlip und macht dann 360. Yes! Mir taugt's. Mir taugt's. Danke, Raphael. Ich wollte gerade schimpfen, dass er zwei Sprünge auslassen hat nach dem ersten Gurten, aber das hat er alles wieder gut gemacht jetzt bei der Windlip. Mega, schaut's her, mit einem Left-Hand-Grab-Safety greift er hin. Raphael Fritz sorgt hier für Sonnenuntergangs-Session und Sonnenuntergangs-Stimmung vielleicht schon fast in Kappe. Jetzt mega, mega. Jetzt Après-Ski muss ja Corona-bedingt leider ausfallen, aber wir werden trotzdem... die hochleben lassen, alle, die heute da runtergefahren sind und vor allem die so runtergefahren sind, wie jetzt der Raffi Fritz, bravo. Definitiv, ich würde mir wünschen, den ein oder anderen dann vielleicht noch für ein Gespräch hier zu haben, weil das wäre interessant, was die so denken, wenn sie sie runterlassen, ohne Kompromiss von oben. Und genau das Gleiche werde ich mir jetzt erwarten vom Niklas Frauenstein, der da noch oben steht, aus Deutschland, jetzt der allerletzte Rider, jetzt heißt es, diesen Herrn ins Ziel bringen. Dann schauen wir nur mal ganz kurz vielleicht, wie es ausschaut, wenn wir schon Ergebnisse haben, wenn es schon irgendwas gibt. Der Flo sagt gerade, wahrscheinlich wird das Ganze länger dauern. Das Ganze wird dann auf der Homepage verfügbar sein. Das werden wir früh genug noch hören. Jetzt heißt es nochmal durchschnaufen. Last hinsetzen. Ride of the day. Niklas Frauenstein, Snowboardman, U18. So, ein letzter Rider, der über diese fast schon keine... Schau, da kommt da kaum mehr um, so wenig Schnee ist, da leider mehr. Servus, der Schnee fällt über die Felsen. So spektakuläre Bilder von der Quellspitze. Hinten geht es ja übrigens fast senkrecht runter, also kannst hinten auch nicht runterfallen. Als letzter Rider oben zu stehen, ist schon hart. Also ich kann mich das erinnern bei den Contests, du bist da oben und es vergeht dann Stunde um Stunde und noch einer kommt und noch einer kommt. Hui, ist nicht leicht als letzter. Ja, und dann stehst du da und dann weißt du, meine Kumpels, meine Freunde, meine Familie, die schauen mir jetzt alle zu, weil jeder hat seinen Run schon fertig. Genau. Und jetzt geht es darum, noch einmal die Judges zu beweisen, dass auch eine Startnummer gegen Ende hin wirklich ganz, ganz vorne mitfahren kann. Und das ist das Tolle beim Freeriden. Da gibt es keine Piste, die schlecht wird, weil du suchst dir deine Linie aus und die fährst du und die wird bewertet. Genau, interessant, dass die... fast die ganzen Juniors jetzt aus der Kategorie eine Lucas Left Linie gewählt haben, wo eben noch mehr frischer Schnee zu finden ist. Er wählt die Lucas Right und genau deswegen passiert ihm sowas. Das sind diese Querspuren, teilweise noch von den ersten Fahrern von vor 3 Stunden. Die sind natürlich ganz tiefe Rillen und da ist es im Snowboard schwierig, flüssig zu bleiben und nicht einmal einzuhackeln, wie es ihm eben jetzt gerade passiert ist. Und es war jetzt brutal, schaut, dass es ihn da geschmissen hat bis dahin. Relativ flüssig, gut durchgekommen. Jetzt kein großes Highlight, aber natürlich auch keine Lowlights in seinem Run gehabt. Und wie wir schon gesagt haben, Standard-Runs sind auch oft Podium-Runs, wenn es alle anderen schmeißt. Genau, da hast du völlig recht. Allerdings haben wir von den Snowboardern echt tadellose Leistungen gesehen, oder? Auf der linken Seite von den Engländern zum Beispiel. Der musste jetzt schon noch einmal ein bisschen zulegen, glaube ich, dass er dann noch den einen oder anderen vom Podium verdrängen kann. Ja, und jetzt dürfen wir gemeinsam zuschauen, gemeinsam ins Ziel begleiten. An dieser Stelle vielleicht einmal eine ganz, ganz kurze Info für alle, die auf Ergebnisse warten. Die Judges müssen sich noch beraten, bevor wir da Ergebnisse rausgeben. Ganz wichtig, dass wir alle gerankt haben und deswegen werden die Ergebnisse dann in circa einer Stunde auf der Homepage offiziell veröffentlicht. Für alle, die zu Hause sind, in einer Stunde gibt es dann
nicht nur die Ergebnisse. Bei uns geht es natürlich dann gleich weiter mit einer kurzen Flower Ceremony, oder? Da werden wir uns die Juniors und auch die Qualifier anschauen. Und mittlerweile ist Niklas Frauenstein schon herunter und er wird jetzt in Kürze auch die Judging Line überqueren. Leider jetzt nochmal kurze Schwierigkeiten an diese Querspuren. Es ist nicht einfach und wie du schon gesagt hast, Flo, der hat natürlich als letzter Rider auch definitiv mehr Druck. Auf jeden Fall. Ich möchte nochmal einhaken zu dem, dass wir die Resultate nicht sofort bekommen. Ich bitte um Verständnis. We ask you for understanding that we will not have the results of this event right now within the live stream. We had a lot of categories. Boys and girls, ski and snowboard, juniors and adults. So the judges want to revise all the results before making them official. So all results will be on the website and on the Facebook website within 1 hour. But we will finish this live stream right now with the last rider before we move out to the flower ceremony here on the spot. Ja, meine Damen und Herren, ich darf mich an dieser Stelle schon einmal bei Ihnen bedanken. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir kriegen jetzt die letzten Bilder geliefert aus unserer Kabine. Flo, ich möchte mich bei dir vielmal herzlich bedanken, dass wir zwar in dieser Kabine das Ganze mitmoderieren dürfen, dass du mit von der Partie bist. Ich glaube, so viel Action wie in Kappel wird uns selten wo geliefert. Und wir sind definitiv gespannt, was im Alpachtal passieren wird, was im Montafon passieren wird, was in Obergurgl passieren wird. Noch so viele Möglichkeiten. Und deswegen sage ich jetzt an meiner Stelle, danke fürs Zuschauen. Bitte seid beim nächsten Mal dabei. Genau, das war jetzt der Start in die Frühjahrssaison der Open Faces. Ja, uns seht ihr bei jedem Event und wir freuen uns voll, wenn das nächste Mal auch wieder live dabei ist, wenn es heißt Drop in and Go. Danke an die Open Faces Crew, danke an die tollen Bilder. Wir sind jetzt raus, wir feiern jetzt ab. Danke fürs Dabeisein. Ciao, wir sehen uns.